Wir werden einen furchtbaren Strahlentod heute sterben. Ich bin fest davon überzeugt. Du meinst wegen dem ganzen Elektrosmog hier. Ja, total. Aber wir sind jetzt wirklich ganz, ganz geheim hier mitten im Machtzentrum der Hoax Master und Mistress. Und es ist schon relativ beeindruckend hier, die Wohnung, oder Claudia? Also man kann kaum Meter gehen, alles ist vollgetürmt mit sonderbaren Büchern und wertvollen Pergamenten geschrieben in Skurrilen. Totenköpfe sind hier auch ganz schön viel, habe ich gesehen. Und was mich besonders beeindruckt in der Tat, die, ich glaube, mit Abstand größte Sammlung an Aluhüten, die ich je irgendwo gesehen habe, das müssen mindestens 30 sein, oder? Echt, ich hätte jetzt gedacht so 50, 60. Also du hast 30 finde ich ja ein bisschen konservativ geschätzt. Du hast ja aber auch einen schönen schon ausgesucht. Der hat einen pinken Bömmel, habe ich auch nicht so häufig gesehen. Den habe ich drin gemacht, den habe ich von zu Hause mitgebracht. Was ihr ja nicht gesehen habt, was wir dem Florian direkt per Mail geschickt haben, sind die Fotos aus dem Dessart-Übungskeller. Ja, genau, der Dungeon. Damit die Lesung besser funktioniert. Das war diese große Tür darunter, verstehe. Ich dachte, da wäre die Bundeslade drin. Da könnt ihr euch dann mal im Gefängnis mit Florian drüber unterhalten. Ihr wolltet den quasi bei Laune halten, genau, im fernen Göttingen. Weil der sitzt nämlich in Göttingen und wir haben ja, das, wer die Folge von The Big Bang Theory gesehen hat, wir haben ja so quasi einen simulierten Florian bei uns auf dem Tisch stehen, der uns sehen kann und wir können ihn auch sehen. Und das beeindruckt mich doch zutiefst, ja, hier gerade die Setup. Ja, dann mache ich jetzt aber mal hier. So ist es besser. Okay. Ein bisschen beautiful. Er hat jetzt Wunder der Physik die Kamera dichter an sein Gesicht gefühlt. Vor allem schwebt, für mich gefühlt muss die Kamera jetzt schweben. Ja. Er kann Levitation. Ja. Das ist auch insofern nicht verwunderlich, weil er ja die Inkarnation von James Bond ist. Er steht nämlich direkt auf der James Bond goldenen Sammlerbox. hier werden gerade, glaube ich, Fotos gemacht, glaube ich. Okay. Nee, wenn du ein besseres hinkriegst, das blende bei mir extrem aus dem Winkel da mit der. Ach, mit der Lampe. Ich kann ja mal gerade probieren. Ja, das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich podcaste und dabei im Bett liege. Über das Aussehen deines Bettes werde ich mich jetzt nicht nochmal äußern. Das haben die Sache ist, es ist praktisch. Ja, für verschiedenste Zwecke, ich sehe das wohl. Ja. Es könnte auch im Dessertkeller stehen. Theoretisch ja. Ja. Lass uns doch einfach eine ganz andere Sendung heute machen. Wir schmeißen hier mal die Pläne über Bord. Ich wollte gerade sagen, ja. Wo wir doch hier so gemütlich beieinander sitzen. Ja, konservative Prognosen gehen von 5 Stunden Sendematerial aus. Wir werden sehen. Wir haben ja noch nicht mal angefangen, es ist schon fast eine Stunde rum. Wollen wir denn mal loslegen? Dann würde ich mal das Intro abfeuern. Oder? Ja, ne? Ich bin gespannt. Ja, mach doch mal. Ich kann mich kaum halten. Ja. Mal gucken, von wem es denn diese Woche so kommt. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kinder, hochverehrtes Publikum. Der Göttinger Podcast-Zirkus ist stolz, Sie auch an diesem Samstag wieder zu einer Gala voller Wunder, Magie und Akrobatik einladen zu dürfen. Wiederum haben wir weder Kosten noch Mühen gescheut, um Ihnen einen Abend voller Neuigkeiten, Themen und heißem SM-Scheiß bieten zu können. Und als wenn das noch nicht genug wäre, haben die Wikigeeks den weiten Weg von Göttingen in den hohen Norden auf sich genommen, um zusammen mit den 2 bekanntesten Hirnakrobaten Hamburgs ein Programm für Sie zusammenzustellen, von dem noch in Jahren gesprochen werden wird. Begrüßen Sie nun zusammen mit mir diejenigen, die Ihnen heute Abend ein unvergessliches Erlebnis bieten werden. Deutschlands bekanntester Datenmagier Ralf Stockmann. Hallo. Die ebenso charmante wie wortgewandte Drahtseilakrobatin Claudia Grell. Hallo. Die geheimnisvolle, gefährliche und doch so sanfte Hoax-Mistress Alexa. Moin. Der Illusionist, der Legenden und Lügen in Wohlgefallen aufzulösen vermag. Hoax-Master Alexander. Guten Abend. Außerdem der Unsichtbare, der über den magischen Äther zu diesen Vieren stößt, Wortakrobat Florian Heinz. Moin, moin. Diese 5 haben sich heute Abend zusammengeschlossen, um Ihnen, hochverehrtes Publikum, folgende Sensationen bieten zu können. Hoaxnet von ESUS, Weltenverschwörern, Skeptikern und dem Internet.
Biotop oder Feindesland? Aufklärer und Verschwörer auf den Barrikaden. Nichts gegen Fantasie, die gute Fee fliegt ein. Samt Spannung, Spaß, Geschichten und Neuigkeiten. Nun aber, hochverehrtes Publikum, möchte ich Sie nicht länger auf die Folter spannen. Ich wünsche Ihnen einen ebenso vergnüglichen wie hochspannenden Abend mit den Wikigeeks und Hoaxilla. Ui, unfassbar. Großartig. Wir müssen das Spektakel bei unseren Intros mal wieder runterfahren. Wir sollen die Sendung jetzt beenden. Das kann nur noch schlechter werden. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, danke an Chris von der Hörsuppe mal wieder fürs Einsprechen. Er hatte in einem seiner letzten Vorcasts gesagt, er spricht uns nie wieder eines ein, aber er hat es getan und wir freuen uns sehr, dass er es getan hat. Das war mal wieder sehr großes Spektakel. Da weiß man auch, warum er die Instanz in der deutschen Podcasting-Szene ist. Ja, also da merkt man es wieder. Ah, herrlich. Qualität. Ja, vielen Dank. Mehr kann man dazu eigentlich fast gar nicht sagen. Ich muss mich wieder sammeln. Was hat er dir alles für Attribute gegeben? Ich kenne ja meine Frau gar nicht wieder. So, kannst du mal sehen, ne? Ja, kannst du mal sehen. Okay, warum sitzen wir jetzt eigentlich hier mitten in diesen geheiligten oder gerade nicht geheiligten, sondern der Aufklärung verbundenen Hallen? So. Der Gedanke war halt, dass wir mal versuchen, zwischen zwei Podcasts so eine richtige Crossover-Folge zu machen. Das heißt, Claudia, ich und Flo von den Wikigeeks und die Hoax-Mistress und der Hoax-Master von dem Hoaxilla-Podcast, dem kritischen Podcast aus nunmehr Hamburg. Und was es damit genau auf sich hat, können wir gleich nochmal ein bisschen versuchen auseinander zu ziselieren. Meine Startthese wäre allerdings, dass nicht komplett alle unsere Hörer den jeweils anderen Podcast schon kennen. Und von daher war der Gedanke, ob wir vielleicht in einer sehr kurzen, kompakten Form uns gegenseitig nochmal vorstellen. Und da natürlich Eigenlob und Selbstvorstellung immer stinkt, war der Gedanke, dass wir das auch schon Crossover machen. Das heißt also einer von uns jeweils den anderen Podcast. Kurz und konzise. Claudia, du wolltest was sagen. Nee, wollte ich nicht, aber ich habe es zugehört. Aber es muss ja sein. Ich bin immer sehr schlecht im so den Superlativen. Wir sitzen hier heute dankenswerterweise eben in Hamburg und zwar mit dem skeptischen Podcast Hoaxilla, der eigentlich aus Münster kommt, aber mittlerweile seit 2012 eben eine neue Heimat in Hamburg gefunden hat. Die Hoaxillas, das sind Hoaxmistress Alexa, die Bezaubernde, und eben der Hoaxmaster Alexander, zu dem ich jetzt kein Attribut mehr gebe. Und in mittlerweile 106 Folgen. Ich bin auch bezaubernd bei der Gelegenheit. Dann von mir aus auch der bezaubernde Alexander. Mindestens. Und in mittlerweile 106 Folgen, eure letzte war der Exorzismus, zeigt auch schon etwas die Richtung vor, in die es geht. Zerlegt ihr eigentlich hochwirksam eurem Namen gerecht Hoaxes, Urban Legends und sonstige Gerüchte, die da draußen die Welt beherrschen und die so nicht weiter bestehen sollten? Wer euch hört, bekommt einen eigentlich sehr kurzer, geballter Form mindestens jeden Sonntag oder zum zeitsouveränen Nachhören einen Exkurs in skeptischem Denken und in wunderbaren wissenschaftlichen Ansätzen zu all dem Unfug, der da draußen so rumgeistert. Ja. Das wäre mein kurzer Elevator-Pitch für euch. Sehr, sehr schön. Und Hoaxilla.de, muss man dazu mal sagen. Genau. Ja. Ganz wichtig, das Zentrum des skeptischen Denkens. Warum ich skeptisches Denken übrigens und Skeptizismus gar nicht so schön finde, können wir nachher nochmal erörtern. Ja, sehr gerne. Da haben wir sind wir heute weiter als wir damals, aber wir können wir haben schon die Stadt geändert, wir können den Namen nicht auch noch ändern. die Wikigeeks, was gibt's denn zu den Wikigeeks zu sagen? Die kartografieren das Internet und wagen sich dabei in unbekannte Territorien vor. Genau, bestehen aus einem Team von insgesamt 4 Leuten, die nicht immer alle zeitgleich miteinander senden, aber es gibt durchaus Sendungen mit 4 Wikigeeks in abgestufter Reihenfolge, je nach Zeit sind es auch mal weniger oder mehr. Heute haben wir 3 immerhin der 4 Wikigeeks versammelt, einen virtuell dazugeschaltet, den Florian aus Göttingen. Ich sag mal meine persönliche Wahrnehmung, um euch vorzustellen. Also 38 Episoden gibt es inzwischen von euch. Die Konstellation hat sich während der Sendung oder der Sendungsverläufe verändert. Ihr seid inzwischen ein Podcast, der, wie ich finde, sehr, sehr angenehm sich mit dem Thema Internet befasst, und zwar weniger von einer Tech-Seite,
wie es so viele andere Podcasts gibt, sondern ihr betrachtet tatsächlich, und so ist ja auch euer Untertitel, gesellschaftliche Netzthemen. Ihr betrachtet das Internet vor dem ja soziokulturellen, gesellschaftlichen Kontext, und das finde ich ganz angenehm. Ich würde euch als sehr fähige Net-Citizens bezeichnen. Ihr seid sehr, sehr viel im Internet unterwegs, bei der Gelegenheit offensichtlich auch viel mehr, als was Alexa und ich sind, oder viel breiter zumindest, als Alexa und ich unterwegs sind. Und ihr schafft es sehr schön in euren Sendungen, eure Reisen durch dieses Internet mit den Hörern zu teilen. Und ich nehme immer ganz viel mit. Wobei ich sagen muss, ihr habt, anders als wir, eine etwas epischere Sendungslänge. Ihr seid also durchaus 3 Stunden werden bei euch gerne gerissen. Mir fehlt immer die Zeit so ein bisschen, weil ich ja selber ganz viel mit Recherchen beschäftigt bin. Ich hänge dann immer so 4-5 Folgen hinterher. Aber die Themen sind bei euch so brandaktuell, dass man die auch noch 3 oder 4 Wochen später noch hören kann. Und, zeitlos. Ja, das ist zeitlos, das möchte ich, ob wir uns in 10 Jahren noch über Flatter oder solche Dinge unterhalten. Die Hälfte der Jeans ist dann schon mal tot, wenn du sie hörst. Ja, das nicht, aber. Ja, ich glaube, so kann man durch die Wiki-Gesetzung. Und was halt sehr schön ist, halt auch im Podcast mit einer sehr aktiven weiblichen Person im Podcast. Das finde ich sehr angenehm, auch fürs Ohr und für die Lebhaftigkeit. So einer und Sendung. Unter anderem natürlich ein Podcast-Paar. Genau, wie ihr ja, auch. Wie, genau, der Ralf und die, glaube ich, sind ja ein Paar auch im echten Leben bei der Gelegenheit mal. Welche Rolle der Florian da spielt, da bin ich mir noch nicht sicher. Das wüsstest du gern. Das werden wir noch im Rahmen der Sendung nochmal aufklären. Das wird in der Tat alles noch Thema sein. Später dazu. Okay. Jetzt haben wir schon mal einen, glaube ich, ganz guten Eindruck bekommen, was unsere beiden Podcasts eigentlich im Kern so auszeichnet. Und es gibt auch durchaus halt Unterschiede. Und der Gedanke, der uns ein bisschen umgetrieben hat bei dieser Crossover-Idee, war in der Tat, dass nicht nur der eine Podcast bei dem anderen zu Gast ist und man dann irgendwie ein bisschen Metakommunikation macht oder ähnliches, sondern der Grundgedanke war vielmehr, dass wir wirklich mal versuchen, unsere Podcast-DNA zu mischen. Das heißt also, beide Podcasts haben eine Struktur und haben eine gewisse Logik und haben ein gewisses Themenfeld. Und wir haben uns gedacht, okay, wir nehmen quasi unsere Strukturelemente und schütteln die mal quer durcheinander und schauen mal, ob dabei quasi etwas Neues, einigermaßen Spannendes als Podcast-Format bei rauskommt. Und das Themenfeld zu finden war da nicht so ganz rasend schwierig, weil ihr beschäftigt euch halt mit Hoaxes und modernen Mythen und modernen Sagen. Wir beschäftigen uns hauptsächlich eben mit Internetthemen. Da liegt es natürlich auf der Hand, dass man als Schnittmenge genau nimmt. Man nimmt quasi das ganze Thema Esoterik, Hoaxes, moderne Themen und Internet. Und schon wird heißer Kaffee. Oh Gott, unfassbare Szenen spielen sich ab. Da wird die Schnittmarke gesetzt, das habe ich genau gesehen. Ich dachte ja, der Tee levitiert jetzt hier über dem Tisch, aber ich bin die Gesetze der grundlegenden Physik scheinen doch auch hier vor Ort zu wirken. Das kommt vom Nicht-Alkohol-Konsumieren. Diese Kanne ist ein bisschen wild. Vielleicht aber mal eine erste Metafrage in dem Kontext bei euch. Ich habe in der Tat den Eindruck, wir hatten ja eben schon gehört, ich glaube 104 Folgen oder sowas habt ihr mittlerweile. Also auf jeden Fall also klar über 100. 106, genau. Wunderbar. Da sind relativ wenige dezidierte Internetthemen eigentlich bei. Ist das irgendwie aus Absicht oder habt ihr da keinen Bock drauf oder gibt es da so wenig oder? Muss man eigentlich mehr zu den Ursprüngen von Hoaxilla zurückgehen. Also wir nutzen natürlich das Internet als Quelle, als Medium. Es treibt uns um, wir bewegen uns darin. Aber der ursprüngliche Gedanke war eigentlich ein etwas altmodischerer, um es mal so zu formulieren. Wenn man sich mit modernen Sagen beschäftigt, und das war der Grund, warum wir damit angefangen haben, dann ist man nicht primär und zuerst im Internet unterwegs, sondern das Ganze bewegt sich auf einer eher direkteren, zwischenmenschlicheren Ebene, und zwar über das direkte Kommunizieren und Erzählen. Und natürlich verändern sich Urban Legends und moderne Sagen über die Zeit, also sie nutzen verschiedene Medien und bewegen sich inzwischen auch im Internet, und so tun wir das eben auch. Aber du bist halt nicht primär irgendwie dem Internet verhaftet, wenn du dich damit beschäftigst. Und moderne Sagen, die wirklich über das Internet kursieren, ist das Medium einfach noch zu jung, als dass das selber quasi irgendwie in den Volksmund oder in das kollektive Weltbewusstsein übergreift? Oder? Inzwischen nicht mehr. Also wie gesagt, diese kleinen Erzählschnipsel und diese Hoaxes und so, die haben die wunderbare Eigenschaft, sich über die Zeit modernisieren und anpassen zu können. Das heißt, das, was früher eben wirklich primär erzählt worden ist,
Das findest du wirklich jetzt auch viel im Internet. Das verbreitet sich natürlich noch wesentlich schneller über das Internet. Und insofern ist natürlich das Internet auch ein Biotop dafür. Ja, meine Frage war eigentlich etwas anders gestaffelt. Also sagen wir mal so, klassische Figur, wir müssen einfach jetzt weiterreden, während um uns herum Panik ausbricht und Stromleitungen gelegt werden. Also auch mit der mit dem Strom durch den Äther, das klappt noch nicht so ganz hier vor Ort. Wir reden auch trotzdem Energie können wir auch noch nicht so richtig mal weiter. Also jetzt mal ein Beispiel. So klassisches Gegenstand eines historischen Hoaxes sind ja, was weiß ich, irgendwie Spinne in der Yucca-Palme oder der Axtmörder oder auf dem Rücksitz. Verschwundene Anhalter. Oder genau, verschwundene Anhalter, wie auch immer. Was mich wundert, ist, dass es doch so relativ wenig Hoaxes geht, wo es irgendwie um den toten Hacker geht, der vor seinem Computer verhungert ist. Gibt's. Ah, okay. Klar, also klar. Quasi, ich meinte jetzt gerade eben Hoaxes, die dezidiert, also dezidiert das Internet als solches Thema als Thema haben. Genau. Okay, nee, die gibt es natürlich auch. Also da, wo kommuniziert wird, da blühen natürlich auch diese kleinen Falschmeldungen und Hoaxes und eben das, was man hinterher als moderne Sage bezeichnen würde. Das blüht inzwischen natürlich immer mehr, klar. Ah, okay. Weil das wissen die wenigsten. Ich selber bin auch Teil eines Hoaxes. Nämlich man sagt mir nach, ich hätte magische Hände, was Computer angeht. Das heißt also, ich muss quasi nur meine Hände über beliebige Computerkonfigurationen halten. Und schon werden also kaputte Computer wieder startfähig. Und das hat einen Hintergrund. Ich habe mal in der Tat in einem Computerladen gearbeitet bei Comtech. Die Älteren unter uns werden sich entsinnen. Da habe ich als Studi irgendwie so 93, 94 rum. Bei so einem Computerbastler halt geschraubt und war dann da auch halt in der Reparaturabteilung. Und mir wurde also nachgesagt, dass ich in der Tat immer Computer wieder lauffähig bekomme, die niemand anders in der Werkstatt zum Laufen bekam. Die heilenden Hände. Das heißt also, es war empirisch wirklich nachweisbar, dass also signifikant ich mehr Rechner irgendwie repariert habe als andere. Das hing dann aber mitnichten jetzt an irgendwelchen magischen Händen und Aura zusammen, sondern damit, dass ich traditionell total respektlos gegenüber Technologie bin. Das heißt also, wenn da irgendwo ein Computer steht und da sind Platinen drin, dann greife ich da dran und rüttel erstmal kräftig rum. Ja, und so die klassischen Fehlerbilder von kaputten Computern sind eben Haarrisse und sind Kontaktschwierigkeiten und ähnliches. Und das kriegst du damit dann, also zumindest irgendwie Kontaktprobleme und Wackelkontakte und ähnliches, kriegst du damit einfach in den Griff. Aber das habt ihr dann auch wirklich zahlenmäßig nachgeprüft? Also, weil es ist ja immer auch so eine Frage der Wahrnehmung. Ne? Also man erinnert sich ja dann auch immer ganz gerne, das ist ja auch so ein Punkt, wo die Esoterik und Verschwörungstheorien und Spuk und magisches Denken und so weiter, wo sowas greift. Ne? Also wenn du dann mal einen Treffer landest, dann erinnerst du dich natürlich viel eher an diesen Treffer als an die 10 Mal, die du vorher falsch gelegen hast. Und wie in der Supermarktkasse, wo man sich immer gefühlt an der Kasse angestellt hat, wo es am langsamsten geht. Gibt es da nicht auch diese sehr schöne buchweiße Handschuhe von... Wie man auch selber die Erinnerung verschiebt, ganz genau. Ja. Was du ein bisschen verkennst dabei mit deiner Frage, ist die Tatsache, dass wir uns natürlich implizit schon auch mit Hoaxes im Internet beschäftigen. Denn viele der Geschichte, die wir behandeln, natürlich auch im Internet genauso leben wie in der Gesellschaft leben. Mhm. Also da ist das Internet tatsächlich eher so eine Abbildung unserer Gesellschaft. Also die Geschichten, die sich Leute auf der Straße erzählen, erzählen die sich halt auch in Internetforen. Als wahre Geschichten. Es gibt aber zum Beispiel, das ist vielleicht ganz spannend, also diese Geschichte mit dem Süßstoff, ja, dass also Süßstoff krebserregend ist, schädlich ist und eigentlich verboten gehört und durch einen Kunstgriff, weil der damalige Präsident Interesse hatte, das durchzudringen, weil er Aktien in der Firma hatte, die das entwickelt haben. Das ist tatsächlich ein Hoax, der sich ja sehr verbreitet hat. Also es gibt ja ganz viele Leute, die Aspartam gegenüber, das ist der Süßstoff, um den es geht, große Vorbehalte haben. Unter anderem, weil es als Schweinemaststoff ja auch verschrien ist. Wird ja auch eingesetzt, das ist ja genau der Punkt. Also das Besondere bei diesen Hoaxes oder Urban Legends ist ja immer die Tatsache, dass da auch ganz viel Wahrheit drin steckt, aber die verdreht wird. Aber die Geschichte ist durch eine E-Mail tatsächlich entstanden. Da hat jemand eine E-Mail aufgesetzt und hat geschrieben, das ist so. Und diese E-Mail hat sich dann wie ein Lauffeuer verbreitet und daraus ist eben diese Wahrnehmung entstanden. Aber es ist halt der Punkt, ne? Also es ist dann halt ein anderes Medium. Das, was früher sich dann irgendwie per Flugblatt oder so verbreitet hätte, das ist heute im Internet unterwegs. Das Trägermedium ein anderes. Ja, wir werden da gleich noch näher drauf eingehen, haben aber jetzt als nächsten Programmpunkt in der Tat eine Zumutung mit euch vor. Lass uns doch mal an dieser Stelle erstmal gerade einmal überlegen. Ja, ihr merkt schon, ich verstrengen. Vermeidungsfall. Wie wir das Ganze hier nennen wollen, weil das ist auch nochmal ein Vorschlag an Chat und an alle Beteiligten, die jetzt irgendwie hören. Sind es denn die Hoax-Geeks, die Wikizillas? Da gibt es ja verschiedene Vorschläge.
Also ich weiß gar nicht, wie ich es nennen wollen würde. Ich weiß nicht, ob du schon eine Idee hast, Ralf, wie man das Ganze nennen könnte. Also ich fand bisher ja am schönsten, das ist allerdings euch gegenüber etwas despektierlich, in der Tat die Hoaxy-Geeks. Die Hoaxy-Geeks. Wenn wir das I noch weglassen können, ist gekauft. Ja, dann kann man es auch nicht aussprechen. Ja. Die Hamzilla-Geeks, weil wir in Hamburg sind, lese ich hier. Auch lustig, ne? Stimmt. Ja, so hat sich sogar jemand genannt hier. Ja, ne? Stimmt, hat einer als Nick. Mhm. Wiki-Hoaxilla-Geeks. Ach du lieber Himmel. Cool. Ja, Wikizilla ist eigentlich auch nicht so schlecht, ne? Irgendein mathematisch begabter Mensch kann jetzt auch mal ausrechnen, aus wie vielen Teilblöcken man jetzt diesen Namen zusammensetzen könnte. Wir können einfach ich lese nur sagen, hier gerade Masterzilla-Hoax-Geeks. Wir können das sonst auch nennen. Alexanders neuer toller Podcast. Das ist dann. Das ist dann schon mit dir los, Master Show. Genau, Alexa und ich gehen dann nachher mal auf St. Pauli. Ja, und, super, genau. Und ihr beide macht hier weiter. Das passt dann schon ganz gut. Wir knacken dann die 9 Stunden der Vogon. Hier gibt es ja so viel schöne Technik, an der ich rumspielen kann. Herrlich. So. Ja, wir haben ein bisschen zugebaut hier, also zwischen den ganzen Bücherbergen, türmen und sich jetzt auch. Mit den Manuskripten, ja, also unserer Alchemisten-Ausrüstung. Und in dieser unfassbaren, ungefähr 4 Quadratmeter großen Flowchart, die mir der Ralf ja ausgedruckt hat, gibt es jetzt also den Punkt, ich will dich ja nicht länger quälen, du sollst es ja machen, der da mit geheim bezeichnet ist. Auf den wolltest du, glaube ich, gerade überleiten. Genau, auf den wollte ich eigentlich überleiten. Wie gesagt, es wird eine Zumutung sein für euch. Müssen wir singen? Ich mache fast alles. Ich muss singen. Okay. Es wird sehr ätherisch. Da so viel sei verraten. Also ist schon mal der Hinweis für Geheim 2, ich werde nicht singen. Wir können ja eine Seance machen. Wir hätten jetzt echt mal irgendwie hier live. Ihr könnt jetzt mal aus der Rolle ausbrechen. Okay. Ja, jetzt die Gelegenheit habt ihr in der Tat. Nein, die Zumutung, um die es jetzt gehen soll, ist folgendes. Wir versetzen uns jetzt mal alle in eine Welt, in der das Wünschen noch hilft. Das heißt also, eine Welt, in der nicht nur das Rationale dominiert, sondern wo es noch gute Feen gibt und wo man noch wünschen kann. Oh, schön. Und was denn? Mach nur weiter. Ach so. Man kann das Bett nicht beruhigen lassen. War das jetzt die Übung mit dem Zauberstab irgendwie so? Genau, das war schon mal. Ich hole schon mal meinen Zauber. Alohomora oder so. Ich gehe schon mal Zauberstab raus. Weil wir müssen nämlich jetzt die Claudia müssen wir nämlich jetzt in eine gute Fee umbauen. Ja. So, also jetzt nehmen wir hier erstmal den Aluhut ab. So, Moment. Okay. Und jetzt die Engelsflügel kriegt sie jetzt dran gepappt. So, jetzt haben wir. Wir ist noch den Zynismus ausgetrieben. Ey, wir machen keine Exorzismen hier. Was willst du mir gerade sagen? Jetzt haben wir Claudia in eine gute Fee verwandelt. Und jetzt wollen wir mal schauen, was die euch beiden anzubieten hat. Lieber Hoaxmaster, liebe Hoaxmistress, als Dank für eure unermüdliche Arbeit gewähre ich heute jeweils einen Wunsch. Jeder von euch beiden kann hier und jetzt für immer und ewig einen Hoax bannen. Alle Menschen werden sogleich erkennen, ja, das ist Unfug. Welch Irrglauben sind wir aufgesessen und sie werden sich wieder wichtigeren Dingen zuwenden. Nun saget mir also, welche beiden Hoaxes werdet ihr auf immer vergessen machen? Okay. Also das Prinzip ist klar. Mhm. Ihr könnt also aus eurem ganzen großen Fundus auswählen. Mit großer Macht kommt große Verantwortung, ja, mein Lieber. Ganz genau. Mit großer Macht kommt große Verantwortung. Jetzt müssen wir eigentlich so den Universal-Hoax haben, der sie alle zusammenfasst irgendwie. Ja. Also genau. Ich weiß, was ich mir wünschen würde. Okay, aber mach du erstmal. Es ist kein Hoax, aber ich würde mir was wünschen. Also es ist ganz schwer, das irgendwie, vor allen Dingen, wenn ich jetzt sage, was ich mir wünschen würde, dann würden erstmal alle aufschreien und sagen irgendwie, das ist doch überhaupt kein Hoax, das ist was anderes, was Verwerfliches, aber ein Hoax ist es nicht unbedingt. Ich sage es aber trotzdem, ja, um komm, einfach mal es damit aufzuräumen, irgendwie ein für alle Mal, und ich bin jetzt ganz spontan und sage einfach Homöopathie. So, jetzt ist raus. Okay. Ich würde mir tatsächlich wünschen von einer Fee, dass alle Menschen auf der Welt den Sinn und den Wert und die Richtigkeit der wissenschaftlich-kritischen Art und Weise des Erkenntnisgewinns annehmen würden. Und damit hätte ich alle Hoaxes, die auf der Welt existieren, aus dem Weg geräumt. Das hast du schön gesagt, aber das ist ja gemogelt. Naja, ist ja egal. Ich kriege ihn ja auch nicht erfüllt. Der Hoaxmaster hält sich nicht an die Regeln. Natürlich nicht, das habe ich noch nie.
Das war jetzt quasi also der rationale Meta-Hoax, ja, den du jetzt angebracht hast. Genau, der Universal-Hoax. Aber jetzt hätten wir auch gerne einen persönlichen noch so hinterher. Also etwas, wo das muss ja jetzt auch gar nicht weltbewegend und staatstragend sein, wo du einfach nur denkst, das ist entweder so persönlich ärgerlich. Oder, also Alex hat ja eher so was auf gesamtgesellschaftlich relevant. Ja, ich würde da auch auf sein. Dann würde ich mir den gesamten Hoax der Paramedizin wegwünschen. Also nicht nur Homöopathie. Aber er kommt nicht von der Metaebene runter. Nein, das ist ein großer Mann. Da kann man sich ja prima drauf zurückziehen. Los. Ja. Also der Chat sagt, zu dir, Alex, vor allen Dingen, wäre das nicht das Ende von Fantasie und Träumerei? Nö, oder können wir nachher nochmal was dazu sagen? Nö, oder natürlich nicht. Durch Fantasie und Träumerei vernehme mir durch das wissenschaftlich-kritische Denken ja nicht die Fantasie. Und wenn ich in der Fantasie eine neue Idee habe, kann ich die ja mit der wissenschaftlich-kritischen Methode vielleicht auch in die Realität überführen. Ja, vor allen Dingen kannst du dann unterscheiden, was Fantasie und Fiktion und was Realität und Rationalismus ist. Was mich persönlich tatsächlich, das mag jetzt aber auch daran liegen, dass die letzte Folge, du hast es ja gesagt, Claudia, der Exorzismus war, der hat mich zutiefst insofern bewegt, als dass ich da als kleiner Fachmann, ich habe ja keine Therapieausbildung, aber als kleiner Fachmann gesehen habe, wie psychische Erkrankungen durch Religionsgemeinschaften, und dabei meine ich übrigens, dafür sind wir auch sehr kritisiert worden, nicht nur die römisch-katholische Kirche, sondern es gibt ja auch andere Glaubensrichtungen, wo es Exorzismus gibt, wie sowas pervertiert wird und den Menschen, die psychische Erkrankungen haben, etwas anderes angedichtet wird und ihnen da Leid zuteil wird. Das hat mich ganz persönlich sehr getroffen, weil ich mich mehr noch als das in der Sendung vorkam mit dem Thema befasst habe. Das hätte auch die Sendung gesprengt und wäre zu speziell gewesen. Aber das war eine Sache, die mich sehr, sehr getroffen hat. Und dass immer noch weltweit Menschen sterben bei Exorzismen und zumindest nicht in Einrichtungen sind, wo man vielleicht die Chance hätte, ihnen zu helfen. Das hat mich sehr, sehr mitgenommen. Das wäre vielleicht eine Sache auf einer ganz persönlichen Ebene, wo ich sagen würde, diesen Schwachsinn von Dämonenglauben, das finde ich schon super, Dämonenglaube, wenn Menschen psychopathologische Erkrankungen haben. Um mich jetzt mal kurz als Anwalt der Hörer zu generieren, weil die Folge fand ich in der Tat auch aus vielen Perspektiven ganz interessant. Und ich habe mich einfach gefragt, weil ihr selber stellt die Frage nicht und darum stelle ich sie jetzt hier einfach mal. Gibt es denn eigentlich auch in der quasi Geschichte der Exorzitien Beweise, wo es quasi dann mal zu einer Besserung und einer Linderung gekommen ist, wo also quasi durch Autosuggestion, Placebo-Effekt, also ich habe das ja auch in der Sendung selber quasi so psychologischer Placebo-Effekt genannt, wo das auch wirklich mal funktioniert hat, ja. Wo man also quasi dann irgendwo auch mal eine ethische Abwägung herstellen muss. Ich bin der Meinung, die gibt es. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, da fällt mir jetzt spontan kein Beispiel ein, aber es gibt tatsächlich irgendwie zumindest eine kurzfristige Besserung der Symptomatik. Doch zum Beispiel klang das an bei diesem Beispiel aus Italien, was ich auch in der Sendung zitiert hatte. Das ist, muss irgendwie ein paar Jahre her sein oder so. Also es muss relativ frisch sein, wo der Ehemann eben zum Exorzisten gegangen ist mit seiner ganzen Familie und hat sich dann eben behandeln lassen. Eindeutig depressive Symptomatik und hat dann zumindest für einige Zeit hinterher wohl eine Linderung verspürt, dass das Ganze dann natürlich wiederkommt irgendwie. Steht auf dem anderen Blatt, aber zumindest eine kurzfristige Besserung ist wohl eingetreten. Nur es macht halt keinen Sinn, irgendwie, wenn du alle 4 Wochen zum Exorzisten rennen musst, anstatt dass du deine Depressionen mal wirklich behandeln lässt. Ne? Es gibt tatsächlich auch einen Fall von einer jungen Italienerin, die auch von sich selber berichtet, dass sie besessen gewesen sei, das auch immer noch ist. Da haben die Eltern auch einen Exorzisten in der Jugend bestellt, eine ähnliche Geschichte wie von Annelies Michel. Es ist allerdings so, dass Katze vom Tisch raus, sondern Skeptikat nicht auf das auch. Das ist ja auch alles voller Tiere ja, drin. Ne? Ja. Unfassbar. Die Fledermäuse hängen von der Decke. Ich finde diese Skeptikat übrigens total super. Das ist wie das Respektloseste, was bei mir ein Lebewesen neben meiner Freundin untergekommen ist. Der Skeptikater, ja. Dabei ist er sonst schüchtern eigentlich. Ralf, ich möchte da nicht, aber wir haben das Thema Paare am Ende. Das kommt nicht, genau. Dass du dir da selber vorgreifst. Also sie berichtet auf alle Fälle, dass sie jetzt einen Exorzisten hat, der sie in Teilen auch telefonisch behandelt. Sie muss nicht mehr zum Vatikan immer hinfahren.
Und sie berichtet da auch von der Linderung, wobei... Telefonischer Exorzismus, das ist ja nochmal irgendwie... Ja, also da... Man wartet eigentlich auf so eine DVD, oder? So ja. Der Exorzismus ja, zum selber zu machen, legt man ja. Dann rein, so ja. Amerikanischer Fernsehprediger. Und das ist halt sehr, sehr gefährlich, weil die Menschen tatsächlich da schwerwiegende psychische Erkrankungen haben und ihnen zwar auf der Placebo-Ebene geholfen wird, aber ich... postuliere mal, dass es durchaus andere Mittel und Wege gäbe, um ihnen ja. Deutlich besser zu helfen. Das ist dann auch wieder so eine Inhaltsebene, wobei mir dann der Verstand auch schon wieder austickt. Ne? Also war mir in der Tat komplett neu, dafür also vielen Dank für die Folge. Ihr schildert ja diesen dann doch extrem tragischen Fall von der, wie hieß die? Anneliese Michel. Genau, ja. Die also irgendwie 60 plus irgendwie Sitzungen hinter sich irgendwie bringen musste, bis es dann hinterher am Ende dann ja auch tödlich geendet ist. Was dann nicht an den direkten Exorzismus, sondern an diversen anderen Begleitungen sprechen. Ja. Also die haben ja da keinen durch Heilwasser... Nein, die haben sich nicht mit dem Kreuz erstochen. Genau, oder so. Genau. Also das ist vielleicht auch nochmal einfach nur wichtig für den Kontext, die Folge noch nicht gehört haben. Aber meine naive Auffassung von Exorzismus war bis dahin so einmal und dann ist aber auch gut, ne? Weil dann müssen die Dämonen... Soll ich mal ehrlich sein? Meine auch. Dann müssen die Dämonen ja weg sein. Ja, ja, weil genau. Das ist ja so ein bisschen, also finde ich, bitonal. Ja. Also 0 oder 1. Was ja, auch eigentlich der Sinn der Sache ist, ne? Ja. Also, und also spätestens, wenn das dann macht, nach 2-3 Mal immer noch nicht klappt, würde ich sagen, okay, das ist irgendwie dann so broken by design, dass der Herr Gang, ne? Ja, und da ist man natürlich dann auch schnell dabei, sich rauszureden, dann waren die Dämonen halt so stark, dass sie den Exorzisten nur getäuscht haben, entweder getäuscht haben, dass sie gar nicht wirklich weg waren, obwohl sie gesagt haben, dass sie weg sind, oder sind dann halt einfach wiedergekommen. Ne? Da kann man sich natürlich dann immer wunderbar irgendwie Begründungen einfallen baut lassen. Es sich dann immer wieder dann zusammen. Ja, aber ja. Das ist, dass dann da die Umwelt irgendwie nicht aufschreit. Ne? Wobei, um jetzt, Alexa, zu deinem Beispiel, Homöopathie zurückzukommen, habe ich gerade heute im Zug wieder gelesen, man vergisst immer wieder so viel von diesem Schwachsinn. Ne? Weil das Grundprinzip von Homöopathie ist ja die Verdünnung. Claudia, dein Auftritt? Das ist nicht die Verdünnung, sondern die Potenzierung. Genau. Weil das ist ja gerade das Gute. Wie sie recht hat, hat sie recht. Aber ja, also das ist ja aber nichts Neues. So sagt man ja. Also, vielleicht hat das ja jemand gesehen, durchaus den Stern-TV-Beitrag, der in den letzten Tagen, ich weiß gar nicht, Stern-TV läuft, glaube ich, irgendwie mittwochs oder so auf RTL. Ja. Dafür hatte ich tatsächlich extra eingeschaltet, über Homöopathie läuft. Und da hat dann wirklich ein Doktor der Chemie, der in einem der größten Homöopathie-Herstellerunternehmen irgendwo im Süden arbeitet, gesagt. Deren Namen wir besser nicht nennen, weil die sehr schnell mit Abmahnungen dabei sind. Ja, verstehe. Mhm. Das ist übrigens auch noch was uns nachher mal interessiert. Noch mal drüber. Und der sagte eben, ja, im chemischen Sinne müsste man ja schon von Verdünnung sprechen, aber im homöopathischen ist es eben eine Potenzierung. Wie auch immer, der Clou ist ja, dass ja nach der Lehre das Ganze ja umso mächtiger und wirkungsmächtiger wird, je weniger von dem ursprünglichen Wirkstoff, bis eigentlich einem ja sowieso gar nichts mehr da ist, aber dann potenziert man ja immer noch weiter und verdünnt immer noch weiter. Das heißt also, je härter ja die Krankheit ist, desto höher potenzierte, also sprich verdünnte und mit wenig Wirkstoff aus angereicherte Globuli, Zuckerklümpchen soll man dann ja essen. Gleichzeitig heißt es aber, du musst dann auch mehr von den Kügelchen nehmen. Ja, das heißt also, da gilt dann plötzlich wieder andersrum in der Denke, viel hilft viel. Also erstmal isst man die ja nicht, die lässt man ja im Mund in der Regel unter der Zunge zergehen. Ne? Ja, also wir müssen da schon. Ja, aber whatever. Also auf der einen Seite heißt es also, du hast ganz schlimme Kopfschmerzen, dann musst du also die hochpotenzierten nehmen und von denen dann aber nicht eine oder zwei, wie bei schwachen Kopfschmerzen, sondern dann gleich 10. Ja, das heißt, es wird dann also innerhalb derselben Bezugslogik wieder auf den Kopf gedreht. Und da frage ich mich dann, dass den Leuten da nicht das Hirn explodiert. Ja, das denke ich schon, da kriegst du dazu. Zumindest also, in den Knoten rein, ja. Was da ja dahinter steckt, also eigentlich bin ich ja so müde, über Homöopathie zu reden. Ja. Das ist, entschuldige bitte. Ja, also ich finde ja auch Homöopathie. Wir können auch über MMS reden, weil einer hat hier nämlich irgendwie im Chat geschrieben, dass MMS, also diese Magical Miracle Solution, ja viel schlimmer ist als Homöopathie, womit er auch primär nicht Unrecht hat, aber Homöopathie bringt die Leute unter Umständen halt auf Raten um. Ne? Ja, aber das ist ja aber weil auch, das sind auch die Extremfälle. Also Homöopathie, also ich finde Homöopathie ist halt einfach, was daran so blöd ist. Ist halt, Homöopathie ist der perfekte Weg, Menschen, die gelernt haben, wenn es mir schlecht geht, nehme ich irgendwas, was aus der Apotheke ist und dann geht es mir besser. So. Und da kommst du genau in diese Dosierungsblödsinn halt rein. Du hast halt gelernt, wenn ich starke Kopfschmerzen habe, dann nehme ich nicht ein Aspirin, dann nehme ich gleich 2 Aspirin. Und das wird halt 1:1 übersetzt. Und es gibt auch Apotheker, die dir wahrscheinlich sagen, nee, nehmen Sie eine halbe Globuli. Ja? Also das Tolle ist, die haben ja in den Apotheken zum Teil selber gar keine Ahnung davon, von dem, was sie da verkaufen. Insofern ist das halt totaler Quatsch, totaler Blödsinn, aber
Ich bin da halt relativ müde. Homöopathie ist so ein Ding, worüber Skeptiker sich gerne echauffieren, weil das so einfach ist zu widerlegen, weil es eben genügend medizinische Studien gibt und aber ich. Ja, Moment, aber da kommen wir nachher vielleicht auch nochmal drauf, die haben eine unfassbar starke Lobby. Mhm. Ja, da kommen wir gleich direkt hin, quasi jetzt. Weil wir wollen ja in der Tat jetzt nicht die ganze Folge über. Also ich würde mir aber wünschen, dass alle Menschen, um das nochmal ganz klar zu sagen, dem wissenschaftlich kritischen Denken deutlich mehr zugetan sind. Ich möchte an der Stelle nochmal ganz kurz auf den Chat eingehen, die sich hier nämlich munter weiter streiten darüber. Flauscht euch mal da. Ob was jetzt nun das Schlimmste ist und wie das nun mit Homöopathie ist. Und steh doch selber auf und hol dir ein Bier. Moment. Ich das weiß ist nicht, wo hier der Kühlschrank steht. Das steht da. Alles vor. Ja, man sieht ihn ja kaum hinter den ganzen. Er ist abgeschirmt. Hinter dem ganzen Bier. Da bin ich ein bisschen. Ist egal. Bitburger Werbung. Was ihr hier gerade überlegt, ist eine Paardynamik, da könnt ihr das auch mit dem Chat finde ich jetzt aber ganz interessant, weil jemand sagte hier, die Stern-TV-Sendung wäre uninteressant und unspannend gewesen. Ja, wenn man das alles schon kannte, war sie das. In der Sache, und damit kommen wir auch gleich zu dem Thema, was wir haben, ist sie aber interessant gewesen, weil das wieder quasi ein Forum für Homöopathie war, was da gegeben wurde. Auch wenn das unter dem Deckmantel war, man hat auch Gegner sozusagen eingeladen, aber der Moderator hatte schon, fand ich, einen ziemlichen Bias. Und was daran eben auch interessant war, weil das hier noch irgendwo stand, war, dass dort wieder auch laut propagiert wurde, dass es eben schon sehr viele Studien gibt, die Wirksamkeit von Homöopathie belegen. Und das ist halt auch wieder was da sehr prominent vertreten wurde und weiterverbreitet wurde. Unter so einem Gesichtspunkt. Die gibt es halt nicht. Nein. Also um das auch nochmal ganz klar. Es gibt Studien zum Thema Homöopathie, aber die gibt es halt nicht. Die am sind Ende halt des nächsten Themenblocks aufgreifen. Ja, ich möchte das an dieser Stelle aber schon mal für alle Leute, die jetzt schon gelangweilt sind, dass sie zumindest die Message noch mitkriegen. Okay. Die nicht bis zum Ende zuhören. Die gibt es halt nicht. Die sind fehlerhaft und nicht vernünftig durchgeführt. Aber genau deswegen sind auch halt solche Sendungen, die vordergründig langweilig erscheinen, immer wieder interessant unter dem Blickwinkel, dass das wieder ein Forum ist, in dem genau sowas propagiert wird. Und Stern TV mag Zuschauerverluste in den letzten Jahren hingenommen haben, ist aber immer noch sehr groß rezipiert. Ja. Und hier fragt einer tatsächlich im Chat, sehe ich hier gerade, dessen Namen ich jetzt nicht nennen will, dass ich werde ihn hinterher dafür austauschen, ob ich mir tatsächlich von einer Fee mehr skeptisches Denken freuen will. Ich kann Claudia nicht ins Gesicht sagen, bück dich Fee, Wunsch ist Wunsch. Du könntest jetzt den nächsten Jingle einspielen, Ralf. Das mache ich dann mal besser, bevor die Paardynamik hier. Darf ich nur sagen, dass ich diese ganze Fehlkonstruktion ja auch nur unter Protest hingenommen habe. Aber die Flügel stehen dir sehr gut. Also das geht schon. Du solltest dir jetzt übrigens aber hier wieder den Aluhut aufsetzen, weil... Mit dem Plümmel, genau. Ja, hier ist... Pink. Wir werden ja abgehört hier, ne? Ist euch klar. Okay, wir haben in der Tat drei Themenblöcke heute, die ein bisschen miteinander zusammenhängen. Von daher wird es vielleicht nicht so ganz einfach, die dann trennscharf zu halten, aber wir versuchen das einfach mal. Und wir haben hinterher auch noch eine Story der Woche und wir haben auch noch einen Newsblock. Also wir versuchen uns schon so ein bisschen, wie gesagt, der DNA beider Podcast anzunähern. Und der erste Punkt, das erste Thema, soll jetzt aber noch mal ein bisschen darum gehen, wie es denn jetzt eigentlich mit dem Skeptizismus und mit der ESO-Szene und mit den ganzen Hoaxes und den ganzen Weltverschwörungstheorien eigentlich im Internet steht. Mhm. Und wie sich eigentlich halt Internet und Gesellschaft zu diesem ganzen Thema verhält. Und da wäre jetzt einfach mal so meine Auftaktfrage, die natürlich bewusst naiv gestellt ist. Eigentlich ist das Internet als solches ja erstmal komplett neutral. Es ist ja erstmal nur eine Technologie, über die alles Mögliche verbreitet wird. Ja, genau wie irgendwie der Buchdruck, darüber kannst du große Lügenmärchen oder aber auch wissenschaftliche Abhandlungen publizieren. Das heißt also, die Technik selber ist neutral. Was machen jetzt eurer Wahrnehmung nach eigentlich die Menschen daraus? Ist das Internet jetzt eher ein Medium der Aufklärung, wo ich also binnen Sekunden was in Google reinhaue und die Wahrheit mir entgegenschwillt? Oder ist es eher ein Medium der Verdummung, wo also zig ESO-Seiten um die ersten 20 Google-Rankings sich prügeln und euer Podcast dann irgendwo auf Trefferseite 30 auftaucht. Ist ja nicht möglicherweise. Also um das wirklich abschließend rein statistisch sagen zu können, fehlen uns natürlich irgendwie die Daten. Grundsätzlich, du hast es ja selber schon gesagt, ist das Internet genau das, was die Menschen draus machen. Und ebenso wenig, wie man sagen kann, unsere Gesellschaft ist total verblödet, kann man halt auch sagen, unsere Gesellschaft besteht nur aus geistigen Genies, die sich der Aufklärung verpflichten. Es gibt halt beides. Das Netz ist genauso heterogen, wie unsere Gesellschaft auch heterogen ist.
Und eigentlich ist das auch, finde ich, sehr positiv. Also das Internet ist leicht zugänglich und eine Spielwiese für alle Fronten. Es schreit aber nach Verantwortung des Einzelnen. Also wir denken immer, Information ist so viel leichter zugänglich im Internet. Mhm. Gleichzeitig wird die Verantwortung aber auch größer. Du musst halt auch irgendwie lernen, mit diesen Informationsquellen umzugehen. Du brauchst wirklich Medienkompetenz, um nicht gewissen Dingen irgendwie zu naiv zu begegnen oder dich irgendwie verleiten zu lassen, einem Hoax aufzusitzen, um es mal ganz klar zu sagen. Ja, jetzt appellierst du ja quasi schon an die Medienkompetenz des Einzelnen, ja, dass der also quasi dann lernt einzuschätzen, was sind eigentlich verlässliche Quellen und was nicht. Dazu kommen wir in der Tat dann auch gleich noch. Nochmal einen Schritt zurück. Würdet ihr euch sowas wie einen skeptikerfreundlicheres Ranking von Google wünschen? Kurzer Hintergrund, es gibt ja das Google Ranking. Ja, das heißt also, wenn ich irgendeinen Suchbegriff in Google reinschmeiße, dann bekomme ich ein Ergebnisset mit jeweils immer 50.000 Treffern und entscheidend ist halt, in welcher Reihenfolge erscheinen diese Treffer eigentlich, weil also das ist mittlerweile durch zig Studien belegt, quasi nur die ersten 5 Suchtreffer eigentlich signifikant geklickt werden von den Leuten, weil das ist das, was irgendwie zählt und was irgendwie gut war und richtig ist. Und der offizielle, diese Mixtur dieses Rankings ist einigermaßen unbekannt und ist also quasi groß. Das Geheimnis von Google. Man kennt halt nur ein paar Integrenzien, womit das zusammenhängt, insbesondere wie häufig die Seiten untereinander verlinkt sind und auf die Seiten gelinkt wird. Ja, auch nicht mehr so ganz, ne? Also es wird ja auch wieder in jeder Iteration des Google-Algorithmus bestimmte Dinge verändert und genau solche Sachen sind gegen, dann ja auch... Gegen die Search-Engine-Optimizer-Szene halt, die das dann also bewusst versucht auszubeuten und dann ist das also immer so ein Hase-und-Igel-Spiel. Google ändert dann wieder den Algorithmus. Ach, die freuen sich doch dann immer. Wenn sie wieder was Neues erfinden können. Wieder was zu tun. Wir müssen auch was zu tun haben, genau. Sonst werden die alle schlagartig arbeitslos. Das heißt also in Wahrheit, also um mal gleich eine Verschwörungstheorie aufzubauen. Fördert Google quasi die SEO-Branche dadurch, dass sie ihren Suchalgorithmus immer wieder verändern? Nee, es ist ja noch viel schlimmer. Die SEOs müssen an Google regelmäßig Geld bezahlen, dass Google dann wieder die Sachen umstellt, damit die SEOs dann wieder neu anpassen müssen. So sieht es doch aus. Also die 10% des Internets, die nicht Porn sind. Also das, Internet ist for Porn. Also das Internet selber können wir jetzt erstmal in zwei große Bereiche aufteilen. Irgendwie aufs Korn, was ich gerade gesagt habe. Ich soll einen Satz zusammenfassen. Du hast ja die 10% gemeint, die nicht boring sind. Aber da sollte man schon nochmal differenzieren. Ist es wirklich so viel? Okay. Ich würde sagen, ja. Aus seinem persönlichen Surfer. Also meine wissenschaftlichen Studien zu diesem Thema haben ergeben, dass, also wenn bei Bettina Wulff schon... Können wir das eigentlich, wenn wir das in den Shownotes, taucht das dann wieder bei Google auf und dann kommen die wieder in der Hölle? Ja, siehst du, so schließt dich die Bettina Wulff Porn, das sollten wir irgendwie in den Shownotes in dieser Reihenfolge reintragen. Genau, Porn, Escort und was war es noch? Prostituierte. Ja. Genau, bitte genau. Liebe Shownotes, liebe Shownotes, die übrigens dankenswerterweise sich gerade wahrscheinlich die Finger wund tippen. Ja, herzlichen Dank. Bei der Gelegenheit, das super, dass ihr euch bereit erklärt habt. Schreibt das mal rein in die Shownotes. Wo war der Moment, wo ich vom Gleis gesprungen? Du wolltest von den Prozent reden, die nicht Porno sind. Die 10%, die nicht Porno sind, genau, im Internet. Ich weiß, was du meinst. Das wäre schön. Das Problem, was ich tatsächlich habe, ist, dass es nur in meiner Wahrnehmung sehr wenig Internetseiten gibt, die sich dezidiert mit skeptischen Denken, dass packen wir jetzt mal an die Seite, weil ich den Begriff einfach doof bin, aber die sich mit der Wissenschaft kritisch mit solchen Dingen auseinandersetzen, ja. Es gibt gar nicht so viel im Netz. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem, über das wir sicherlich nochmal an anderer Stelle hier heute in der Sendung reden können. Und das ist gar nicht so verbreitet. Also das, was wir tun, ist vielleicht jetzt bei den Hörern, die da sind, relativ präsent. Wir sind also in den Google-Rankings auch gar nicht so schlecht. Mhm. Bei einigen Themen, die da kommen, gehören wir zumindest zur ersten Seite. Wir sind nicht bei den ersten 5, aber wir gehören zur ersten Seite häufiger mal dazu. Aber gerade auch im deutschsprachigen Raum, es gibt halt, was gibt's da an Seiten? Mhm. Also nicht viel, es gibt so ein paar Blog-Aggregatoren, die sehr, sehr gut sind. Naja, Blogs, da gibt's doch schon einige. Ja, aber die tauchen in der Form aber auch nicht unbedingt auf. Also Florian Freistetter hat eine gute Durchdringung bei Google mit seinem Astrodiktikum Simplex. Aber die Anzahl an Seiten, die sich wissenschaftlich kritisch mit Themen auseinandersetzen, steht im Keimverhältnis zu Seiten, die unkritisch
sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Natürlich auch gerade, wenn wir uns im Bereich der Paramedizin bewegen, weil da natürlich wirtschaftliche Interessen auch dahinter sind. Und man kann ja durchaus auch Google Geld geben, um ein besseres Ranking zu bekommen. Das differenziert ja der normale User im Netz ja auch nicht. Ja. Könntet ihr mal so die gängigen Anlaufstationen für eigentlich jetzt kritisches oder wissenschaftliches Denken. Also was mir mal als erstes so in den Kopf kommt, ist halt ESOWatch, beziehungsweise jetzt Psi-Ram, umbenannt genau. In Psi-Ram. Mhm. Warum haben die sich eigentlich umbenannt? War das irgendwie eine richtige Kiste? Also tatsächlich bei Psi-Ram und ESOWatch können wir nur sagen, wir wissen nicht, wer das ist. Das ist also tatsächlich selbst ihr, die ihr die Bundeslade und diverse Glaskugeln. Sagen wir mal so, wir haben Teile von ESOWatch irgendwann mal kennengelernt, aber tatsächlich ist ESOWatch auch eine Zusammenkunft von Menschen, die sich auch virtuell sozusagen nur begegnen. Das heißt, also dieses ganze Syndikat ESOWatch sozusagen kennt sich auch selber gar nicht untereinander. Und die Gründe, warum... Es ist quasi das Anonymous der ESO-Szene. So ist es. Der Anti-ESO-Szene, ja. Genau, der Skeptiker-Szene. Also tatsächlich ist das so. Und ich kann tatsächlich, wir sind auch als ESOWatch down war, mehrfach gefragt worden, was ist da los? Wir wissen das selber auch nicht. Also ich vermute, dass da irgendwelche Server-Probleme aufgetreten sind, dass vielleicht der Provider diese Seite nicht mehr hosten wollte. Vielleicht gab es Klagen im Hintergrund von irgendwelchen Leuten, dass die eine Abmahnung bekommen haben. Kann ich nicht zu sagen, was dazu geführt hat, dass die vom Netz gegangen sind und mit einem anderen Namen wiedergekommen sind. Ja, jetzt muss ich doch mal hörbar meine Stirn runzeln. ist das in irgendeiner Art und Weise ein Abwehrmechanismus, dass man das so anonym und so fragmentiert irgendwie organisiert? Weil also jetzt mein erster Impuls wäre natürlich, dass nun gerade quasi die Skeptikerbewegung und die Aufklärungsbewegung und die Wissenschaft-Promote-Bewegung und die den ESOs gegen Schienbein-Tret-Bewegung gerade auf 150% Transparenz eigentlich setzen müsste. Ja, aber wie Alexander vorhin sagte, es geht da wirklich um knallharte wirtschaftliche Interessen und Psi-Ram tut das, was wir aus welchen Gründen auch immer bisher noch nicht oder kaum gemacht haben. Sie gehen Leute direkt an, direkt sehr kritisch und wirklich lebende Personen. Mhm. Wenn man das macht, so her das Ziel auch sein mag, bringt man sich natürlich unter Umständen in Schwierigkeiten. Und einfach, um solche Schwierigkeiten zu vermeiden, kann ich es zumindest nachvollziehen, klar, dass sie anonym bleiben wollen. Also sprich, die Schwierigkeiten, in die man da käme, wären solche Dinge wie Verleumdungsklagen, Unterlassungserklärungen, genau. Auch immer. Also wir haben nicht ohne Grund bisher noch keine Sendung über Scientology gemacht. Ne? Wir können uns halt einfach nicht die Anwälte leisten, um dann irgendwie... Wir können es auch immer ihr könntet das quasi, um das Ganze mal ein bisschen internettechnisch weiterzuspielen, als Crowdfunding-Projekt anlegen, dass ihr quasi euch eine Scientology-Folge vorfinanziert bei Kickstarter oder sowas. Aber dann auch mit Zeugenschutzprogramm bitte hinterher. Ja, dann müssen wir schon wieder umziehen. Warten wir noch ein bisschen. Also tatsächlich ist es so, dass es auch im Bereich der Homöopathie durchaus Firmennamen gibt, die ich nicht nennen würde in der Sendung, weil die sehr schnell mit Abmahnung dabei sind. Und das kann sehr, sehr empfindlich wehtun. Und da reden wir durchaus um auch auf Geld, so um 20.000 bis 50.000 Euro, die man da unter Umständen als Strafe auch zahlen muss. Und da ist man einfach nicht stark genug aufgestellt, um dagegen vorgehen zu können. Also insofern kann ich durchaus Psi-Ram da verstehen, will aber auch nicht verleugnen, dass Psi-Ram auch in der, da benutze ich den Begriff mal wieder, skeptischen Community auch nicht unkritisch gesehen wird. Mhm. Psi-Ram ist vielen Skeptikern zu scharf. Mhm. Die Art und Weise, wie Einzelpersonen dort auch an den Pranger gestellt werden, ist nicht allen Skeptikern recht. Trotzdem ist aber Psi-Ram eine ganz, ganz wichtige Seite, weil da doch sehr gut zusammengefasst wird, was es mit bestimmten Dingen auf sich hat. Und wir gucken da auch immer rein. Wir nehmen Psi-Ram meist nicht als ausschließliche Quelle, aber schauen zumindest immer noch mal bei Psi-Ram rein, also, was die darüber schreiben. Also wer noch nicht reingeguckt hat, ist ja schon so eine Art quasi Wikipedia für Anti-Esoterik. Genau, sagen. Ja, genau. Also man hat also zu allem möglichen, ob das nun Chemtrails sind oder Homöopathie oder was auch immer, hat man also dann jeweils eben in dem Wikisystem, ist es glaube ich auch in der Tat technisch, eine Übersichtsseite, wo man also auch weiterführende Literatur und so weiter findet. Nun finden sich ja relativ viele Themen davon
von in der Tat auch in der Wikipedia. Mhm. Würdet ihr sagen, es macht trotzdem Sinn, das zu doppeln? Oder wäre es nicht eigentlich ein sinnvoller Ansatz, gerade auch in Bezug auf Schutzmechanismen, eigentlich alles, was in, ich vergesse diesen zweiten Namen immer, Psiram, Querstrich ehemals ESO-Watch, das eigentlich müsste das alles in der Wikipedia stehen. Und was verhindert, dass es da so steht? Oder steht es da auch alles schon? Also die Wikipedia-Artikel, also erstmal denke ich nicht, dass alles, was in der Tiefe bei Psiram auftaucht, auch bei Wikipedia in der Form auftaucht. Und dann ist Wikipedia natürlich ein Medium, das man auch mit Vorsicht genießen muss. Wir nutzen es relativ regelmäßig als Einstieg für unsere Recherche. Mhm. Aber das ist durchaus etwas, auf das man sich nicht alleine verlassen sollte. Man muss auf jeden Fall sich relativ genau die Quellen anschauen, die da benutzt werden. Und es lohnt sich immer, und da werde ich auch nicht müde darauf hinzuweisen, sich die Diskussionsseite der Beiträge anzugucken, weil man eigentlich daran erst ablesen kann, wie die Qualität eines Beitrags ist. Also da findet zwar teilweise auch eine Diskussionskultur statt, der ich mich nicht so anschließen würde, da die dann sich so eher so auf rustikal. Der persönlichen Ebene bewegt, ja. Aber man, also um einen Überblick darüber zu erhalten, wo die Probleme des entsprechenden Beitrags liegen, empfiehlt sich das auf jeden Fall, da reinzuschauen. Ja. Ist jetzt überfallartig und von der etwas jetzt vielleicht blöde und unfair, aber könntest du irgendwie so ein oder zwei Themen nennen, von denen du sagen würdest, die müssten in der Wikipedia eigentlich anders geschrieben sein oder kritischer geschrieben sein? Also der Artikel, über den ich mich damals sehr gewundert habe, war der Artikel über Hexen. Mhm. Gut, das war jetzt irgendwie auch wirklich genuin Thema und das es kommt natürlich auch dazu, je nachdem, mit was für einem Vorwissen du daran gehst, denke ich, nimmst du auch die Qualität des Artikels anders wahr. Da habe ich mich sehr gewundert, wie oberflächlich das war, selbst für einen Wikipedia-Artikel und dass sie dann auch teilweise wirklich das, was wir dann hinterher als eine Art falsche Darstellung oder als eine Art Hoax entlarvt haben in der Sendung, mit aufgenommen haben, nämlich dass die Hexe so die weise Frau war, die Medizinerin des Mittelalters, die irgendwie am Rande des Dorfes praktiziert hat und von den Männern irgendwie natürlich und von den Männern dann irgendwie mundtot gemacht wurde und verbrannt wurde. Mhm. Das ist natürlich auf ein Buch zurückzuführen, was in den 70ern geschrieben wurde und was natürlich die ganze Hexendarstellung, die ja eigentlich eher soziologisch interessant ist. Also erstmal waren es nicht nur Frauen, es waren auch Männer, die da irgendwie vor Gericht gestellt wurden. Und es ging halt um soziale Konformität oder auch nicht. Und nicht so unbedingt darum, dass die Frau nun Kräutermedizin praktiziert hat und dass die Mediziner irgendwie, genau, das fand sich da auch irgendwie, dass die Mediziner, also nicht im Wikipedia-Artikel, aber das hört man dann immer ganz oft, dass die Mediziner dann irgendwie Kräuterfrauen irgendwie ausschalten wollten. Weil ihr prima Aderlass nicht mehr. Genau, ja, so nach dem Motto. Also das ist schon irgendwie sehr anders. Ganz kurz noch, Herr Hoaxmaster, wurde der Artikel denn dann geändert nach eurer Folge? Also ich muss gestehen, ich habe selber immer irgendwie so Hemmung, irgendwie dann ein Wikipedia Artikel selber zu ändern oder mich dann irgendwie dazu beteiligen, weil ich selber das Gefühl habe, dass ich aus dieser ganzen akademischen Debatte und aus der Forschung zu lange schon raus bin, um dann irgendwie kompetent da eingreifen zu können. Ja. Ich weiß nicht, ob der inzwischen überarbeitet worden ist, aber die Diskussion lief dann halt irgendwie. Wie ist das von deiner Wahrnehmung her? Also wenn du jetzt auch sagst, du greifst da bewusst nicht ein, es gibt ja durchaus in letzter Zeit Berichte, wo von, ich nenne es mal so Männerzirkeln, ich bin da in der Debatte nicht so ganz drin, zum Beispiel Feministin vertrieben wurde, also wirklich im schlimmsten Sinne rausgemobbt wurden sozusagen, okay. Gesperrt wurden, auch als Bearbeiterin von Wikipedia-Artikeln. Und hast du da so ein bisschen den Eindruck, sowas passiert da auch zwischen Skeptikern und, also du hast ja schon gesagt, der Begriff ist eigentlich nicht ganz richtig, deswegen bin ich jetzt verunsichert. Nein, das müssen wir auch gleich mal aufklären, zieht sich das hier wie ein Damoklesschwert durch die ganze Sendung und, durch. Und solchen, die eben eher dann in der ESO-Szene verhaftet sind, also dass es da auch solche Wikipedia-Personenkämpfe gibt, dass wer editiert und dann reeditiert wird und sowas? Oder? Also teilweise schon, also da, wie gesagt, das geht dann teilweise sehr auf die persönliche Schiene und die Befürworter einer, weiß ich nicht, paramedizinischen Therapie oder so, die dann meinen, das Ganze ist im Wikipedia-Artikel zu kritisch dargestellt, die scheuen sich dann auch nicht wirklich massiv einzugreifen und diejenigen, die das kritischer betrachten, auch wirklich scharf anzugehen. Mhm. Das ist sicherlich schon wirklich krass, was da passiert.
Was halt auch schwierig ist, bei der Folge zum Grafen von Saint-Germain, die wir gemacht haben, da ist mir halt aufgefallen, dass in dem Wikipedia-Artikel sehr viel dessen, was dem Grafen von Saint-Germain angedichtet wird, drinsteht. Dass da auch drinsteht, man sagt ihm nach das. Aber der Kontext, in dem das steht, also der Leser muss sehr genau aufpassen zu differenzieren, was ist historisch belegt. Und was ist sozusagen Dichtung dieser historischen Figur angedichtet wird. Also quasi auch da wieder dieses Spiel, was du vorhin meintest, mit dem wahren Kern, der dann überall immer drin steckt und dann der Vermischung eben mit den... Genau, und da ist es tatsächlich so, dass unsere Folge jetzt zumindest als Weblink mit drin ist. Ich hätte den, da habe ich selber dafür gesorgt, weil ich das so wichtig fand, weil wir einen so guten Gesprächspartner bei der Folge über den Graf von Saint-Germain hatten. Stimmt, diese Sendung ist tatsächlich eigentlich eine Quellensammlung, die man so hat. Die müssen wir eigentlich transkribieren und irgendwo hin tun, weil der Gesprächspartner, den wir da hatten, einfach seit 30 Jahren sich fast mit diesem Thema beschäftigt. Da ist es dann nicht gelungen, dass das dahin kam, wo ich wollte, weil man gesagt hat, hey, Podcast und so, das gehört ja nicht hin, aber wir machen das als Weblink immerhin unter die Folge. Insofern ist da tatsächlich auch mal eine Folge von uns in der Wikipedia verlinkt. Ich fände es halt normalerweise schön, normalerweise sollte eigentlich zu jedem Thema, was wir behandelt haben, bei dem passenden Wikipedia-Artikel eine Folge von uns verlinkt sein, die wir dazu gemacht haben, weil das ist zumindest eine Quelle, die sich damit auch beschäftigt hat. Also genau das dachte ich gerade. Ich bin ja mal ein Freund von radikalen, positivistischen Ansätzen, ja, nicht immer nur lamentieren, sondern die Welt auch einfach ein Stück besser machen. Ja, liebe Hörer da draußen. Ganz exakt. Also ihr habt auch roundabout 60.000 Hörer. So aus einer einer Hochrechnung, die ich mal aufgrund einer eurer Aussagen getroffen habe. Da müsste es doch eigentlich möglich sein, wirklich mal eine Systematik zu entwickeln, dass also nachdem ihr ein Thema behandelt hat, sich mal eine Crowd auf den entsprechenden Wikipedia-Artikel stürzt und da mal noch ein bisschen Grund reinbringt. Und zwar nicht im Sinne von irgendwie, wir verlinken eure Folge, sondern im Sinne von, man greift die Quellen auf, die ihr vielleicht dann auch noch ein Stückchen transparenter machen könntet, vielleicht als ihr das bisher tut, geht die nochmal systematisch durch und bringt dann nochmal Grund in diesen Artikel rein. Das wäre doch eigentlich mal ein hilfreiches Projekt, oder? Anregung, ja. Ja. Also das könnte man da draußen mal tun. Also hier, hallo. Ne? Genau. Jetzt können wir uns alle mal dafür sorgen, dass übrigens Podcasts auch eigene Wikipedia-Seiten bekommen. Das finde ich übrigens, weil ich finde uns sehr gesellschaftlich relevant, uns alle miteinander. Weil das ist nochmal eine ganz andere Debatte, über die wir reden können. Ja. Die Relevanzdebatte bei Wikipedia, meinst du so? Ja. Ja. Ich meine, immerhin ist CAE jetzt drin, ne? Seit geraumer Zeit und nicht gelöscht worden. Immerhin. Ich frage mich da auch manchmal, wie eigentlich diese ganzen, aber das wird jetzt vielleicht zu weit, aber wie diese ganzen Löscher auf die ganzen irrelevanten Seiten eigentlich kommen. Also offensichtlich muss es ja dann doch so relevant sein, dass sie irgendwann mal drüber stolpern. Ja, ich fand die Idee von, er drückt die Räuspertaste, Medienkompetenz, sehr gut. Ich fand die Idee von Claudia vorhin übrigens auch irgendwie ziemlich interessant. Also Crowdsourcing ist ja generell jetzt irgendwie ein großes Thema. Müssten wir irgendwann auch bei den Wikigeeks nochmal systematisch machen. Genau, gebt uns all euer Geld für Projekte. Das wäre super. Ja. Wenn wir noch ganz andere Sachen machen. Ob wir euch das ich möchte auch so ein schönes Fesselbett haben wie der Florian. Ah, das sollte ja nicht sein, dass der Florian ein Fesselbett hat. Gut, dass wir das auch endlich mal eingebunden haben. Ja. Ganz kurz noch, weil hier gerade aus dem Chat kommt, dass das natürlich über Neuanlagen und Last Edits auch läuft mit solchen Findesachen. Jein, also es gibt teilweise Sachen, die in der Wikipedia drin sind, also sehr, sehr spezielle Dinge, auch im Podcast-Bereich, wo ich mir denke, okay, warum wird da jetzt bei irgendwie anderen Sachen drüber diskutiert, ob das relevant ist oder nicht und hier nicht und offensichtlich ist das dann doch mal unterm Radar durchgelaufen und deswegen frage ich mich da dann schon so, wie und warum und wieso überhaupt die da auf die Sachen drauf kommen. Mich würde mal interessieren, Florian, du arbeitest ja bei einer Zeitung, ne? Irgendwie. Yep. Wie sieht das so in der Redaktion aus mit Recherche? Nutzt ihr da auch Wikipedia, wenn ihr an Themen herangeht? Macht ihr das ähnlich wie wir oder wird da Wikipedia ausgeblendet? Oder recherchiert man gar nicht in der Zeitung? Nur vor Ort mit dem Mikro. Ja, das kommt jetzt natürlich auf die Artikel an, um sich am Anfang noch ein bisschen Hintergrundwissen drauf zu schaufeln, wenn man zum Beispiel ein Thema bearbeiten muss, was man noch überhaupt nicht bearbeitet hat, dann klar, da wird Wikipedia auch benutzt. Ich mache das dann halt so, ich
lese mir eigentlich vorher die Diskussionsseiten durch, bevor ich mir den eigentlichen Artikel durchlese, um den besser einordnen zu können. Wie das meine Kollegen machen, keine Ahnung. Haben wir ja bei Herrn von uns Berg gesehen, als er plötzlich einen zusätzlichen Namen, Vornamen hatte, weil der Wikipedia-Eintrag gefälscht worden ist. Aber ja, wir nutzen natürlich auch die Wikipedia. Aber versuchen dann natürlich auch an die Quellen, die dahinter gehen, zu kommen. Deswegen finde ich diese Verweise, die unten stehen, die nutze ich momentan sehr, sehr häufig eigentlich, dass ich auf die Verweise, auf die anderen Seiten, auf die Quellen auch zusätzlich klicke und mir das dann durchlese. Mhm. Ja, das machen wir eben auch dementsprechend, wenn wir dann so also als Startpunkt sozusagen. Ja, und also wenn du natürlich solche Sachen hast, wie dass du einfach irgendwie eine Person hast, deren biografische Daten du schnell abrufen willst oder so, dann ist das natürlich super praktisch. Ja, nochmal zurück von dem Punkt von Claudia. Weil ihr habt gerade eben, ich glaube, einigermaßen nachvollziehbar skizziert, dass ihr eigentlich über gewisse Themen und insbesondere dann auch gewisse Player, Protagonisten, ob es nun Firmen oder Individuen sind, eigentlich nicht öffentlich reden könnt, weil ihr halt dann doch das sehr berechtigte Gefahrenpotenzial seht, dass ihr einfach verklagt werdet auf einen unbekannten Betrag. Muss man ja leider auch mal so unangenehm es ist, so sagen. Ja. So, das ist ja jetzt eigentlich aber per se erstmal eine nicht besonders beglückende Situation, um es mal vorsichtig auszudrücken. Mhm. Das heißt also, was wäre hier der Ausweg? Ein Ausweg hat Claudia in der Tat gerade skizziert, das heißt also systematisch mal Crowdfunding in der Szene oder in der Weltöffentlichkeit generell anzustoßen. Ich kann mich entsinnen, bei Spreeblick hatten die das, glaube ich, mal als Blog, dass die also sich quasi so eine richtige Kampfkasse aufgebaut haben, um dann eben auch juristische Prozesse dann durchfechten zu können, wenn sie denn bekommen. Alternative wäre natürlich, dass man hier eben, da war ja in der Tat jetzt die Frage an Flo auch schon durchaus relevant, so die allgemein großen medienwissenschaftlich bezeichneten Meinungsführermedien stärker einbindet oder die nochmal stärker irgendwie mal ein bisschen auf die Schiene setzt, weil die zu verklagen ist dann schon, also gelinde gesagt, etwas aufwendig, beziehungsweise dann auch nicht wirklich aussichtsreich halt. Ne? Also sprich, um jetzt auch beim den Internetkontext wieder zu bekommen, so Spiegel Online, Bild Online, Zeit Online, was auch immer, wie berichten die denn eigentlich über solche Themen? Habt ihr den Eindruck, dass da eher die skeptische Seite überwiegt oder die ESO-Seite oder je nach Gemengelage das völlig chaotisch eigentlich verläuft und die gar nicht so eine Redaktionslinie haben? Also aus meiner Beobachtung eher zumindest von der Tendenz her Letzteres. Also es kommt grundsätzlich auf das Thema an, was man gerade beackert. Jetzt beim Thema Exorzismus habe ich festgestellt, also dass man schon von einer fast Spiegel-Online-Kampagne gegen die katholische Kirche und gegen den Exorzismus sprechen konnte. Also da waren die Artikel... Was ja nebenbei bemerkt überhaupt nicht neu ist, weil Augstein war ja ein ganz bekannter Katholizismus-Feind und Hasser. Genau. Und, da hat man dann natürlich wirklich reihenweise Artikel, die ganz klar tendenziös dagegen sind. Bei anderen Themen wie, ich weiß, ich bringe es jetzt schon wieder an, aber zum Beispiel Homöopathie, da sieht das natürlich schon wieder ein bisschen anders aus. Da wird dann auch ganz gerne mal ein bisschen positiver berichtet. Das ist sehr, sehr schwer einzuordnen und deswegen ist es auch, finde ich, schwierig, solche Quellen zu nutzen, weil du auch da immer genau gucken musst, irgendwie aus welcher Richtung kommt das Ganze denn und welche Tendenz ist da abzuleiten? Das Problem dabei ist tatsächlich, dass es diesen Redakteuren mit Sicherheit, die für diese Online-Medien schreiben, nicht viel anders geht als uns. Es gibt, du hast es vorhin am Beispiel Exorzismus ja selber gesagt. Ich habe gedacht, wenn da ein Dämon ist, dann macht man das einmal und dann ist gut oder auch ist er nicht. Weg. Ja. So gehört sich das eigentlich bei nach katholischer Dämon, Lehre. Ja, genau. Also Huxilla ist ja einen guten Dämon, genau. Wenn der da nicht mitspielt, ist natürlich doof. Nein, aber bei Huxilla ist es tatsächlich so, dass wir selber auch festgestellt haben, dass wir unfassbar viel im Rahmen unserer Sendung über ein Thema lernen. Es ist ja nicht so, dass wir wenn wir uns ein Thema setzen Anfang der Woche, im Idealfall sonntags nach der Sendung, spätestens montags haben wir in der Regel das Thema für die nächste Sendung für uns klar. Dann haben wir natürlich eine Vorstellung über das Thema, haben in der Zweifelsfall auch schon mal eine Doku irgendwie gesehen oder so. Aber dann das Einarbeiten in die Thematik öffnet für uns auch ganz viele Facetten und wir sind dann ja sehr fokussiert auf ein Thema. Wir werden für die Woche zu Fachidioten. Da stelle ich tatsächlich die Frage, ob ein Redakteur, der mal eben auf Zuruf seines Chefredakteurs, Karl-Heinz, heute schreibst du mal jetzt mal gerade was über Homöopathie, verschreckt mir aber nicht alle Leser, ob der, wenn wir das Beispiel jetzt nehmen, ob der das dann so gepasst kriegt, das glaube ich nämlich nicht. Und bei anderen Themen wird es ähnlich sein. Also
Ich mache noch nicht mal unbedingt den Medien immer so einen Vorwurf, dass er manchmal nicht ganz richtige Dinge drinstehen, weil das ist ganz, ganz schwierig, daran zu kommen. Und wir haben ganz oft auch schon mal am Ende einer Woche festgestellt, nachdem wir da noch eine Quelle gefunden haben, oh, wir müssen irgendwie ein Drittel von dem, was wir gelesen haben, nochmal revidieren, weil da gibt es offensichtlich doch wieder neue Studien zu oder es gibt nochmal eine andere Faktenlage. Also, das ist ganz, ganz schwierig. Und diesen, was du ja so ein bisschen da vertrittst, ist so der Wahrheitsanspruch jeder Publikation. Und das ist halt ein ganz, ganz schwieriges Feld. Und Huxilla soll ja auch das nochmal an der Stelle gesagt, wir erheben ja auch, das wird uns öfter auch mal vorgeworfen, wir erheben ja keinen Wahrheitsanspruch. Sondern was wir ja tun wollen, ist Menschen zu motivieren, Dinge auch mal zu hinterfragen und auch selber nochmal aktiv zu werden, sich das anzuhören. Wir versuchen uns so gut, wie wir können, vorzubereiten. Es kann aber auch immer mal sein, dass uns was durchgeht. Und wer Huxilla hört, wird aber immer wieder auch merken, wie unsere Herangehensweise an die Themen ist. Und das ist etwas, was jeder ja für sich selber auch tun kann. Also im Idealfall wird der Hörer halt hinterher sagen, okay, das war jetzt spannend und interessant und als Einstieg ganz nett, aber ich finde das Thema halt so toll, dass ich jetzt selber anfange, mich noch intensiver damit zu beschäftigen. Mhm. Dass also das Ganze wirklich Einstieg und Anregung sein soll. Mhm. Also habt ihr den Eindruck, dass das dann auch passiert? Also ihr habt ja ein relativ aktives Forum, wo dann quasi auch jede einzelne Folie nochmal, jede einzelne Folge nochmal im Nachklapp nochmal weiter diskutiert werden kann. Mhm. Ich vergleiche das jetzt bei mir gerade intern ein bisschen mit so den Debatten, die dann auf Spon oder auf Bild.de dann irgendwie losgehen, wo dann also nach jedem Artikel dann die Hölle losbricht eigentlich. Ja. Das ist bei euch, also Hölle ist ja auch jetzt auch schon wieder ein normativ katholisches Wort, streichen wir sofort. Die metaphorische Hölle. Ja. Die metaphorische. Nicht die metaphysische, sondern die metaphorische. Habt ihr den Eindruck, dass das passiert dann auch? Oder dass die Leute das eher so eigentlich so mitnehmen? Und also jetzt vielleicht auch mal kritisch gefragt, ein bisschen in Relation zu den 60.000 Hörern, die ihr habt und wie viele davon... Die haben wir nicht bei jeder Episode, also das, lieber Ralf. Ich wundere mich gerade irgendwie über diese Zahl. Ich habe einfach hochgerechnet, weil wir... ich kann da quasi mein methodisches Vorgehen mal kurz skizzieren. ihr hattet irgendwann, ich glaube Alexa, du warst das, mal rausgelassen, dass ihr innerhalb der ersten irgendwie ein, zwei Tage, wenn ihr eine neue Folge publiziert, habt ihr glaube ich 20.000 Downloads, das war glaube ich so die Zahl. Wir haben, gut läuft. Genau, und wir haben 2.000. Pro Folge, also quasi Faktor 10 drunter. Und langfristig, also der Longtail jeder Folge bei uns sind eben ungefähr 6.000 bis maximal 7.000 Hörern. So, und wenn wir dieses Mal zählen bei euch auch ansetzen, landet man entsprechend dann über Dreisatz bei 60.000. Das funktioniert nicht so. Ja. Das funktioniert nicht so. Also wir sprechen im Schnitt zwischen 20.000 und 30.000 Downloads pro Episode, die wir stabil haben. Es gibt dann natürlich Folgen, wenn wir bestimmte Gäste haben oder so Themen wie Church of Satan oder ich vermute, dass Exorzismus auch so eine Folge sein wird, die so ein größeres Interesse auslösen. Die werden dann auch häufiger runtergeladen, so dass wir aber nicht konsequent 60.000 Hörer haben. Also das, da räumen wir mal an der Stelle mit auf. Wir haben, denke ich, relativ stabil 20.000 Hörer pro Episode, was unfassbar viel schon ist. Und das sind auch meist so große Fans, die dann auch binnen der ersten 48 Stunden die Folge unbedingt haben müssen. Immer dann, wenn wir nämlich Serverprobleme haben, bekommen wir das sehr direkt zurückgespiegelt, dass die nicht sofort an die Folge drankommen. Wobei es, glaube ich, auch wenig Podcasts gibt, die wahrscheinlich eine so große oder so lange Halbwertszeit haben. Ne? Also eure Themen sind halt insofern zeitlos, als dass man auch irgendwie sich nächstes Jahr noch über Chemtrails informieren will. Ne? Also CRE wird mir noch einfallen oder sagen wir mal alternativlos, ist auch so ein Beispiel. Raumzeit. Ja, aber wir hatten die Hälfte unserer Wikigeeks-Server sind ja dann schon dicht gemacht, wenn das sich jemand zwei Monate später anhört. Also die Folge zu Einstein widerlegt, ist halt jetzt auch erklärt. Ja, gut, klar, ne? Also die Lichtstellen Neutrinos, von denen man nicht wusste, woran es lag. Da haben wir eine Folge zu gemacht und haben mit einem Teilchenphysiker gesprochen. Und dann hinterher löste sich ja das Rätsel auf, weil das Kabel nicht richtig dran gebastelt war am Rechner. Was mich jetzt mal interessieren würde noch, weil ihr eben schon angedeutet habt mit den Recherchen, wie ihr euch eben vorbereitet und ihr werdet zu Fachidioten dann eine Woche lang und das könnte theoretisch auch jeder nachvollziehen dann. Wie genau geht ihr denn dann da an die Sachen ran? Also wir haben schon gehört, es gibt auf jeden Fall schon mal die Diskussionsseite auch bei der Wikipedia und auch bei Psiram, die man sich angucken kann. Was gibt es sonst noch? Also so? Wir beide haben sehr unterschiedliche Herangehensweisen tatsächlich, was die Recherche angeht. Bei mir ist es so, das liegt jetzt natürlich auch daran, dass ich einen Job habe, in dem ich pendle. Was ich sehr gerne tue, ist,
Und wenn wir das Thema gesetzt haben, ich gucke erstmal, ob es bei YouTube Dokumentationen gibt. Also ich sag mal, Terra X bietet sich da immer an oder so, so diese Art Geschichten, die es so gibt. Die knall ich mir auf mein iPhone erstmal drauf und guck mir das an. Dann habe ich erstmal Darf ich mal ganz kurz zwischenhaken? So Terra X, die Päpstin, war eine tolle Folge. die Päpstin war aber doch irgendwie auf ZDF, oder? Das war eine ZDF-Folge. Das war nicht Terra X. Es hätte trotzdem Terra X sein. Genau, du sagst das schon richtig. Das ist natürlich nicht die einzige Recherche. Aber du kriegst erstmal... Das ist zum Handeln wie Wikipedia. Also du kriegst ein gutes Gefühl dafür, was... Also da ist jetzt inzwischen so, da haben wir so... Holgi sagt immer, was hat denn Holgi immer? Den Grütze-Detektor. Den haben wir natürlich entwickelt. Also du kriegst was präsentiert zu einem Thema. Da schlägt relativ schnell in der Sendung schon bei mir der Grütze-Detektor an, sagt, Moment. Ja. Aber zeitgleich kriegst du sehr gut gespiegelt, wenn etwas um 19.30 Uhr am Wochenende oder um 20.15 Uhr am Sonntag auf 19.30 Uhr auf dem ZDF gelaufen ist. Dann kriegst du sehr gut mit, wie das Thema in der Gesellschaft positioniert ist. Und welche Vorurteile, weil die werden da auch bedient. Mhm. Denn auch das ZDF möchte, dass die Leute zuschauen. Mhm. Das ist erstmal der Ausgangspunkt. Parallel dazu ist das dann meist so, dass du, also ich gucke Alexa gerade an. Ja, also meine Herangehensweise ist irgendwie, also erstmal grundsätzlich ein bisschen verschulter, weil dann echt immer manchmal noch so mein Studium durchschlägt irgendwie. Also das heißt, ich gucke schon ganz kurz, du hast europäische Ethnologie, also sprich Volkskunde geht in Richtung Kulturwissenschaften. Mhm. Also ich gucke erstmal, ob ich irgendwie Literatur finde. Wir haben zum Glück eine relativ umfangreiche Bibliothek, auf die man dann auch zurückgreifen kann. Aber das kommt verdammt aufs Thema an. Also es bietet sich bei historischen Themen diese Herangehensweise an. Bei anderen Themen empfiehlt es sich sowieso eher ein bisschen das Netz abzugrasen, was wir dann auch gerne tun. Erst recht, wenn wir wirklich irgendwie so Esoterik-Themen behandeln, dann ist man natürlich im Internet deswegen eher richtig, weil wir ja auch genau diese Strömungen abbilden wollen, die sich dort abspielen. Das heißt also, ganz bewusst gucken wir uns dann irgendwie diese total verrückten, privat produzierten YouTube-Dokumentationen an. Im Design der 80er gehaltenen. Wo fünf Stunden Wagner läuft und dann über die Nazi-fliegenden Untertassen irgendwie berichtet wird. Klar, weil wir sowas dann natürlich auch als Quelle nutzen, um dann auch den Hoax darstellen zu können. Ja. Das heißt also, die Herangehensweise ist ganz schwer quasi nur auf einen Weg zu beschränken. Genau. Weil die Themen auch so unterschiedlich sind. Aber grundsätzlich gibt es natürlich ein paar Quellen, die wir immer nutzen. Also wir hatten Psiram genannt, wir hatten Wikipedia eben mit Vorsicht genannt. Dann finden sich auch immer wieder schöne Artikel im Skeptiker, dem Magazin der GWUP, wo man mal schauen kann. Für alle, die es fast so schwer immer zusammenkriegen wie ich, Gesellschaft für die wissenschaftlichen Untersuchungen von Parawissenschaften. Und jetzt nochmal alle zusammen. Genau. Nee, ich assoziiere das immer mit wissenschaftlichem Unfug für das WU. Deswegen habe ich da immer Probleme, das irgendwie weiterzukriegen dann mit dem P. Es gibt übrigens, du hattest das vorhin schon gefragt, da hänge ich mich mal wieder rein, Ralf. Da sind wir nämlich vor mehr als einer Stunde dann abgewählt. Ich wollte noch Skeptics Dictionary von den Amerikanern nennen. Ja, das ist ja auch tatsächlich auch eine Frage, die ich jetzt gleich im Anschluss hätte. Die Quellen, nämlich wo kann man nachgucken. Das hat Ralf vor geraumer Zeit schon gesagt, als wir bei Tira mal hängen geblieben. Oder so. Genau. Also GWUP-Seite, der Blog der GWUP, der Blog von Florian Freistetter. Ja, also Simplex, überhaupt Science Blogs. Science Blogs, Deutsch und auch Amerikanisch sind sehr, sehr gut. Skeptics Dictionary ist sehr gut. Was wir auch sehr häufig tun zu Themen, ist, dass wir uns die Folge vom Skeptoid-Podcast zum Thema anhören. Das machen wir häufiger mal. Wobei auch da tatsächlich, da will ich auch niemanden dissen, mir die Herangehensweise von Brian Dunning bei einigen Themen zu oberflächlich tatsächlich ist. Brian Dunning ist mir in vielen Bereichen zu dogmatisch und zu schnell. In seinem Urteil. Man kann sich gerne mal die Folge anhören, die er zum Thema Exorzismus zum Beispiel gemacht hat. Er hat eine Folge Anneliese Michel gewidmet. Wobei man muss sagen, die sind eine halbe Stunde lang, 20 Minuten lang. Die war sogar eine Viertelstunde, nur kurz. Okay. Und er hat aber sehr viel dann auch quasi über diese Exorzistenbänder, wo man also das arme Mädchen dann eben mit verstellter Stimme schreien hört, drüber gesprochen und hat er also auch bewusst so ein bisschen diesen schaurigen Effekt gesucht. Das hat mir nicht gut gefallen. Ich will ihn nicht schlecht reden. Er macht einen guten Podcast, der redaktionell sehr, sehr straff ist.
Aber dadurch geht ein bisschen was verloren bei ihm. Aber das sind natürlich auch alles Quellen, die wir nutzen. Und all das zusammen, also du hast dann ganz viele Mosaiksteinchen, die du dir überall herholst, fügt sich dann zu dem, was wir in der Sendung vermitteln. Und das Entscheidende dabei für uns ist, dass wir selber auch ganz oft von unseren vorgefertigten Meinungen, die wir zu einem Thema haben, auch abrücken müssen. Also mir geht das ganz oft so. Ich muss dann auch im Rahmen der Recherche manchmal merken, da warst du zu harsch. Nenn doch mal ein Beispiel, eine Veranschaulichung, um es mit Lars von Trier zu nennen. Jetzt muss ich nachdenken. Ich bin sowieso immer harsch, ich sage jetzt nichts dazu. Also auch da nochmal das Thema Exorzismus vielleicht, also weil das immer noch in mir anklingt. Da musste ich ein bisschen, tatsächlich den Punkt, den du gefragt hast, kann das auch mal was bringen? Ich habe da für mich den Schuldpunkt immer bei der katholischen Kirche tatsächlich gesucht. Und gesagt, naja, also das sind, die ziehen halt durchs Land und tun Menschen Übles an. Tatsächlich ist es natürlich immer so, dass das nur auch dann funktioniert, wenn das gesamte Gefüge einer Familie ringsherum dementsprechend ist. Sonst kannst du aus dem Exorzismus nicht machen. Und da habe ich so ein bisschen wieder einen Rückschritt machen müssen und habe gesagt, na, also da ziehen nicht irgendwelche Exorzisten durchs Land und sagen, jetzt habe ich wieder so ein armes Opfer, sondern natürlich werden die dazu gerufen. Natürlich ist das gewollt in der Regel von irgendwelchen Menschen. Mhm. Und da muss ich so eine Schuldumverteilung für mich nochmal machen. Das ist jetzt nicht so ein ganz extremes Beispiel, aber so ein Beispiel, wo sich bei mir auch so ein bisschen so die Wahrnehmung eines Themas ein bisschen verändert hat. Ja, also bei mir war es eigentlich der Graf von Saint-Germain, vorher er war mir begegnet irgendwie so als so einfach so ein Hochstapler und Betrüger, irgendwie war nichts drum und nichts dran. Ich musste nicht so sehr abrücken, aber vielmehr erkennen, dass die Recherche auch aufgrund der Quellenlage so ungleich komplexer ist, dass wir das Ganze ein bisschen ausdehnen müssen. Das ist übrigens auch eine Sache, also es lassen sich nicht alle Themen in der Kürze der Zeit so vorbereiten, wie wir das gerne wollen. Es ist schon ein paar Mal passiert, dass wir Themen dann tatsächlich nochmal zurückstellen und nochmal anders aufziehen. Das war zum Beispiel auch beim Zodiac Killer so. Also da dachten wir auch irgendwie, das ist eine Sache, die lässt sich irgendwie so in 5 Minuten abhandeln, so quasi. Das war eine coole Folge. Und dann haben wir auch wirklich festgestellt, dass in dem Thema so viel mehr steckt, dass wir dann vielleicht noch jemanden dazu holen. Ne? Also haben wir die Lydia Wenicke noch angefragt und so, weil man da einfach noch irgendwie das Ganze intensiver beleuchten kann. Das passiert also ganz häufig irgendwie. Was mich jetzt noch interessiert, für die tote Baumvertreter da draußen, du hast vorhin gesagt, es gibt einfach auch vieles, was man da noch nachschlägt und ihr habt jetzt mittlerweile auch schon eine Bibliothek angesammelt. Was sind so die 2, 3 Werke à la Dietrich Schwanitz, die man unbedingt im Skeptikerbereich haben sollte? Oh, jetzt fällt mir bestimmt wieder der Titel nicht ein. Oh, wie heißt denn nochmal mein Lieblingsautor, dessen Werk ich immer mit mir rumschleppe, irgendwie die Macht des kritischen Denkens oder wie heißt es dann auch, verdammt. Ah, du weißt, wen ich meine. Nee, weißt du nicht. Nee, ich weiß gar nicht, was du meinst. Okay. Wir können das ja vielleicht audiofreundlich kaschieren gerade. Es wäre in der Tat ganz hilfreich und vielleicht auch dann News to Use, um diesen unseligen Fokus-Slogan mal aufzugreifen, wenn wir dann in den Shownotes einfach mal eine Sektion machen. Ja, Literatur. Hilfreiche Startseiten für die Recherche und hilfreiche, wirklich ganz klassisch physische Analogliteratur. Ja. Wobei es gibt so ein paar... Die Kunst des klaren Denkens, genau. Genau, ja. Rolf Dobelli. Genau, ja, jetzt weiß danke, ich, was du danke. Meinst. Ja, also, super. Klar, das ist ein super Buch, da gibt es auch eine Fortsetzung inzwischen. Genau. Das ist ein schönes Buch, aber das sind eher natürlich Bücher, die, und da, jetzt kann ich das mal ausdefinieren, dann darfst du auch Skeptiker sagen, und dass du dich damit schlecht fühlst. Dankeschön. Also der Begriff Skeptiker, warum ich inzwischen immer so ein bisschen da rumeiere und ich würde vielleicht heute auch nicht mehr Huxella den skeptischen Podcast nennen. Der Begriff Skeptiker ist nicht geschützt. Und es gibt halt auch eine ganze Reihe von Verschwörungstheoretikern, die sich Skeptiker nennen, weil sie natürlich an dem bestehenden Wissen und der offiziellen Meinung Skepsis anmelden. Die nennen sich dann auch Skeptiker. Mhm. Und das sind aber letztendlich nur Verschwörungstheoretiker. Das, was ich heute präferiere, und wenn mich jemand fragt, was bist du? Dann würde ich immer sagen, ich bin ein Freund des wissenschaftlich-kritischen Denkansatzes oder des wissenschaftlich-kritischen Denkens, weil es das viel präziser trifft, das, wofür ich stehe. Ich bin nicht Skeptiker, ich zweifle nicht alles an, denn ich zweifle zum Beispiel nicht die wissenschaftliche Methode an. Die halte ich für die tatsächlich einzige relevante Methode für Erkenntnisgewinn. Und
deswegen eier ich immer um diesen Begriff Skeptiker drumherum und finde den Begriff wissenschaftlich kritisches Denken viel schöner. Mhm. Also müsstet quasi nicht auch ihr euch nur umbenennen, der skeptische Podcast aus, sondern auch der Skeptiker, dass die Publikation. Das ist natürlich liegt nicht in unseren Händen, das ist das Vereinsmagazin und die GWUP heißt ja dann auch nicht die Skeptiker Deutschland, sondern es ist eben die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung. Also die Ameriker arbeiten sehr viel mit dem Begriff. Skeptics, ja. Also das. Die österreichische Ableger der GWUP ist die GKD, die Gesellschaft für kritisches Denken. Das ist so ein Titel, den würde ich heute wahrscheinlich vorziehen, aber Namen Schmarm, also es ist so, mhm. Das ist so ein Ding von mir, weil es inzwischen Leute gibt, die mir vorwerfen im Feedback, das kommt irgendwann, wollen wir da auch nochmal drüber reden hier. Ich sei ja gar kein Skeptiker, weil ich mal die offizielle Meinung vertreten bin. Was natürlich da auch immer zum Tragen kommt, ist so eine Negativhaltung, ne? Also Skeptiker, das ist schon irgendwie so, ach, dagegen, ne? Immer und überall dagegen. Und das ist tatsächlich eine Sache, mit der wir ganz häufig konfrontiert werden, so nach dem Motto, sagte der Chat auch vorhin irgendwie, wenn es keine Hoaxes mehr gibt oder keine Homöopathie oder was weiß ich mehr gibt, fehlt dann nicht irgendwie die Fantasie und Kreativität und so, macht euch das nicht alles kaputt, ist dann der Spaß nicht irgendwann vorbei. Deswegen finde ich das immer schön, wenn man irgendwie vermitteln kann, dass eine wissenschaftliche Herangehensweise an Themen total Spaß machen kann. Und das bedeutet eben nicht, dass man dann irgendwie mit Vampiren, Werwölfen, Hexen, Geistern und Feen und so nichts mehr am Hut hat, sondern man kann das alles toll und super spannend und schön finden. Man muss halt nur so ein bisschen damit rechnen, dass einem die in der Realität wahrscheinlich nicht über den Weg laufen werden. Ne? Also du musst halt irgendwie ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Ich habe im Chat vorhin schon gelesen, dass mit den glitzernden Werwölfen das Ende der Welt eingeleitet wäre. Danke an Herrn Zeit. Für dieses, Bild. Naja, wenn so ein Werwolf ein schönes glänzendes Fell hat, dann ist der kurz vorm Glitzern. Aber wir kommen damit, glaube ich, zu einem Bereich, der Ralf auch sehr wichtig ist, nämlich so, dass das, was er gesagt hat, so das magische Denken, was er als bei seinen Nichten ungemein vermisst, weil die nur noch Könnibücher mit viel Realismus lesen. Ja, in der Tat. Alexa, du hast das gerade gesagt, dass das also für dich gar kein Problem ist, zu sagen, auf da quasi der Ebene der echten Realität, des wahren Lebens, da ziehe ich quasi wissenschaftliche Kriterien heran und daneben ist irgendwie so eine Welt der Fantasie und des kulturellen Gebrauchs und da gucke ich mir die ganzen Filme an und da lese ich die ganzen Bücher. Genau. In der Tat habt ihr sind wir hier gerade umstellt eigentlich von popkulturellen Machenschaften, die eigentlich samt und sonders oder zumindest also so echt hohem Maße dem fiktionalen Bereich zuzuordnen. Da stehen übrigens ganz viele Bücher von Erich von Däniken Regal. Da kommen wir noch zu. Plack. Nein, aber es ist wirklich so. Ich lese sogar Charles Berlitz. Also Charles Berlitz ist so ein bisschen wie ein amerikanischer Erich von Däniken. Er hat auch ganz viel irgendwie zu Atlantis gemacht, zum beim Juda-Dreieck, zu UFOs und so weiter. Ich lese sowas total gerne. Man muss halt auch nur eben sagen, das ist halt ein Teil Fiktion. Der Punkt, auf den ich hinaus wollte, ist ein anderer. Dir gelingt das jetzt. Und uns hier vielleicht auch. Aber eine meiner Arbeitsthesen, die jetzt also überhaupt nicht empirisch unterlegt ist, aber ich schmeiß einfach immer erstmal gerne irgendwelche Thesen in den Raum. Ich gucke mir halt meine Schwester an. So. Meine Schwester hat irgendwann für sich, die hat jetzt also zwei Kinder, und sie hat für sich irgendwann das pädagogische Prinzip auserhoben, die sollen keine Märchen erzählt bekommen, Mann. Grimms Märchen, ja, weil das ist alles irgendwie böse. Die sind ja auch ganz schön blutrünstig. Ja, aber hallo, also da stellt sich mir direkt nun irgendwie... lässt du mich wohl ausreden? Guck mal, es sind zwei Frauen da, die ich nicht ausreden lasse. Du kannst ihn anbrummen hier, wenn du da drauf drückst, dann... Ja, aber Ralf ignoriert das Ding. Nein, also ich will einfach noch kurz das Setting zu Ende erzählen und dann kannst du dich ganz inklusiv... Ganz in Ruhe aufregen. Auf den großen, dicken Bauch. So. Und dann kannst du dich dazu verhalten. So, also... wie gesagt, also Märchen sind da also nicht angesagt. Stattdessen ist also das große Ding der Stunde Conny-Bücher. Ja? Conny-Bücher, das sind also so Kurzgeschichtenbände, jeweils irgendwie so 10 Seiten lang. Und die sind halt wirklich extrem stark am echten Leben orientiert. Conny fährt im Urlaub. Achso, ich dachte jetzt Conny, irgendwie war da nicht mal was mit Reiterhof oder so? Das war Conny, nicht, ne? Okay. Nee, also es ist nicht... Da war ich aber auch irgendwie gerade gedanklich. Ja, also das waren aber Comics, glaube ich. Conny...
und die Scheidung ihrer Eltern. Nein, das, wäre jetzt etwas, das ist nicht so abwegig. Oh wei. Das ist auch tatsächlich das passiert. Nicht abwegig. Conny fährt zum ersten Mal im Flugzeug, Conny zum ersten Mal beim Zahnarzt und so weiter und so fort. Ja, das heißt also, es werden immer irgendwelche Situationen rausgenommen, die vielleicht auch für Eltern nicht so ganz einfach sind. Ja, also wie wird mein Kind reagieren? So, und dann erzählt man, liest sie das also dann vorher quasi, dann sucht man sich das richtige Heftchen raus, weil es gibt da also mittlerweile irgendwie Dutzende bis Hunderte davon. Ja, Conny in und dann wird das also als Geschichte irgendwie erzählt und letztendlich ist das aber eigentlich nur so pädagogische Vorbereitung auf das, was dann da irgendwie the things to come. Das ist kindergerechter Realismus. Genau, es ist 100% realistisch. Das heißt, es passieren keine Wunder, es passieren eigentlich auch kaum irgendwie ernstzunehmende Zufälle oder sowas, sondern es ist halt wirklich so eine sehr realistische, naturalistische Darstellung. Und die Kinder scheinen damit auch irgendwie so weiter ganz gut klarzukommen. Die lesen die also auch gerne und wollen das irgendwie gerne hören. Wohingegen Claudia und ich eigentlich nur dem Moment entgegen bibbern, wo sie alt genug sind, dass wir ihnen in verteilten Rollen das Urmel vorlesen können. Ja? Damit dann mal ordentlich die Einmupfelung mal hochgehalten. Ich spüre da einen neuen Podcast kommen. Wir in verteilten Rollen umgehen. Ich glaube leider, da liegt noch Urheberrecht drauf. Die Welt ja, muss darauf verzichten. Das kann vielleicht auch aufhören. Pass auf, das hatten wir für ein Crowdfunding-Projekt. Bitte finanziert den Wikigeeks, dass sie die Lizenzrechte zur Verlesung des Urmels bekommen. Und Flo macht dann den erotischen Vorleser. Das also wenn er das, wenn du das in dieser Position macht. Ja, ich brauche mein altes Mikro wieder. Also so im Bett liegen, das sieht schon ganz schön. Ich wäre hier schon ein bisschen heiß, wenn ich den Flo da so sehe. Nee, also wer sich da regelt. Noch ein bisschen aufgezogen. Das ja. sieht ja, das sehen ist wir ja nicht, aber okay. Wir haben ja eine Videoverbindung. Also sprich irgendwie so eine gewisse subversive, fantastische, auch mal irgendwie ins derbe, brutale rüberreichende Erzählweise finde ich also für Kinder eigentlich so erstmal affektiv ganz interessant. Und meine These, was das jetzt alles mit Skeptikern zu tun oder mit kritischer Betrachtungsweise oder wissenschaftlicher Betrachtungsweise der Welt, wäre eben die Gefahr, dass wenn man sich quasi auf diesen Plot zu stark einschwingt, es vielleicht nicht allen Leuten so einfach fällt, das dann für sich privat zu trennen. Ja? Also Unterhaltung ist das okay, und aber von dem ganzen Mindset her bin ich da nicht ganz anders unterwegs. Also grundsätzlich wird es immer Menschen geben, die Fantasie und Realität nicht auseinanderhalten können. Ob die nun irgendwie mit Märchen aufgewachsen sind oder nicht, ob die Ballerspiele spielen oder nicht, das sei vollkommen dahingestellt. Dazu gehört immer noch eine Persönlichkeitsstruktur, die in die eine oder andere Richtung weist. Im Idealfall, finde ich, hast du beides. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass das, also das hätte man früher so schön unter Erziehungsroman gefasst, ne? Das gab es ja auch so vor allem für die Töchter aus gutem Hause irgendwie, die mussten dann irgendwie auf ihr Leben als Frau vorbereitet werden und wurden dann mit den entsprechenden literarischen Ergüssen traktiert. Irgendwie gequält, ja. Ist alles fein, meinetwegen, aber grundsätzlich Fantasie, Kreativität und damit auch das Fantastische aus dem Leben von Kindern zu verbannen, finde ich also so schade, dass mir dann immer die Tränen kommen, wenn ich sowas höre, weil ich finde, das muss einen ganz, ganz festen Platz in der Entwicklung eines Kindes haben. Also ich kann mich da selber gerne mal als Beispiel nehmen. Ich bin wirklich mit Märchen also über und über aufgewachsen. Ich hatte das Glück, eine, und jetzt haltet euch fest, eine Märchen-Omi zu haben, die hat nichts anderes gemacht, als mir den ganzen Tag Märchen zu erzählen. Die war nicht mit mir verwandt, das war quasi irgendwie eine Freundin der Familie, die mich dann irgendwie gehütet hat. Und der Chat sagt gerade Erziehungsroman von Marquis de Sade. Ja, das wäre auch mal nicht schön. Genau, das also ist auch ein Erziehungsroman. Hört euch einfach Black Sweet also Stories an. Das ist super für Kinder. Sehr geil. In mancher Menschenköpfe wahrscheinlich auch eine Vorbereitung, also nach wie vor im 21. Jahrhundert eine Vorbereitung auf die Rolle der guten Ehefrau oder sowas. Also man kriegt sowas ja leider nicht ausgetrieben. Christine oder was? Ja, wer weiß. Also. Ne, also ich möchte in mancher Männerköpfe möchte ich tatsächlich nicht reingucken können. Also wer den Sadismus mal an seinen Wurzeln betrachten will, der soll das hart lesen. Ja. Oder Black Sweet Stories. Oder Black Sweet Stories hören, genau. Nein, aber ich will damit nur sagen, also mit Märchen aufzuwachsen muss nicht hinterher bedeuten, dass man irgendwie abschnallt und dann irgendwie sich nur noch in irgendwelchen fantastischen Höhen bewegt geistig. Kinder verstehen erstaunlich gut, was Märchen sagen wollen. Märchen haben ja neben ihrer ganzen Fantastik auch noch archetypische Charaktere, an denen man auch wunderbar Gut und Böse ablesen kann. Also du kriegst auch quasi noch ein ganzes moralisches Gerüst
mitgeliefert. Mhm. Und gerade diese klare Dimension des Moralischen, aber verbunden eben mit der Fantastik, ist so wichtig für die Entwicklung, dass ich das einfach super kurzsichtig und schade finde, wenn man das Kindern vorenthält. Was würdest du sagen, wenn ich jetzt dem gegenüber die These aufstellen würde? Ich glaube, dass Menschen, die also früher viel Märchen gehört haben und dann in Fantasy-Literatur übergegangen sind und ähnliches, die sind per se anfälliger gegenüber Esothemen. Ich glaube, im Gegenteil, wage ich jetzt einfach zu behaupten, eher nicht, weil die eher lernen, damit umzugehen und dann hinterher auch zu entscheiden, was Fiktion, was Fantastik und was Realität ist. Da müssen wir können wir gerne mal untersuchen. Da müssen wir mal gucken, ob es da Studien gibt, oder? Einander gegenüberstehen, das müsste man mal gucken, was man daraus machen kann. Ich möchte übrigens noch mal reingeben, dass die Conny-Bücher, das habe ich gerade entdeckt, weil ich mich mal damit gerade spontan beschäftigt habe. Also einmal, wir haben nämlich heute keinen heißen Social-Media-Scheiß, aber ich kann euch nahelegen, den Conny-Club beizutreten. Erfahre trollt den noch mal. Erfahre alles über, da weiß man dann nicht, als was für, das kann dann auch so in den Bereich der Pädophilie reingehen, dass man dann abgestempelt wird, wenn man dem beitritt. Deswegen, ja, in der Tat. Also wer da sich mit für Kinder damit heißen, Social Media Scheiß auseinandersetzen wollte, vielleicht ist das was. Und das nächste ist, es gibt Conny-Erzählbände, die dann eben von diesem Realismus weggehen und der aktuelle ist tatsächlich Conny und die Burg der Vampire. Ja, siehst du. Also da muss man dann auch wobei, Arbeitsthese, das mögen dann die Hörer gerne in den Shownotes korrigieren. Das wird mit Sicherheit dann wie bei den drei Fragezeichen ablaufen. Am Ende gab es dann doch eine natürliche Erklärung und das war nur irgendwie der alte Besitzer, der da ein Spukszenario aufgemacht hat. Ja, aber das ist doch auch nett. Also wenn Conny dann losgeht und irgendwie überzeugt ist, dass auf der Burg Vampire umgehen und dann mal guckt, wie man dem ganzen Geheimnis auf die Spur kommen kann, ist das doch super. Drei Fragezeichen ist doch eigentlich auch sowas wie irgendwie so die Urbibel so des skeptischen Denkens, oder? Das ist natürlich super geil. Also ich werde nie vergessen, irgendwie, ist das Geisterschloss oder so? Wo sich dann auch diese ganzen Spukphänomene dann hinterher als so fauler, nicht unbedingt fauler Zauber, aber als Zauber. Vocoder wurde die Stimme dann runtergepitcht und die Temperatur wurde runtergefahren, damit die Leute sich irgendwie unbehaglich und dieser sublime und Orgelton. Ja, sehr geil. Ja. Die liebe ich, das ist meine Lieblingsfolge. Wobei ich tatsächlich sagen muss, dass mich genau aus dem Grund die drei Fragezeichen immer so ein bisschen enttäuscht haben. Das war dann immer in den letzten drei Minuten war alles gut. Und deswegen fand ich zum Beispiel, wenn wir in dem Kontext bleiben, TKKG viel geiler. Nein. Das würde uns wurde ja hier schon vorgeworfen, dass der Chauvinismus der Wikigeeks langsam auf die Huxillas abfärbt. Er sieht auch aus wie Tarzan so ein bisschen, oder? Also ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen, TKKG würde ja gut in diese Chauvinismus-Schiene reinpassen. Also ganz klar sagen, dass ich früher als Jugendlicher lieber TKKG als drei Fragezeichen gehört habe. Ernsthaft? Ernsthaft. Oh mein Gott. Des Weiteren bin ich ein totaler Chauvinist und höchst reaktionär und muss mich immer was ich sagen soll. In meinen Publikationen immer zurückhalten, damit ich so sympathisch rüberkomme, wie ich eigentlich gar nicht aber bin. Also ganz ironiefrei, das ist aber ein echter Bruch zwischen drei Fragezeichen-Fan und TKKG-Fan. Das finde ich also nahezu fast unüberbrückbar. Aber mach mal weiter. Ich höre auch gerne TKKG irgendwie. Das was ich eigentlich sagen wollte. Da darf man mal ganz kurz erwähnt, da gibt es ja auch eine Geisterschlossfolge sozusagen. Also ich kenne in der Tat auch die TKKG-Geschichten. Und da hat zum Beispiel Gabi Angst, auf Toilette zu gehen nachts alleine und muss vorher bei Tarzan klopfen, damit er mit der Taschenlampe vorgehen kann, um sie vor den ganzen Gefahren, die dieses Geisterschloss nun bietet, zu schützen. Ehrlich, das würde mir auch so gehen. Ja, auch immer ein Bild, was die verfolgt hat mit den Augen. Bitte? Oh, okay. Es gab da ein Bild, was die immer mit den Augen verfolgt hat. Also man hatte das war auch nur eine optische Täuschung, weil die Augen haben so erklärt, haben ganz genau nach vorne geguckt und dann hat man das Gefühl gehabt, wenn man dran vorbeigelaufen ist, dass die Augen einen verfolgen. Sehr schön. Kann ich mich noch erinnern. Ich hab sehr gegruselt. Ja, also da haben wir es doch. Also war doch gut, dass er mit der Taschenlampe vorne hergegangen ist. Würdest du auch mit einer Taschenlampe vorne? Ich würde das immer. Das Schlimme ist ja, also ich gucke ja eigentlich für mein Leben gerne Horrorfilme, aber ich kann mir die nicht angucken, weil ich da mal Furcht kriege. Ich kann sie mir auch nicht mit Alexander angucken, weil der keine guckt, weil er da total. Also du kannst mich nicht beschützen davor. Nein, ich gucke aus grundsätzlichen Erwägungen keine Horrorfilme, weil ich da Albträume von kriege.
Ich ertrage keine Horrorfilme. Ja, ich bin ja in der Tat Splatter-Fan. Ja, ja, Splatter finde ich auch nicht so schlimm. Also ich mag eher so das, oder ich finde eher dieses, weiß ich nicht, dieses ja, ich war sehr unterschwellige. Schissig. Ich war sehr schissig als Kind und irgendwann ging da so ein Hebel um und das müsste dann jetzt der Hoaxmaster da mal analysieren, aber egal. Ich wollte immer noch einen Punkt machen, zu dem ich nicht komme, weil der Chauvinismus mir da noch reingereicht wurde. Was ich sagen wollte, war, dass ich da tatsächlich Akte X viel besser fand als die drei Fragezeichen, weil Akte X dann immer die Fragen, also die Folgen waren ja nicht immer so ganz aufgeklärt. Und ich fand tatsächlich die Folgen immer gut bei Akte X, wo es offen ist. Wo es im Wagen dann bleibt. Das fand ich nämlich spannend. Und das will ich ja bei fiktionaler Unterhaltung auch haben. Ich will ja dann, wenn ich sage, ich will das fiktional haben, dann will ich es fiktional haben. Und ich kann auch wenn das vielleicht den einen oder anderen überrascht, mir Filme anschauen, ohne die jetzt wissenschaftlich zu hinterfragen. Und ich finde es auch ganz schlimm, und da bin ich zum Glück auch frei von, Filme zu analysieren. Also ich gehe in einen Kinofilm und dann gucke ich mir den an und dann hat er mir gefallen oder nicht. Ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn Leute quasi noch im Kino anfangen, auf 18 Meter Ebenen einen Film zu analysieren. Also für mich ist ein Film so wie Wein. Da gibt es zwei Kategorien zunächst mal, schmeckt und schmeckt nicht. Ich kann mir dann im Nachhinein nochmal Gedanken machen, warum hat er irgendwas in dir bewegt, der Film. Aber ich muss nicht vor mir selber legitimieren, der Film war gut, weil, oder der Film war schlecht, weil. Sondern ich sag erstmal, der soll mich emotional packen. Auf einer affektiven Ebene. Das ist Kunst halt. So. Und Kunst ist immer nicht rational. Ich finde auch Leute zum Beispiel total schrecklich, die in Museen stehen, am Kinn reiben, eine Stunde vorm Gemälde und sich darüber Gedanken machen, also der Pinselstrich an dieser Stelle mit dem Farbauftrag, kann man alles machen. Aber das ist genau das, was der Künstler nicht will. Der Künstler will was in dir bewegen und entweder bewegt er was in dir oder er bewegt es nicht. Du kannst dich dann hinterher immer mit dem Kunstwerk auseinandersetzen. Ich kann mich auch mit einem Bild auseinandersetzen, was mir nicht gefällt und kann mir dann die Technik dieses Bildes angucken. Aber Kunst sollte ich erstmal affektiv berühren. Ja, also im ersten Moment, ja, würde ich dir zustimmen, aber im Idealfall macht man ja beides. Ne? Also du weißt erst, das Bild spricht mich an und dann guckst du aber mal, also du entschlüsselst sozusagen die Sprache, die das Bild spricht. Das Referenzsystem, ne? Auch, ja, was aufgezogen wird. Also das ist ein bisschen wie Easter Egg suchen, finde ich. Ne? Exakt. Also Bildinterpretation. Ja, aber es muss der zweite Schritt sein. Ja. Ich kann nicht anhand der Maltechnik entscheiden, ob mir das Werk gefällt. Ja. Wir reden nicht von Maltechnik, sondern wir reden beispielsweise von Symbolen, die Aufbau verwendet werden. Von Zitaten in die Kunstgeschichte hinein und so weiter. Ja, gut, das ist nochmal eine andere Ebene. Also du kannst jetzt, sagen wir mal, also Extrembeispiel, Iron Sky, ja, kannst du überhaupt nicht gutieren, wenn du eben nicht irgendwie 50 andere Filme vorher vernünftig einsortieren kannst. Genau. Ja, dann ist das irgendwie ein sehr skurriler, komischer Film. Aber wenn du also irgendwie eben das Adolf Hitler-Meme nicht kennst, wie 90% des Kinos um uns rum, ja, dann hast du da halt keinen Spaß in der Szene und kapierst es halt nicht. Genau. Aber dann gehen die Leute raus und sagen, der Film war doof. Und das ist aber bei Kunst im Museum, finde ich, ganz genauso. Also wir nehmen auch in der Tat eigentlich nie irgendwie Audioguides und sowas, obwohl ich immer denke, man müsste eigentlich, weil es ist eigentlich sehr viel cooler, wenn du eben diese ganzen Referenzsysteme nochmal erzählt bekommst, weil wenn du sie nicht selber dechiffrieren kannst als Kunsthistoriker. Ich will das dann eigentlich mal beim zweiten Gang mal durchs Museum dann machen. Aber ich will da eigentlich durchlaufen und will mich selber mal packen lassen. Und ich bin da auch ganz oft, bleibe ich dann für irgendwelchen Sachen stehen, wo kein Museumsbesucher vorsteht. Und da stehe ich dann aber eine halbe Stunde vor, weil ich das irgendwie geil finde aus irgendeinem Grund. Und ich habe aber gar keine Ahnung, warum und was. Ja, aber dann, du guckst dir doch dann auch an, zum Beispiel, welche Figur ist warum, durch welche Perspektive ins Zentrum gerückt, wie sind die anderen Figuren irgendwie eigentlich angeordnet? Nein? Okay. Wow. Okay, verlassen wir vielleicht auch mal wieder die Ebene des Kunstrezepts. Wir wollen ja gar nicht ins Museum, wir wollen ja ins Internet. Aber wir waren bei fiktionaler Literatur und fiktionalen Werken und Märchen. Also ich finde es wichtig, das zu tun, weil gerade auch die das Fördern des fiktionalen Denkens, das Fördern der Fantasie ja letztendlich auch dazu führt, dass du vielleicht sogar, wenn ich es jetzt mal so auf den Bereich des Sci-Fi nimmst, frag mal bei der NASA nach, wie viele Leute auch bei der NASA sind, weil sie Star Trek toll gefunden haben und weil sie irgendwie für sich den Anspruch haben, ich würde gerne daran beteiligt sein, so eine Zukunft wie bei Star Trek zu haben. Ich will ins Weltall hinaus, ich will irgendwelche neuen Welten entdecken. To boldly go where no one has gone before. Space is the place for me to be. Und da kommst du genau an den Punkt.
um einen schönen Jingle der wunderbaren Kapelle Spock zu intonieren. Ja, und auch in Space, no one can hear you scream. Also du kommst da an den Punkt, wo gerade Science Fiction, da ist ja auch dieses das Fiktionale im Namen schon drin, schon dafür sorgt, dass das Motor für Wissenschaft sein kann. Auf einer anderen Ebene natürlich, aber das finde ich durchaus verträgt sich sehr, sehr gut und das kann ich sehr, sehr gut haben und ich liebe Fiktion. Ja. Ein kurzer Nachtrag noch, bevor es uns hinterher in den Kommentaren gegen den Kopf geworfen wird. Oh Gott, Angriff an das Skeptiket. Okay. Wir haben natürlich auch bei den drei Fragezeichen wirklich paranormale Phänomene. Sprich, das Bergmonster hat es gegeben, ja, und beim grünen Geist gibt es die Pillen, die das Leben verlängern und so weiter. Also es gibt auch Folgen, wo es in der Tat dann auch bei den drei Fragezeichen in der Schwebe aber gehalten. Häufiger ist es. Häufiger so. ist es die rationale Erklärung. Und zwar diese so, ne, zack, und dann ist alles aufgeklärt. Schwupps, und niemand hat es vorher geahnt. 2-Minuten-Lösung. Okay, um wieder ein bisschen mehr in unser eigentliches Internet-Thema mal zurückzuschwenken. Ein Punkt, den wir noch stehen haben, ist, gibt es eigentlich sowas wie hilfreiche oder positive Hoaxe? Also Ralf, ich würde da gerne erstmal noch einen Schritt davor zurückgehen. Davor zurück. Mhm. Ob ihr von eurer persönlichen Warte aus eher sagen würdet, dass das Internet ein Biotop wirklich ist, also wie wir es auch quasi angekündigt hatten thematisch für Hoaxes, für Geschichten, für Utopisches, für irgendwie die großen Verschwörungstheorien oder ob auch das Internet eher dazu dient, also Internet ist natürlich jetzt weit gefasster Begriff, eigentlich natürlich in erster Linie das Web, aber ob das nicht einfach auch dazu dient, dass dort mehr Aufklärung stattfindet und Hoaxes sich zum Beispiel nicht mehr so lange halten können? Beides. Ein ganz klares Jein. Das ist mir aber das Liebste. Das ist schön, ja, zeigt, dass man alles von allen Perspektiven beleuchtet. Ah, immer dieses scheiß Aufgeklärte, ja. Also was natürlich für beide Bewegungen gemein spricht im Internet, ist die schnelle Informationsverbreitung. Also du kannst dich halt viel, viel schneller und besser mit Leuten vernetzen. Das kann dann natürlich irgendwie von Vorteil sein für diejenigen, die eher so in die Richtung Verschwörungstheorien gehen und die Gerüchte und Hoaxes und moderne Sagen weiterverbreiten. Aber auch genauso gut eben von den Skeptikern, von denjenigen genutzt werden, die das Ganze aufklären wollen. Ne? Also das liegt natürlich immer beim Menschen, das bildet unsere Gesellschaft ab und beide Gruppen wären theoretisch in der Lage, sich sehr gut zu vernetzen. Wie gut sie das dann letzten Endes tun, ob das jetzt die Verschwörungstheoretiker besser hinkriegen als diejenigen, die Aufklärung betreiben, das sei dahingestellt. Ne? Ja. Also das du hast ja nach dem persönlichen Eindruck gefragt, habe ich tatsächlich manchmal den Eindruck, dass die Verschwörungstheoretiker und die ESOs, wie sie dann immer so schön genannt werden, da ein bisschen besser drin sind irgendwie. Sich dann so Eliten zu bilden, so In-Group, Out-Group-mäßig sich zu verhalten. Dass dieser Vernetzungsgedanke bei denjenigen, die das Ganze so ein bisschen kritisch beleuchten wollen, das aufklären wollen, noch so ein bisschen weniger verbreitet ist. Was mich da noch so ein bisschen umtreibt, ist tatsächlich die Nutzung von Internet, von Web, von verschiedenen anderen Diensten noch durch ESO, also ESO ist natürlich auch wieder in Anführungszeichen gesetzt, da gibt es ja dann auch noch eben viele Untergruppierungen. Und ob es da nicht eigentlich auch so teilweise die Ansätze gibt, das ist alles böse, das macht alles, also halt so eher so in die spitze Richtung, das macht alles digitale Demenz, das sind alles Strahlen, die auf mich wirken. Was ja übrigens für dir Quatsch ist, das habt ihr sicherlich behandelt, ne, mit Herrn Spitzer, der Begriff digitale Demenz, dass das... Wir haben es noch nicht so ernsthaft behandelt, wie wir es gerne würden, da müssen wir noch ungewöhnlich für uns nochmal einen Experten reinholen, der mit ihm zusammengearbeitet hat. Und der hat eigentlich auch schon zugesagt, dass er da nochmal Input liefern will. Also das würden wir nochmal relativ ernsthaft angehen, also weil Schirmacher hatte das ja auch. Die koreanischen Ärzte, die von digitaler Demenz sprechen, den Begriff, den er sich aus Korea entliehen hat, die haben tatsächlich eine Befragung bei Jugendlichen gemacht, Anfang 20. Sagst du vielleicht für diejenigen, die das nicht wissen, so ein, zwei kurze Sätze, was damit gemeint ist? Nö. Okay, du bist so gemein. Also Herr Spitzer ist ein Neurowissenschaftler, höchst anerkannt an einer deutschen Universitätsklinik, betreibt ja Forschung, hat auch einige sehr gute Bücher zum Lernen insbesondere geschrieben. Und hat in seinem letzten Buch den Begriff der digitalen Demenz geprägt. Und in diesem Begriff der digitalen Demenz geht er insbesondere den Bereich des E-Learnings an. Deswegen habe ich mich da natürlich ein bisschen intensiver mit beschäftigt. Und sagt also, dass der moderne Medienkonsum gerade auch über das Internet dazu führt, dass die Hirnorganik
sich dahingehend verändert, dass die Menschen eine viel zu kurze Aufmerksamkeitsspanne bekommen und gar nicht mehr Wissen über das Internet vermittelt bekommen können. Was hast du gerade gesagt? Hä? Was? Der Chat wollte ja auch nochmal wiederholt haben, was vorher war. Genau. Arschgeigen. Ein bisschen pöbeln mit den Zuhörern ist immer gut. Er bezieht sich da auf verschiedene Studien, die er zitiert in seinem Buch, die er aber nicht belegt. Und unter anderem sagte, dass der Begriff der digitalen Demenz von seriösen koreanischen Forschern geprägt worden ist, die dort eine groß angelegte Untersuchung gemacht haben. Tatsächlich hat es eine Befragung bei Jugendlichen in Korea gegeben, die natürlich moderne Kommunikationsmedien nutzen, Smartphones und derlei Dingen, die dann durchaus ergeben hatte, diese Studie, dass es gewisse Einschränkungen kurzfristig gibt, aber alle Forscher waren sich da einig und haben das in der Studie auch gesagt, dass diese kurzzeitigen Effekte von zu kurzer Aufmerksamkeitsspanne binnen kürzester Zeit wieder weggehen und eben keine andauernden hirnorganischen Veränderungen hervorrufen. Mhm. Der Spitzer ist so jemand, der jetzt sagt, Kinder und Internet geht gar nicht und dass in Schulen Wissen am Computer vermittelt wäre, würde dafür sorgen, dass wir demnächst eine Generation von Idioten und Zerren züchten würden. Und da ist halt nichts dran. Wie sind wir jetzt vom Biotop Internet eigentlich auf Herrn Spitzer gekommen? Ich glaube, du wolltest das Publikum beschimpfen. Das will ich eigentlich sowieso immer gerne. Das kann ich so selten in meinen eigenen Publikationen. Deswegen bin ich gerne zu Gast in anderen Sendungen. Du bist ja hier nicht zu Gast, das ist ja schon klar. Ein Pöbeltourist. Es läuft ja hier quasi quer, hier so passieren komische Dinge. War das gerade? Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, eure Katzen, also eure Skeptic Cats, haben hier irgendwelche... Ey, man sagt ja gerade? Katzen auch dämonische Kräfte. Genau, ja. Weil, ich habe sie auch in... Vielleicht sind das eigentlich euch untergejubelte... Ja, das sind so kleine Dämonen, ja. Weil Claudia das gerade eben ansprach, weil das treibt mich in der Tat auch seit Wochen um, dass das Internet selber ja quasi auch nur aus Strahlung und irgendwie halt gehirnzersetzenden Informationen besteht. Gibt es eigentlich ein digitales Pendant zu Aluhüten? Also sprich, gibt es ein Firefox-Plugin, was man sich irgendwie installieren kann, was die schädlichen Strahlungen des Internets irgendwie filtert? Das wäre doch nochmal ein echtes Marktsegment, oder? Es dauert wahrscheinlich irgendwie 2 Tage oder so, dann ist das Ding am Markt. Ich möchte aber nochmal hier den Herrn, ja, ich glaube Melonato heißt er, hochhalten und sagen, mit Firefox bearbeitest du natürlich nicht das Internet, ne? Sondern das www. Genau. Es gibt tatsächlich sowas in der Art. Solche Hörer haben wir, die legen auf solche Unterschiede Wert. Ich finde das auch richtig. Ja, ne? Also wir haben halt wissen, worüber kritische Hörer. Wissen, man kann die Hörer bepöbeln oder man kann ihnen nach dem Maul reden. Das sind so die beiden großen Möglichkeiten, die man so hat. Kann sich dann jeder aussuchen, was effektiver ist. So, mal gucken hier. So, also die Firefox. Die Firefox-Geschichte. Es gab auf der Weltskeptiker-Konferenz in diesem Jahr gab es einen britischen Vortragenden, der also eine Gesetzeslücke ausgenutzt hat, die es in Großbritannien gibt. Und zwar konnte man oder gibt es in Großbritannien die Regelung, dass wenn jemand Versprechungen macht, die nicht wissenschaftlich fundiert sind und das macht, um kommerziell Gewinn zu erzielen, dann konnte man den bei einer Art Aufsichtsbehörde für Wettbewerb anzeigen. Also das ist im Prinzip wie ein Pranger schon, ne? Ja, das ist so ein kleiner Internetpranger. Also das ist öffentlich dann das. Ja, genau, ja. Und dann wurden die aber gezwungen, sozusagen diese Aussagen mussten dann entfernt werden, es sei denn, sie waren wissenschaftlich zu untermauern. Und der hat ein Plugin tatsächlich für den Firefox programmiert, wo man sozusagen dieses Meldeformular, was man dieser Aufsichtsbehörde schicken konnte, binnen Sekunden ausfüllen konnte. Das heißt, halbautomatisch. Man konnte quasi den Text markieren, konnte dann so ein Plugin starten, das hat dann automatisch eine Meldung abgeschickt und hat also diese Seite an diesen Pranger gestellt und hat eben dafür gesorgt, dass die Chiropractic Association in Großbritannien sehr, sehr viele Internetseiten vom Netz beziehungsweise so anpassen musste, dass eben dort keine Versprechungen mehr standen, die eben nicht durch wissenschaftliche Studien belegbar waren. Das würde ich schon als... Das heißt, du kannst sie dann derartig trollen, dass die dann ständig irgendwie ihre Seiten anpassen müssen, was sie dann irgendwann auch können. Oder steht halt kein Bild mehr auf den Seiten. Was ich ja spannender finde, Ralf, du hattest doch mal da diese Musikbox noch ausgegraben, also beziehungsweise diesen irgendwie... Streifen da, dieses runde Ding da, was da gegen komische Strahlung bei
Musik wirken kann, was man dann auf den Stromverteiler legt im Keller. Genau, dieser Stab, ja. Genau, und wenn man den einfach auf den Router legt, das könnte auch schon helfen. Dann könnte es auch helfen, ja, das ist genau, richtig. Genau, wir reichen Ralf Reich dazu irgendwann den Link nach. Was denn für ein... Naja. Den hat er, glaube ich, bei euch schon im Forum eingereicht. Natürlich, wir müssen mal im Forum lesen. Die große Audio-Folge steht noch aus. Ja, großartiges, Sven Rotloff sagt übrigens gerade, das war die englische Wettbewerbsbehörde. Und das Software-Tool ist von Simon Perry. Yeah, genau. Das ist der Organisator der Skeptics in the Pub in Leicester. Aber so aus ESO-Perspektive ist jetzt, glaube ich, so das Internet mit all seinen sublimen Botschaften und Gefahren noch nicht so richtig ausgebeutet, oder? Weil also in der Tat jetzt irgendwie so grüne Router und grüne Browser, die einem das dann also alles so hinfiltern und sowas unter die schädlichen 001 raus. Also ich glaube, da kann man noch Geld machen. Nein, also da ist sicherlich noch Luft nach oben. Das ist eigentlich eine gute Geschäftsidee. Das ist toll, das Dramatische ist ja tatsächlich, reich werden können wir natürlich mit dem, was wir tun, nicht. Wir könnten natürlich prima unfassbare Summen von Geld verdienen, wenn wir den Leuten halt irgendeinen parawissenschaftlichen Quatsch andrehen würden, weil wie das funktioniert, können wir inzwischen sehr gut überblicken. Habt ihr das Gefühl, dass im Internet, also es gibt ja wahnsinnig viele ESO-Shops, ne? Also wenn man mal irgendwas sucht, also ich darf das eigentlich gar nicht so laut erzählen, aber ich musste mal so Gefäße herstellen, bestellen für Kristallwasser, ja, so man so Kristalle reinlegen kann und dann halt das Wasser. Ich erzähle jetzt nicht warum. Aber jedenfalls muss ich das tun und da findet man im Internet wahnsinnig viele Anbieter dafür. Es ist irre, wie das da als Geschäftsfeld einfach beackert wird oder als Geschäftsmöglichkeit. Naja, das ist ja auch klar. Also das Produkt, also die Gewinnspanne ist bei diesen Produkten einfach unfassbar groß, ne? Also das ist halt im Prinzip, sind das ja Glaskaraffen und nur weil die dann extra für diese Kristallsteine ausgelegt sind, kosten die halt natürlich das 3- bis 6-fache von dem, was eine normale Glaskaraffe kosten würde. Und da kann man prima Geld mit verdienen. Das sah man so schön an diesem Cosiref-Spiegel, ne? Der ja irgendwie 8.000 Euro kostet oder so. Ich würde mal behaupten, die Herstellung eines solchen ist dann doch wesentlich günstiger irgendwie, ne? Also, ja. Ja, da sitzt halt das Geld. Und die Leute sind leider so blöd und kaufen den Scheiß. Ja, es ist ja alles immer, ne? Geld verschwindet ja nicht, sondern das wandert immer von A nach B und die Tranks dann auch wieder in den Mediamarkt und kaufen Fernseher. Ne? Also das ist auch alles eine große Umverteilung von denen, die es haben. Ich meine, das ist ja auch bekannt, dass diese ganzen ESO-Artikel natürlich von der Mittel- bis Oberschicht halt irgendwie doch hauptsächlich konsultiert wird. Ne? Er also, muss ja das Geld irgendwie haben. Also vielleicht ist auch alles gesellschaftlich gesunde Umverteilung. Vielleicht muss man das auch so mal diskutieren, das Ganze. Ja, wobei wenn du das natürlich so sagst, dann könnte ich daran ja auch verdienen. Dann habe ich ja gar kein schlechtes Gewissen mehr. Ja, also ich weiß nicht, ne? Also das sagt man so, dass diese Artikel eher so von Leuten gekauft werden, die zu viel Geld haben. Das mag sein, aber da gibt's natürlich auch so ganz unglückliche Fälle von Leuten, die wirklich sich überlegen müssen, wie sie ihre Existenz bestreiten, dann aber bei irgendwelchen Astrologie-Hotlines anrufen und da irgendwie hunderte von Euro lassen, ne? Also es ist schwierig. Ja. Wollen wir denn eigentlich mal zur Story der Woche kommen? Ach ja, richtig. Nee, du wolltest noch die hilfreichen oder positiven Hoaxes haben. Ja, aber ich glaube, die binde ich einfach danach ein. Okay. Aber damit wir mal dramaturgisch so wieder einen Spin kriegen. So einen Spin kriegen, genau. Sonst haben wir hinterher stundenlang. So, dann spielen wir nämlich jetzt mal das hier ein. Der Woche. Lustigerweise werde ich heute die Story Ja, alles ist ein bisschen anders in dieser Folge. Das ist der Mirror Twilight Zone. Das hat bisher nur ein einziges Mal gegeben, dass ich die Story der Woche erzählt habe. Ja, das passt eigentlich total gut jetzt zu dem letzten, was du angesprochen hast. Und zwar würde ich folgende Geschichte mal erzählen. Also du hast schon über die Gefahren des Internets gesprochen, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und ich behaupte jetzt mal, dass es eine Studie gibt, die tatsächlich schaut, welche Prominenten die gefährlichsten Prominenten im Internet sind. Gefährlich vor dem Hintergrund, dass die Seiten, die ihren Namen einbinden, am ehesten dazu neigen, Malware zu vertreiben. Ja, weil nach diesen Namen am häufigsten gesucht wird. Und ich behaupte, dass die Prominente, der tatsächlich in dieser Studie, wenn es denn so eine Studie überhaupt gibt, als am allergefährlichsten eingestuft worden ist, ne? Pamela Anderson ist. Eben nicht, sondern Britney Spears. Auch nicht, sondern Emma Watson, die Schauspielerin, die bei Harry Potter. Das sind die Nude-Fotos von Emma Watson, ne? Das.
Das weiß ich nicht. Das sagst du jetzt. Also ich glaube, ich habe es gelesen. Das ist meine Story der Woche. Also A, gibt es eine Studie, die sowas überprüft? Und wenn, ist es dann B sogar so, dass Emma Watson, die Schauspielerin, die durch die Harry Potter Filme berühmt geworden ist, der gefährlichste Celebrity im Internet ist? Okay, also dramaturgisch muss man dazu sagen, Claudia und ich kannten jetzt in der Tat nicht die Story der Woche. Das heißt, wir sind jetzt also genauso, müssen jetzt genauso spontan reagieren wie unsere Hörerinnen und Hörer im Chat. Und der Gedanke war jetzt der, dass wir uns erstmal spontan dazu verhalten und dann eine kurze Klopause einlegen, in der wir versuchen, das eben Gelernte, nämlich der richtigen Recherchestrategie anzulegen. Und zwar quasi wir gleichzeitig mit dem Chat, um zu gucken, ob wir denn dann möglichst zügig zu einer Auflösung kommen. Aber jetzt, wie versprochen, erstmal meine spontane Meinung dazu. Also ich weiß, dass Emma Watson in der Tat eine der am meist gegoogelsten Internet-Celebrities schon mal ist. Das heißt also, sie ist also niemand, der in den Google-Rankings da irgendwo auch nur im Mittelfeld schwebt, sondern sie ist also durch die Potter-Filme schon extrem bekannt geworden. Und auch durch ihre Model-Karriere, die sie angeschoben hat und so weiter. Von daher könnte ich mir das im Prinzip vorstellen, weil also du musst ja quasi um die Ecke denken, also wer Malware verbreiten will, muss sich an irgendwas dranhängen, was dann auch ein bekannter Suchbegriff ist. Ansonsten lohnt sich's ja entsprechend nicht. Ich glaube aber nicht, dass sie da wirklich auf Nummer 1 landen würde. Da hätte ich jetzt in der Tat eher irgendwie so einen Klassiker aus dem offensichtlichen Pornbereich wie irgendwie Pamela Anderson oder ähnliches vermutet. Das wäre jetzt so mein. Aber sagen wir mal so, selbst wenn es die Studie nicht gäbe, es sollte sie geben, weil also das Szenario an sich finde ich sinnvoll, das zu untersuchen, um das auch nochmal so abzuschießen. Also ich es ist ja schon aus einigen Wiki-Geeks-Folgen bekannt, dass ich durchaus dem Gossip nicht abgeneigt bin. Und ich meine deswegen genau sowas gelesen zu haben, also wie meine spontane Euphorie eben auch ausdrückte. Nude Photos! Genau, dass es diesen Nude Photos-Scandal, diesen angeblichen gegeben hat von Emma Watson. Kenn ich zum Beispiel wieder nicht, aber naja. Und dass genau in diesen Fotos den angeblichen, oder wer danach sucht und sich dann Dokumente runtergeladen hat, eben dann verseuchte Dateien sozusagen steckten. Also ich meine auf jeden Fall, das stimmt. Und ich weiß aber nicht, ob es da wirklich eine Studie zu gibt oder ob das dann quasi der falsche Part an der Sache ist oder ob das nicht einfach so eher anekdotische Evidenz oder anekdotische Empirie ist. Und weil nämlich, glaube ich, also den meistgesuchten Celebrities, also das gibt es ja auf jeden Fall, wo jedes Jahr veröffentlicht wird, wer wurde am meisten gesucht und sowas über Google und andere Suchmaschinen. Und da steht ja ziemlich regelmäßig irgendwie so jemand wie Britney Spears an erster Stelle oder Lady Gaga oder sowas. Und da vereint sich dann aber natürlich ein gewisser Celebrity-Status mit der Pornografie, die Ralf eingefordert hat, nämlich bei Emma Watson und Nude Photos. Ich bin schon am Recherchieren hier. Und deswegen glaube ich in der Tat, dass das stimmt. Also ich weiß noch nicht ganz, ob beide Parts stimmen. Also das mit Emma Watson und den Viren, Würmern und sonstigem schon, aber das andere weiß ich nicht genau. Okay. So, also wir machen jetzt in der Tat, ich muss mich auch wieder aufs Klo. Beeil dich, aber wir machen jetzt ist immer eine lange Pause, nachher bricht der Stream wieder zusammen. Nee, das klappt schon. Also alle haben jetzt mal kurz Gelegenheit. Das ist, also, was sagt denn der Chat? Ralf als Didaktiker und als Universitätslehrender sagt jetzt natürlich, jetzt ist Stillarbeit. Sehr gut. Also auch wenn ich jetzt nicht gerade nicht weiter recherchieren, aber Shades of Grey ist eine als Fanfiction entstandene Buchreihe auf 32, dann können wir das Savorus auch erzählen. Auf Twilight, also auf die Twilight Filme eher. Und ist halt wirklich als Fanfiction entstanden und dann von großen Verlag eingekauft worden für extrem viel Geld und ist dann eine dreiteilige Buchserie rausgegeben worden. Und es musste dann die Charaktere wegen Urheberrecht und sowas nochmal umbenannt werden und umgedichtet werden und gehört ehrlich gesagt, ja, das sind den Dessartkeller von Alexander. Ich hab den ersten Teil gelesen, ich fand den jetzt irgendwie so lala. Also der Elektrobier schreibt im Chat gerade, das sei ein SM-Porno, den alte Damen im Zug lesen. Im gottverdammten Zug. Und auf der Rolltreppe habe ich selber gesehen, da kam mir eine entgegen irgendwie mit einem Buch in der Hand. Sehr, das ist ja eine sehr schöne Beschreibung. Das ist dann eine andere Form von heißem SM-Scheiß. Ja, genau. Okay, ich würde sagen, wir gehen dann mal über in die Auflösung. Ja.
Story der Woche. Ja, schreiten wir zur Auflösung. Claudia, was ist dein Eindruck? Hast du recherchiert gerade? Ich habe mich gerade mit dem Chat unterhalten. Also okay. Da war ich an meiner Meinung schon sehr gefestigt. Okay. Das musste jetzt in diesem Falle gerade reichen. Also okay, ich kann einfach mal erzählen, was ich jetzt für eine Suchstrategie gemacht habe. Das erste immer war Rotzen, also, gut und gleich Scheiß da recht haben. Kein Wunder, dass wir ständig den Stream verlieren. Oh, kann man auch auf den Seiten dazu surfen, Mann. Ich habe jetzt in der Tat als allererstes mal einfach Google bemüht und mein erster Suchstring war Emma Watson Malware. Und der führt in der Tat schon zu einer sehr eindeutigen Trefferliste, nämlich dass die Geschichte offensichtlich um den 10.11. September herum irgendwo durchs Netz ging, das Jahr 2012, ist also noch nicht so richtig lange her, sondern relativ frische Geschichte. Das zweite, was einem aufgrund des Treffersets ausfällt, ist, dass es relativ breit gestreut ist, das heißt also es fängt irgendwo bei Gizmodo an und ändert bei irgendwie PC World, PC Games Hardware, deutsche Seiten sind irgendwo dazwischen. Also zumindest jetzt mein Google-Set ist dann schon relativ frisch gefüllt, ist also nicht nur irgendwie offensichtlich eine Quelle, die genannt wird. Das nächste, was auffällt, ist, wenn man dann in irgendeinen Artikel reingeht, ist, dass sie dann auch alle schon gleich so eine Ranking-Liste angeben, wo also Emma Watson auf 1 ist, Jessica Biel auf 2, Eva Mendes 3 und so weiter. Mhm. Diese Liste ist bei allen Treffern gleich, das habe ich gerade auch schon geguckt, das heißt also, sie sind zumindest schon mal konsistent. Sie haben alle voneinander abgeschrieben. Es gibt eine Quelle, von der sie entweder abgeschrieben haben oder... Also es denkt sich nicht jede Seite neu das aus. Genau, und es modifiziert sich da auch nicht, das ist ja auch so eine Sache von Hoaxes, dass sie manchmal so ein bisschen mutieren. Das war beim Aspartam aber auch nicht so, ne? Die Seiten haben wirklich auch alle voneinander... Ja, inklusive Tippfehler. Ja. Aber das wäre jetzt einfach so ein also okay. Standardannahme war, so wenn die Listen unterschiedlich sind, dann permutiert das und jeder bringt da seinen eigenen Spin rein. Mhm. Und ne, okay. Sondern offensichtlich haben sie entweder alle von derselben falschen Quelle abgeschrieben oder von derselben richtigen Quelle. Mhm. Das zweite Suchmuster, was ich dann angewendet habe, ist in der Tat dann Emma Watson Malware Hoax, um also zu gucken, ob irgendwer quasi schon mal dazu den was publiziert hat, dass dem nicht so wäre. Und da finde ich in der Tat exakt keinen vernünftigen Hinweis drauf in der irgendwie Top 20, sondern im Gegenteil, es werden dann auch immer noch die original berichtenden Seiten rausgegeben. Von daher würde ich jetzt also mit der investierten Recherchezeit von jetzt irgendwie 5 Minuten vermuten, dass es in der Tat wahr ist. Soll ich sagen? Ja. Ja. Es ist tatsächlich eine wahre Geschichte. Die Studie wird gemacht von McAfee. McAfee macht das, genau, ja. Der Virenscanner. Die machen das in der Tat und tatsächlich ist es so, dass bei Emma Watson am allermeisten Internetseiten mit Malware verlinkt sind offensichtlich und die haben ein internes Ranking der Prominenten, die tatsächlich gefährlich für den Rechner sein können und führen das jedes Jahr. Und da ist es tatsächlich so. Und dass scheinbar Emma Watson die gefährlichste Prominente ist, was Malware angeht. Insofern klingt es sehr, sehr verrückt. Man würde auch eher vermuten, dass es wer anders ist, aber... Ja, also aus meinem Gossip-Erfahrung herausgesprochen würde ich jetzt auch sagen, dass die gefährlichste Celebrity ohne Malware dahinter, ohne diesen Spin, Lindsay Lohan ist, aber... Das ist was ganz was anderes. Da gibt es dann ja auch schon die offiziellen Nude-Fotos von, das ist dann ja auch nicht mehr so spannend. Ja, also insgesamt finde ich die Liste relativ interessant, weil da jetzt also eigentlich so keine der üblichen Verdächtigen drauf saß, hätte ich jetzt so gesagt. Vielleicht ist das aber gerade das Perfide, dass man bei Lindsay Lohan oder bei Paris Hilton das sowieso vermutet, dass da auch Schweinkram hinterhängt und bei so einem unschuldigen Wesen wie Emma Watson... Bobby, die man gerne als Tochter haben möchte. Ich glaube in der Tat, das ist, was du gerade gesagt hast, da hat man eben schon offizielle Nacktfotos gesehen, sozusagen, also offiziell in Anführungszeichen, dass das eine Rolle spielt einfach. Und Ja. Sehr schön. Wunderbar. Okay. Damit kommen wir ganz, ganz fix. Ich werde jetzt auch viel stärker auf die Uhrzeit achten als bei dem nächsten. Also erst bei dem vorherigen Blog. Also wir haben jetzt noch so gefühlt 3 Stunden vor. Schon mal vor. Ja, ich glaube nicht. Wenn ich hier wieder meine Zicke raushängen lassen darf, meine Zeitzicke dann nicht. Ich kann noch Zeitzicke. Ich bin keine Zimtzicke, ich bin eine cool. Zeitzicke. Ich hau mal einen Trenner rein. Sehr gerne. Das ist auch ein schöner Podcast, aber die Zeitzicken. Wieder in den Trailer gequatscht. Hast du gehört? Damn, sonst damn. Warum quatschen eigentlich immer Frauen in unsere Trailer rein? Weil Frauen generell nicht aufhören können zu reden. Das würde ich ja sonst eher Ralf unterstellen, aber echt. Mach nochmal. Ja, genau. Nächster Versuch. Jetzt einer für die Ehre. Die Themen. Haben wir noch Themen? Oh. Ah, ganz tief aus der Internet-Kabelkiste.
Es geht jetzt ein bisschen, also wir hatten ja im ersten Block oder für den ersten Block sollte eigentlich eben dieses, was wir dann am Ende angesprochen haben, eben das Biotop oder das Feindesland ein bisschen das Überthema sein. Und was wir eben dann doch schon mal bei den WikiGeeks auch hatten, aber uns eben auch ein bisschen weiter umgetrieben hat, waren die beiden Lager und die Lobbykultur, die sie entwickeln und auch die Gegeneinanderkultur, die sie im Internet fahren. Also da auch wirklich dann auch wieder auf Web bezogen eher mit durchaus erstmal Foren und Seiten, die sie beide auffahren und die gegeneinander gestellt sind, und dann aber eben auch Social-Media-Kampagnen, die zum Beispiel gegeneinander gefahren sind. Das wird uns jetzt hier noch ein bisschen umtreiben. Wir haben einiges davon vielleicht auch schon im ersten Block besprochen, deswegen gehen wir da jetzt ein bisschen schneller durch. Mhm. Und die erste Frage, die Ralf hierzu notiert hatte, mal war, ob es eigentlich überhaupt klar getrennte Lager gibt. Also ihr hattet ja eben auch schon ein bisschen angefügt, dass es eigentlich alles sehr divers ist und sehr dispers vor allen Dingen auch. Und ob man da aber trotzdem eine Trennlinie irgendwo ausmachen kann. Willst du vielleicht mal was dazu sagen? Mach du mal ruhig. Ich weiß, dass du schon wieder am Scharren bist. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich finde, dass es wirklich sich trotz der Vielfalt im Netz um zwei relativ klar getrennte Lager handelt, kann man allein aus der Diskussionskultur schon ablesen, weil die wirklich, und da spielt natürlich das Internet auch wieder eine Rolle, Züge annimmt, die wirklich, sagen wir schon, über das normale Maß hinausgeht. Das heißt, diese Anonymität, die du auch im Internet hast, das sieht man ja auch ganz oft irgendwie bei Kommentaren unter Artikeln und so weiter, die verleitet natürlich auch dazu, deine Meinung noch wesentlich dezidierter kundzutun, als du das vielleicht, wenn du demjenigen gegenüber sitzen würdest, machen würdest. Und ich finde, dass die ESOs, um diesen Begriff nochmal zu verwenden, sich schon genau wie die Skeptiker als Gruppe wahrnehmen und dass dann wirklich auch teilweise Gruppen gegeneinander arbeiten. Oder zumindest sich nicht auf einem Level bewegen, wo sie vernünftig diskutieren können. Mhm, okay. Also ich sehe das auch so. Es gibt ganz klar getrennte Lager. Und die Diskussionskultur, die du da beschreibst, die möchte ich schon fast als gar keine Kultur mehr bezeichnen. Ja, das gut. Ist halt offener Krieg, der gerade in Diskussionsspalten stattfindet. Mhm. Was ich daran interessant finde, ist, dass wir da noch nicht auf dem Schirm scheinbar sind. Wir fliegen unter dem Radar. Also noch fliegen wir unter dem Radar der ESOs ganz offensichtlich, denn wenn ich mir so Seiten wie die von Florian Freistetter angucke, der als Feindbild offensichtlich identifiziert worden ist und da also unfassbare Kommentarschlachten schlägt. Das haben wir nicht. Mhm. Aber die gibt es in der Tat. Und ich finde tatsächlich, und das finde ich auch sehr bedauerlich, dass die ESO-Lobby, um den Begriff zu nennen und ihn auch jetzt langsam zu überstrapazieren, da deutlich besser aufgestellt ist als die skeptische Lobby. Ich finde, dass die Öffentlichkeitsarbeit der Skeptiker, was das Internet angeht, noch viel Verbesserungsraum beinhaltet. Die GWUP hat ein Internetportal mit vielen Artikeln. Wenn man dann es findet, findet man dort sehr viel Material. Es gibt einen Blog der GWUP. Mhm. Ich finde aber, dass die GWUP, die ja eigentlich sozusagen die Instanz sein sollte für wissenschaftlich kritisches Denken in Deutschland, noch nicht etabliert genug im Internet ist. Die Facebook-Seite zum Beispiel mit 5000 Likes, glaube ich, die die Roundabout gerade haben, die läuft ganz gut. Mhm. Ich glaube auch, dass sie da durchaus Inhalte vermitteln können. Auch bei Twitter sind sie relativ aktiv. Ja, ich wollte gerade sagen, Twitter machen viel. Also da auf der Ebene schon, aber ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Und ich glaube, da sind wir, ohne dass wir jetzt zu sehr in unser Horn tuten wollen, aber wir sicherlich eine gute Ergänzung, um über die Schiene Podcast, also Podcast-hörende Menschen, an das wissenschaftlich-kritische Denken heranzubringen und dann darüber und über unsere Quellen, die wir nennen, über unsere Quellen, die wir verlinken, da so den Fokus auch drauf zu setzen. Es braucht halt irgendeinen Einflugstor. Was mich dabei jetzt wundert, ist Folgendes. Man könnte jetzt mal von einer etwas naiven Position aus formulieren, dass ja die Skeptikerbewegung oder der rationalen Wissenschaft, wie auch immer, ja eigentlich ein doch einigermaßen konsistentes auch von außen irgendwie erkennbares Grundset an Überzeugungen und
wie irgendwie jetzt mit dem ganzen Thema umgegangen werden sollte, verfügt. Ja, also entweder man glaubt halt daran, dass Sachen wissenschaftlich bewiesen werden sollten oder halt nicht. Ja, und die, die es halt nicht tun, die sind halt in einem anderen Lager drin. So, aber aus meiner Wahrnehmung ist dieses andere Lager doch viel, viel heterogener aufgestellt. Das heißt also, die hängen doch alle eigentlich Theorien und Prinzipien und Modellen an, die sich teilweise völlig diametral widersprechen. Ja? Mhm. Und wie schaffen die es dann, diesen völligen Zoo von unterschiedlichen Auffassungen und Ideologien dann scheinbar trotzdem im Sinne von auch Kampagnenfähigkeit und sowas irgendwie unter ein Level zu kriegen? Du hast es aber gerade schon gesagt, genau in dem, wie du es gesagt hast. Denn das, was sie alle eint, ist das Misstrauen der Wissenschaft gegenüber, die ihr Wissen vernichten will, nicht zulassen will. Finanzielle Interessen stehen dahinter. Das heißt, das ist so ein Kriterium, was all diese Leute gemeinsames Feindbild quasi. Genau, sie haben ein gemeinsames Feindbild und sie sagen alle, naja, ich bin aber auch tolerant genug, auch dein Weltbild zu akzeptieren, nur die böse Wissenschaft akzeptiert uns beide ja nicht. Ja. Das ist das Entscheidende. Geht, genau. Und deshalb können die sich besser da vernetzen und können immer der Wissenschaft vorwerfen, sie würden Böses vorhaben. Ja. Also das ist tatsächlich so ein gemeinsamer. Weil der Weltgeist so breit ist, dass er das alles unter seine Fittiche nehmen kann. Das ist fast so etwas wie ein paralleles Weltbild, das da entworfen wird. Das und das haben wir auch immer wieder festgestellt, in sich durchaus zumindest konsistent ist. Ne? Also das ist sozusagen ein Gegenentwurf zu einer realistisch betrachteten Welt. Also und bedeutet im Klartext, wenn du anfängst, an eine Sache zu glauben, dann ist es viel, viel einfacher, auch an die nächste und die nächste und die nächste zu glauben. Und das schafft natürlich dann auch wesentlich mehr Verbundenheit der Szene, die auf den ersten Blick sehr, sehr vielfältig und heterogen scheinen mag. Ich würde gerne mal auf den Punkt kommen mit den, also wir haben jetzt die beiden Lager, glaube ich, gut skizziert auch, die es so gibt und die sich da gegenüberstehen. Wie sieht das aus, wie organisieren die sich? Also von der GWUP gibt es ein Interview mit dem Vorsitzenden, ihr könnt mir sicher den Namen gleich auch noch nennen. Amadeo Sharma. Und der hat ihm gesagt, dass es gerade in den letzten zwei Jahren, also dass es 2001, 2002 einen großen Peak gab in den Mitgliederzahlen und dass es dann 2011, 2012 jetzt nochmal nach oben ging und dass er das durchaus auch darauf zurückführt, dass die GWUP eine sehr gute Internetstrategie hat, eine sehr gute Social-Media-Strategie hat und da eben sehr präsent ist und eben die Leute quasi mit diesem bösen journalistischen Begriff des Abholens dann auch eben abholt. Das mag in Teilen stimmen. Also du hast es, Alexander, gerade erwähnt, also was Twitter und Facebook, also diese Social-Media-Schiene angeht, finde ich, machen die wirklich einen guten Job. Auch der Gewupp-Blog ist im Prinzip wirklich eine schöne Quelle und auch etwas, wo man auf jeden Fall mal vorbeischauen wollte. Man kann da auch kritische Dinge anmerken, das will ich jetzt im Detail, aber nicht unbedingt. Ist auf jeden Fall eine feine Sache, aber ich finde, wo noch wirklich Spielraum zur Verbesserung zum Beispiel ist, ist, dass die Gewupp kein Forum hat in der Form, wo man sich wirklich mal als Plattform treffen kann im Netz irgendwie oder ein Chat oder sowas in der Richtung und sich wirklich mal aktiv austauschen kann. Mhm. Also es gibt durchaus noch Dinge, die man da irgendwie machen könnte. Also die haben quasi ihre Internetseite, ihren Blog und Twitter und Facebook. Sie haben einen Twitter, Facebook-Account und das war's dann aber. Sie sind auch bei Google Plus, aber das zählt ja eh nicht mehr. Okay. Also das ist ja so, das hängt los. Okay. Und also da ist auch so die Durchdringung dieser Medien ist halt immer unterschiedlich. Also es sind halt wenige Leute, die diese Kanäle befüllen. Wenn die Zeit haben, gibt es ein gutes Management von News und solchen Dingen, die vermittelt werden. Wenn da aber jemand gerade zeitlich gebunden ist, das ist halt ein Verein mit lauter Ehrenamtlern. Und dann kann das auch mal sein, dass die Kanäle relativ schweigsam sind für eine gewisse Zeit und gewisse Dinge auch nicht abgebildet werden. Also wenn das läuft, dann läuft das gut, aber es könnte halt insgesamt noch straffer organisiert werden. Das ist, glaube ich, durchaus ein Problem. Und also ich selber bin zum Beispiel auch ein Verfechter davon, dass zum Beispiel die Zeitschrift der Skeptiker digital verfügbar sein sollte. Oh, sie tatsächlich nicht. Ne? Man kann nur die Cover abrufen und teilweise nachbestellen, auf dann auch wieder totes Baumwolle. Aber das würde dem Ganzen nochmal so einen richtigen Spin geben, wenn die das machen würden. Okay. Gut, also von hier aus gemeinsamer Wunsch, Appell. Bitte. Bombardiert die mal mit Mails. Ja, also das verstehe ich auch überhaupt nicht, was da irgendwie, also ich abonniere die auch seit irgendwie 4 Monaten oder sowas, also noch ganz frisch dabei, aber die ist schon also extrem
kurzweilig. Also ich lese das echt gerne. Ja, ja. Also, genau, und man kann da auch konkret sagen, Alex musste, bevor wir heute hier aufgelaufen sind, überhaupt dir die Zeitschrift raus oder die Ausgabe raussuchen mit den Kabelklang. Mit dem Kabelklang, ja. Sonst wärst du gar nicht in den Zug nach Hamburg gestiegen. Genau, das ist der eigentliche Grund, warum ich hier nach Hamburg pilgern musste. Weil das dann in der Tat auch eine Sache ist, wenn dann sowas ausverkauft ist, dann ist es ausverkauft. Das ist bei dieser Ausgabe genau der Fall. Das heißt, die ist nicht mehr verfügbar. Und man kommt dann tatsächlich überhaupt nicht mehr dran. Also das ist eine moderne Variante des Depublizierens, um unsere letzte Folge aufzugreifen. Also man verbaut sich ja immer noch damit. Ja, das sind so viele Dinge, weil ich will mich da auch dann nicht zu sehr in die Vereinsinterne einmischen. Das sind halt Vereinsentscheidungen, die muss man so hinnehmen. Es gibt einen Vorstand. Und wir fahren da aber natürlich als Vuxilla eben eine ganz andere. Es darf ja auch Geld kosten. Ja, das ist ja auch total okay, wenn ihr da nicht reinreden wollt. Aber es ist natürlich erstmal aus einer Perspektive. Also im Chat wurde es auch gerade gesagt. Und ich meine, das ist auch ich bin ja auch in dem Bereich durchaus unterwegs, aus einer medienpublizistischen Perspektive, wo dann in modernen Produktionsabläufen ohnehin PDFs erstellt werden, ja, damit die an die Druckerei gehen. Also die sind vorhanden. Das ist alles digital da. Sagen wir, es ist hinterweltlerisch. Ja, und es ist zukunftsfeindlich. Ja, also das können gerne an dieser Stelle wir sagen. Wir sind nämlich keine GWUP. Genau, ich sage das jetzt als Abonnent dieser Zeitschrift. Ja, Kinders, kommt mal da auf die Kette. Wobei du die CT mit großem Protest abgemeldet hast, weil es kein reines iPad Abo gibt sozusagen, also kein digitales Abo. Den Skeptiker abonnierst du aber trotzdem, obwohl es überhaupt keine digitale Version gibt. Das ist auch ein bisschen inkonsequent. Ja, das ist dann vielleicht meine Form der irgendwie Subvention. Das ist eher so ein Spendending dann. Ja. Lest ihr eigentlich systematisch den Kommentarbereich von irgendwie Spiegel Online und Bild, wenn entsprechende Artikel drin laufen? Auch wenn ich mich jedes Mal wieder dann irgendwie ärgere. Kommentarbereich heißt also, wo dann also wirklich alle Leser und Leserinnen halt kommentieren und dann über zu mittelmäßig interessanten Themen schon so 400 bis 800 Kommentare dann irgendwie aufschlagen. Tue ich immer, wobei ich dann relativ schnell merke, dass mir das nicht gut tut. Okay, ja. Schreibst du da selber auch? Wenn ich mich sehr, sehr aufrege, ja. Wann hast du dich zum letzten Mal sehr, sehr aufgeregt? Und worüber? Das ist in der Tat schon eine ganze Weile her. Und ich weiß auch gar nicht mehr, das war irgendwas mit der, ich meine sogar, das war was mit der Viadrina. Also nicht Viadrina, man sagt ja immer Viadrina, das ist die Universität. Die Hogwarts an der Oder-Universität, also ihr kennt die Portale. Genau, ich glaube, darum ging es irgendwie. Und da konnte ich nicht an mich halten. Ich weiß aber nicht mehr, was ich geschrieben habe. Aber ich weiß, man sollte sich da auch nicht irgendwie, sagen wir mal so, davon runterziehen lassen. Ja, also ich finde, das ist halt auch eine wichtige Ebene von Sichtbarkeit einfach, ne, für eine Position, dass man, aktueller Aufhänger ist, dass Bild.de jetzt vor 2 Tagen, glaube ich, dieses neue Buch über Homöopathie, hallo, schon wieder, die Homöopathie-Lüge heißt es, glaube ich, wir werden es in den Shownotes nochmal verlinken, es bekommt relativ gute Rezensionen gerade. Wurde es halt auch in der Bild vorgestellt, mit dem auch schon wieder irgendwie zweifelhaften Bildüberschrift irgendwie alles nur eine Lüge, Fragezeichen. So als ob wir das nicht schon seit 10 Jahren wüssten. Egal. Ausrufungszeichen und wie seit 10 Jahren, wie auch immer. Aber interessant ist dann wieder. Weil wahrscheinlich bei Bild auch die Volksglobuli verkauft werden. Ja. Die Volksglobuli. Von Nordzucker produziert. Im richtig großen Stil. Sehr schön. Gibt's übrigens bei Aldi. Nordzucker Volksglobuli. Das ist doch super, oder? Ein Kilopaket. Hilft gegen alles. Hilft gegen einfach mal alles. Sehr schön. Ja, klasse. Ja, unter diesem Bild.de-Artikel, der also extrem kurz auch einfach war, aber nun Bild halt, schnell auf den Punkt und so, jetzt war Fokus, war dann eine Abstimmung pro Contra. Also glauben Sie an die Wirksamkeit von irgendwie Homöopathie, ja, nein? Und als ich dann also natürlich auf Nein geklickt habe, war also das Voting irgendwie 50.000 hatten sich beteiligt und es war ziemlich genau 50-50 von der Verteilung. Man sieht es dann ja erst, wenn man selber abgestimmt hat, was auch ganz clever ist an der Stelle. Und das bildete sich auch in den Kommentaren ab. Das heißt also, man kriegt dann ja auch bei Bild.de dann auch so ein Ranking wiederum, so ein Relevanz-Ranking. Was sind die meist kommentiertesten und die meist bewertetsten Kommentare? Und da waren also die ersten 5 wieder auch 50-50 verteilt. Also irgendeine Krankenschwester hat gesagt, irgendwie funktioniert überhaupt nicht und alles Humbug. Und der erste Kommentar auf die Krankenschwester war dann richtig so reingeballert. So, da haben Sie als Krankenschwester ja in den letzten Jahren nicht wirklich was gelernt. Ja, oder nichts seit Ihrer Ausbildung und so weiter. Also
da tobt es ganz offen. Mh, ja. Was jetzt aber auch gerade aus dem Chat angemerkt wird, und Ralf, was ja eigentlich auch eine Position von dir ist und auch jetzt vielleicht auch sich ein bisschen aus einer Überschrift in dem Artikel widerspiegelt, ist, dass der Artikel eigentlich nicht schlecht war. Das stimmt, und mich hat auch gewundert, wie doch recht. Der war okay erstmal. Ja, also es mag dann sein, also Überschriften, finde ich, sind dann immer nochmal ein Problem von Online-Portalen, die man nicht unbedingt den Autoren anlasten kann, sondern ganz anderen Menschen. Korrekt. Und auch die Kommentare, ich glaube, also meine Grundthese im Moment ist eigentlich, dass man 80% der Kommentare unter Online-Magazinen oder Online-Portalen bitte ignorieren sollte, sowohl auch so Bild, Spiegel, das tut sich einfach an. Ihr habt ja den Postillon-Artikel zum Space Jam mitbekommen, ne? Und den Shitstorm, der da losgebrochen wurde. Nee, das hat nicht, weil da lese ich auch nicht mehr, weil da mich mindestens 80% der Kommentare frustrieren, also die nicht merken, dass es eine Satire ist. Ja, weil das war gerade da besonders lustig, wo dann also der Postillon mit der Schlagzeile aufmachte, Space Jam ungültig, er ist übergetrieben. Und es sah so wirklich geil. Leute gab. Das habe ich so schön. Tja, wie könnt ihr denn diese Großtat für ungültig erklären? Aber, ja, und also wir sprechen ja hier über das Internet und das Internet als Abbild der Gesellschaft. Wir haben am Anfang, oder ich habe das vielmehr gesagt, dass das Internet bildet genau unsere Gesellschaft ab. Ja, mag sein, aber es ist auch tatsächlich so, dass du mit dieser Anonymität eben aggressiver wirst. Also wir haben bei der 1023... Du hast unsere letzte Folge nicht gehört. Da gibt es Studien aus den USA. Echt? Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt. Okay, also ich meine nur aus... Nee, es sind noch nicht mal Amis, sondern es waren, wo kam die her, die Studie? ETH Zürich. ETH Zürich. Ja. Also ich bin aber dennoch der Meinung, du kannst mit den Leuten irgendwie besser diskutieren, wenn du die tatsächlich im Gespräch triffst und sei es auch nur irgendwie... Ja, die Unterscheidung ist legitim, aber was die ETH halt untersucht hat, ist Chatverhalten, Pseudonym-Chats versus Real-Name-Chats. Mhm. Also es war in beiden Fällen digital und es war in beiden Fällen Chats, aber es war halt die Unterscheidung war halt, sind sie komplett anonym oder sind sie quasi mit ihrem Real-Name-Namen drin, aber die Chat-Situation als solches war halt nach wie vor digital und die haben rausgefunden, dass es also signifikant überhaupt keinen Unterschied macht. Okay. Sondern im Teil. Oder ist es dann vielleicht eher die Tatsache, dass du halt gerade wenn es um Kommentare unter Artikeln geht, irgendwie ein super knackiges, kurzes Statement abgeben willst, was deine verdammte Meinung zu dem Thema ist und gar nicht wirklich diskutieren willst. Also ich weiß es nicht, weil ich finde, der Ton ist einfach aggressiver in diesem Kommentar. Threads, das ist... Es unterscheidet sich, glaube ich, auch nochmal. Das hatten wir ja auch in der letzten Folge ein bisschen diese Unterscheidung angesprochen zwischen normalen, also normalen Treuen. Nein, wir reichen auch an dieser Stelle keine Definition rein. Und und den Kommentartrollen sozusagen dann. Also und da gibt es ja dann durchaus auch nochmal dann weitere Studien, welche Kommentare dazu anregen, dass darauf geantwortet wird, welche nicht dazu anregen, wie dann der Tonfall ist, wie viel Prozent da beleidigend sind, wie viel Prozent persönlich werden. Und ich glaube, Kommentare sind natürlich nochmal eine Welt für sich. Es lief gerade die CVK 2012, also die Fachkonferenz Computervermittelte Kommunikation der Gesellschaft, Ralf, wie heißen sie? DGPUK? DGPUK, Gesellschaft für Publizistik und Kommunikationswissenschaft, Deutsche Gesellschaft. Genau, die lief gerade und die hatten da auch genau solche neuen Studienansätze vorgestellt, wie das gerade auch bei, in dem Fall waren es politische Themen zur Landtagswahl NRW war und wie da wie geantwortet wurde. Sowas. Also sehr spannendes Feld. Möchten wir, glaube ich, auch gerade gar nicht weiter drauf eingehen. Okay. Also was ich nur sagen wollte ist, ich glaube in der Tat, dass also Ralf, das ist ja auch deine These, Bild ist nicht in allen Sachen schlecht und die Bild trollt eigentlich einen insofern, als dass sie manchmal richtig gute Sachen hat und dann wieder in ihr normales Muster verfällt. Ja, die sind einfach schlicht unberechenbar. So, und genau das Gleiche macht aber meiner Meinung nach Spiegel Online. Ja. Das ist genau das Gleiche mittlerweile, noch nicht mal in einer anderen Farbe. Und dass Kommentare, glaube ich, werden einfach überall durch die Bank weg. Schlecht. Also es kommt auch häufig auf das Thema an. Vielleicht sieht dann auch gerade so ein Thema wie Homöopathie Kommentartrolle dann an. Denn ich glaube auch, wenn man bei Zeit Online das Gleiche liest und sich die Kommentare anguckt, ist genauso furchtbar. Ja klar. Also das ist nicht von also jetzt irgendwie für ein spezifisches Medium. So. Kennt oder ihr eigentlich, Zeitung? Das ist jetzt eine Fangfrage, weil ich kenne für mich persönlich die Antwort schon. Kennt ihr irgendein Internetbiotop, in dem ESOs und Skeptiker eigentlich friedlich nebeneinander vegetieren und voneinander wissen und das irgendwie wie dann doch mehr oder weniger miteinander klarkommen? Oder würdet ihr sagen, das ist per se komplett auf ewig unvereinbar? Ja, das ist jetzt die Frage, wie du Biotope definieren willst. Twitter und Facebook, da sind die unterwegs und berühren sich dann vielleicht nicht. Ne? Aber
Also Biotop meinst du schon eher so in Richtung Forum? Also ein Forensystem beispielsweise. Mhm. Nutzt ja keiner mehr angeblich. Okay, das war vielleicht auch insofern eine fiese Frage, weil das halt wieder ein Hint ist auf das Thema, was überfällig ist in Auxilla. Okay. In der Tat. Oder generell halt HiFi-Hoaxes, ja, also die HiFi-ESO-Szene, weil bei HiFi-Forum.de... Lass uns das bitte dieses Jahr noch machen, das wäre schon sehr wichtig. Endlich Ruhe gibt. Weil also da spielt auch das halt rein. Das ist also ein Forum, in dem also wirklich dann die sogenannten Goldohren, die also noch die kleinsten Unterschiede hören und die Holzohren, mittlerweile meiner Wahrnehmung nach einigermaßen friedlich nebeneinander existieren, weil sie sich einfach schon 10 Jahre lang aneinander abgearbeitet haben. Ja? Und es ist also völlig klar, dass du die Gegenseite halt mit was für Argumenten auch immer nicht mehr überzeugen kannst. Ja? Und jetzt leben die halt vor sich hin und die Goldohren haben ihr spezielles Unterforum, was dann auch HiFi Voodoo heißt. Aber damit finden sie sich dann auch ganz okay, ja, dass das Voodoo heißt. Und können sie dann auch leben. Ja. Also irgendwo hat es dadurch, dass sie so ständig und so lange sich an so vielen Fronten aneinander abgearbeitet haben, irgendwann ist da von meiner Wahrnehmung her sowas wie Waffenstillstand oder Frieden eingekehrt. Das finde ich also Donnerwetter. Ganz faszinierend. Ja. Darum dachte ich, frag mal nach. Ja. Aus dem Chat kam gerade Orm Mystery als Forum, wo irgendwie alle nebeneinander existieren können. Also ich kenne es gar nicht. Ich spring da gelegentlich rein. Ja. Das kann sein, dass die ja gemeinsam da existieren. Ja, aber das mag sein, doch wenn ich da mal im Forum so gucke bei bestimmten Themen. Ja, das stimmt, dass da teilweise wirklich die Posts in die eine und in die andere Richtung gehen. Ja. Ja. Interessant. Also ich kenne es in der Tat gar nicht. Die Adresse ist, glaube ich, allmystery.de wurde gerade reingegeben. Mhm. Lustig, dass so eine allmystery, also auf Englisch eine .de Domain hat, Endung hat. Naja. Um da mal weiterzugehen bei dem Thema. Ralf, was hattest du dir noch so gedacht? Sonst sag ich was. Also ich hatte noch einen Nachklapp eigentlich aus dem letzten Themenblock, aber der ist trotzdem eigentlich auch schön, weil es... Ich dachte, den wolltest du nicht mehr. Ja, aber da ein paar gute Sachen liegen da noch rum. Bilder-Hoaxes macht ja relativ wenige, aber da ist das Internet ja auch ein extrem dankbares Beispiel. Also einfach retuschierte digitale Bilder. Ja. Habt ihr dazu schon mal irgendwas gemacht? Nee, weil wir machen Audio und da ist es einfach schöner. Ja, okay. Das ist halt schöner. Nächste Frage. Sehr schöne Antwort, dankeschön. Aber einfach nur ein Beispiel, was mich selber auch wieder erschüttert hat in der Recherche dieser Folge, weil ich todsicher davon ausgegangen war, dass es in der Tat so war, ist dieses Bild von George W. Bush, der im Kindergarten sitzt und das Kinderbuch falsch rumhält. Ja, dass das also gar nicht lesen kann. Und neben ihm sitzt ja das Kiddie, was irgendwie da das Märchen vorstellt. Und George W. Bush, völlig gehirndement, hält also da sein Lesebuch falsch rum. Ja. Ist in der Tat ein Bild-Internet-Hoax. Das heißt also, es gibt das Originalbild, wo man also sehen kann, dass er das Buch in der Tat richtig rumhält. Und dass also einfach dann irgendjemand das anders rummontiert, was mit Photoshop einigermaßen trivial ist. Also es wäre sicherlich ein super schönes Thema. Es gibt da ja auch irgendwie, weiß ich nicht, diese Wolkenformation irgendwie, 11. September, wo dann der Teufel drin oder ist. So. Also da kann man bestimmt tolle Sachen machen. Ist halt nur schwierig. Alles, was die Bildergeschichten hier, das sehe ich spontan ein. Es sei denn, wir wären wirklich gut darin, das zu beschreiben. Bonsai-Kitten war auch so eine Geschichte, ne? Mit den Katzen, die in Glaskästen großgezogen werden und so. Das sind alles so sehr internetspezifische Hoaxes. Stimmt. Wie schaut das aus? Habt ihr das Gefühl, dass Deutschland da besonders problematisch ist, aufgestellt ist mit Gegenbewegungen oder ist das weltweit ein Phänomen? Das ist einfach also so. Meinst du mit Skeptiker versus ESOs oder so? Nö, absolut nicht. Sind wir vielleicht sogar noch moderat hier? Das möchte ich jetzt auch nicht unbedingt behaupten, aber ich weiß, dass Großbritannien und die USA da sicherlich wirklich an allen Fronten genauso unterwegs sind, wie wir auch in Deutschland. Auch homöopathietechnisch? Also das habe ich immer so als spezifisch deutsches Problem wahrgenommen. Das kriegen die Amis, das haben die Amis von uns gekriegt. Das sagte Emma, sagte Rebecca Watson im Interview irgendwie damals bei uns. Irgendwie sie haben uns den Kreationismus irgendwie angedreht und dafür haben die Amis von uns halt die Homöopathie gekriegt. Das ist irgendwie so ein Geben und Nehmen. Weil das Thema bei uns größer ist als in den Vereinigten Staaten. Ja. In England sind die Chiropractics, die Paramedizin aufgefallen sind. Wir haben hier gerade irgendwie so einen Störkanal. Ja, das sieht auch aus, der noch so. Einfach weiterreden. Genau. Ganz so. Chiropractica, die also da tatsächlich mit Chiropraktik, nicht so wie wir das verstehen, sondern wirklich
ja, holistische Körpermedizin letztendlich betreiben wollen. Das ist ein großes Problem in Großbritannien. Aber die Bewegung gibt es insgesamt weltweit und man muss da an der Stelle auch nochmal in die dritte Welt schauen, wenn wir auf den afrikanischen Kontinent schauen. Da ist es halt auch so doch auch sehr dramatisch, weil es da zum Beispiel ja Situationen gibt, wo Albinos gesteinigt werden, weil sie als Besonderheit der Natur gesehen werden und zum Teil getötet werden und man nimmt sich dann Finger von ihnen als magischen Schutzzauber, die man dann abtrennt. Also da du hast es halt komplett in der Welt verteilt und wir sind natürlich hier in der ersten Welt, schreiben wir uns da in irgendwelchen Kommentaren und steinigen vielleicht keine Menschen mehr, aber so diese Differenzierung gibt es sicherlich auf der ganzen Welt zwischen Esos und Leuten, die eher der Wissenschaft zugetan sind. Und dann hast du Länder, gerade auch so im arabischen Raum, wo zum Beispiel auch du ein großes Problem damit hast, dass Forschung ein Stück weit durch Glauben behindert wird. Das gibt es durchaus auch. Wenn also jemand sehr streng an den Koran glaubt, bestimmte Forschungsgebiete auch gar nicht mehr gefördert werden dann vom Land. Also das ist dann, also das ist so inhärent eine Bremsung des wissenschaftlich kritischen Denkens. Ja. Wer ist besser organisiert? Sind die Esoteriker besser organisiert oder sind die, also ich habe schon, oder halt die Skeptiker besser organisiert? Ich habe schon gesagt, dass die Skeptiker bei der Vernetzung nicht so gut sind. Wir hatten aber mal das Beispiel bei uns mit den bezahlten Artikeln, die geschrieben wurden sozusagen. Also mit dem einen Kommentatoren beziehungsweise Kritiker, der für eine Zeitung arbeitete und von einem irgendeinem Lobbyverband war der bezahlt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Also wo habt ihr das Gefühl, wer ist besser aufgestellt? Und wo sitzt mehr Geld hinter? Ja, das ist nämlich das eigentliche Thema. Also ich finde schon, dass die ESO-Lobby allein deswegen auch in ihrer Marketingstrategie aggressiver und vielleicht auch ein bisschen besser ist, auch in der Internet-Marketing-Strategie, weil da eben auch Geld rausgeholt wird ohne Ende. Die gehen mit Sicherheit auch was Werbung angeht und wirklich auf die Leute zugehen, an die Leute rangehen, aggressiver vor. Also ich glaube tatsächlich, dass mehr Geld natürlich in der Wissenschaft steckt, weil wir gerade in Deutschland als Forschungsstandorte unfassbar viel Steuergeld in Forschung stecken, in allen Belangen natürlich. Also bei allem jammern auf hohem Niveau. So, ist das so? Also das muss man mal ganz klar sagen. Das große Problem, was wir haben, ist, glaube ich, das Problem, dass Wissenschaftskommunikation in Deutschland keine Tradition hat. Das Geld geht in die Forschung hinein, was ich ja super finde, aber kaum jemand weiß, was mit dem Geld passiert an den Universitäten. Kaum jemand weiß, was im Bereich der Grundlagenforschung stattfindet. Und viele Menschen sind, wenn ein Rover auf dem Mars landet, irgendwie angenervt und sagen, die Kohle hätte man anders verwenden können. Was geht mich das an, was die da irgendwie auf der ISS treiben oder genau. so? Genau. Und verkennen dabei, dass natürlich auch deutsche Arbeitsplätze an so einem Unternehmen beteiligt sind. Denn aber da kommt doch das Teflon her, das krebserregende. Und der Space Pen. Das sind übrigens gleich zwei falsche Dinge, die du gerade gesagt Darum hast. Darum habe ich sie reingeworfen. Aber ich habe das so gelesen im Internet. Das war ein bisschen weitergesponnen. Also eins unserer, oder was uns auch persönlich ein bisschen umtreibt, ist diese Open Access-Thematik. Also wenn man sowas weitertreiben würde und wenn eben auch Grundlagenforschung frei verfügbar wäre, wäre das irgendwie was. Das ist das gleiche Problem mit dem Skeptiker. Also normalerweise sollten halt die Forschungsergebnisse für jeden frei im Internet abrufbar und verfügbar sein. Weil wir haben das ja alle bezahlt. Ja, wobei natürlich die Einordnung für den Laien da auch fast unmöglich ist. Also du brauchst dann letztendlich schon jemanden, der dir das auch erklärt, was da passiert. Denn der Nicht-Akademiker kann mit einer guten Studie auch nichts anfangen, weil er die nicht interpretieren kann. Der liest das Abstract, der bekommt das Versuchsdesign, der bekommt eine statistische Auswertung, hat keine Ahnung von dem, was da steht. Also, du musst jemanden haben, der eben das erklärt, der es runterbricht und dann das greifbar macht. Und dann kann man es auch spannend machen. Also im Prinzip müsste es noch viel mehr solche Dinge wie Science Slam geben, zum Beispiel, wo wirklich gezeigt wird, A, Wissenschaft macht Spaß, B, das findet sich irgendwie, das durchdringt unseren Alltag, das geht uns alle an und wir sollten alle ein Interesse dran haben, dass auch Deutschland als Forschungsstandort irgendwie vorangetrieben wird. Und also, weil gerade aus dem Chat kommt, Open Access hilft nicht, das ist Fachliteratur. Ja, natürlich ist das Fachliteratur, aber es geht ja dann auch da erstmal darum, dass alles für jeden verfügbar ist, potenziell, und dann auch Wissenschaftler erstmal untereinander sich überhaupt aufeinander beziehen können oder besser aufeinander beziehen können noch. Sehr schöner Kommentar gerade aus dem Chat. Das energetisch aufgeladen versteht eben jeder sofort. Das ist eine einfache Antwort. Die Plausibilität ist ja sofort da. Klar, genau. Und beim Mond, klar, der ist ja da, sicher. Das ist das Käse. Ja.
Und das ist dann eben das Nächste, dass eben dann noch das Fachchinesisch hier reinkommt bei wirklich Fachliteratur. Das ist ja der Punkt bei Wissenschaft. Genau, und das ist dann genau der Punkt, auf den ihr gesprochen seid, wo wir dann aber wieder, um den Kreis zu schließen, quasi bei den Mainstream-Medien sind und dann auch bei den Internetportalen, wo sowas ja dann auch stattfinden sollte, wo genau solche Themen auch vermittelt werden sollten und wo es einfach nicht stattfindet. Das oder wäre zu wenig stattfindet. Mhm. Also solche absoluten Statements sind ja noch gemacht. Ja. Aber genau, sind wir beim Leben. Gut, gut. Ich würde sagen, damit sind wir mit dem Themenblock auch ein bisschen am Ende. Mhm. Und wir gehen mal völlig unorthodox in unserer Reihenfolge. Es ist quasi alles spiegelbildlich heute. Zur News über. Vor allen Dingen einer News. Warum war das so klar? Vielleicht, weil ich gewartet habe, bis du den Trailer angespielt hast, den Jingle angespielt hast. Diesmal war ich's nicht. So. Wir haben sogar zwei News. Ihr habt uns was mitgebracht. Eigentlich haben wir doch, ja, wie auch immer. Mhm. Ja, wir fangen erstmal mit, Claudia wollte doch als Newssprecherin erstmal. Normalerweise darf ich immer den heißen Social Media Scheiß und der heute entfällt und so. Nein, wir haben lange überlegt, wo wir genau an dieser Schnittstelle WikiGeeksHoxilla eine wundervolle News finden oder mindestens eine und sind dann recht konventionell bei einem gelandet, was vielleicht der eine oder andere schon mal gehört hat und der eine oder andere vielleicht noch nicht, nämlich dem goldenen Brett. Das ist gerade verliehen worden. Gerade zweiten Mal. Heißt genau zum zweiten Mal vor allen Dingen auch und vor einigen Wochen, also zwei Wochen war es glaube ich, ne? Mitte Oktober. Zwei, drei. Und das Ganze ist in Österreich vonstatten gegangen, in Wien glaube ich sogar tatsächlich. Genau. Der Preis, das goldene Brett, ist gestiftet von der Gesellschaft für kritisches Denken, die Alexander vorhin schon angeführt hatte, nämlich die Österreicher, die er von der Namensgebung her auch besser findet. Oder die eine Regionalgruppe der GWOP tatsächlich sind, also eine quasi übernationale Regionalgruppe der GWOP und die vereinen halt ganz Österreich. Also Regionalgruppe ist auch schon wieder, ist ganz schwierig, die Konstruktion. Und die österreichischen Skeptiker. Okay. Genau. Und das eigentlich Interessante daran ist, dass man auch hier die Vorschläge einreichen kann per Internet. Das heißt, jeder ist aufgerufen, potenzielle Preisträger für das goldene Brett zu nominieren. Und das wurde auch mit großem Werf getan. Es sind über 200 Nominierungen eingegangen. Und man konnte dann wiederum, beziehungsweise es gab dann eine Jury, die abgestimmt hat darüber. Und es gab dann bei der Preisverleihung an sich drei Laudatoren, die drei Besten sozusagen besprochen haben und nochmal auf sehr schöne satirische Weise dargestellt haben. Und als Sieger des Preises für eben das goldene Brett an sich ist hervorgegangen Herr Harald Wallach, der dem einen oder anderen vielleicht bekannt ist als Dr. Dumbledore. Also von der von einem der Institute, also Hogwarts Universität, Hogwarts Institut war es, ne? Von der Viadrina in Frankfurt an der Oder, die eben ja quasi Kulturwissenschaften mit dem Fokus auf, also die nennen sich ja tatsächlich Kulturwissenschaftliches Institut, ne? Das ist eine Untergruppe von Kulturwissenschaften und auf Transmedizin oder irgendwie sowas. Transkulturelle Medizin, ja, ich dachte auch am Anfang, die würden das eher aus der Warte aufziehen. Leider tun sie es nicht wirklich, jedenfalls nicht mit einem gewissen Abstand. Weil als ich das gelesen habe, dachte ich in der Tat, das ist ja spannend, ja, wenn man sowas mal betrachtet. Ja, das war auch meine erste Reaktion. Ich dachte, das ging eher so in den Bereich Medizingeschichte. So ja, genau. Richtung. Und dann auch eben transkulturell einfach betrachtet. Ist es nicht... Es gab dort eben, ihr hattet es, glaube ich, auch mal als Thema, diesen Spiegel. Genau, unter anderem Kosinav-Spiegel. Eine Abschlussarbeit. Genau, eine Masterarbeit eingereicht wurde, die von dem entsprechenden Herrn Professor als hervorragend und herausragend bezeichnet wurde, worauf es dann eine Untersuchung der ganzen, also dieses Instituts auch gab und dann wirklich nahegelegt wurde, dieses Institut doch einzustellen. Ich glaube, das ist bislang immer noch nicht passiert. Nein, natürlich nicht. Nein. Das wird ja auch fleißig unterstützt von gewissen Firmen, ne? Die wir nicht nennen dürfen, weil die... Das ist eine Stiftungsprofessur. Genau. Und dieser, also wie man dann vielleicht schon schließen kann, dieses goldene Brett ist ein hervorragender Negativpreis. Ja. Wie wir ja vielleicht auch den goldenen Rettich mittlerweile kennen, also das schlimmste Webvideo. Und das finde ich einen ganz hübschen Trend, der natürlich schon viel älter ist, aber sich auch wieder sehr schön spiegelt jetzt im Internet einfach und dann auch virale Verbreitung einfach findet und natürlich auch eine Marketingmaßnahme und dann auch zur Aufklärung beitragen soll. Man kann wirklich diese komplette Preisverleihung, also mit allen Laudatoren, unter anderem Mario Sixus,
ist dabei, eben auch für Herrn Wallach, auf YouTube abrufen. Das ist also eine Uncut-Version da, es sind verschiedene Versionen da, wo man einzelne Beiträge abrufen kann. Wir verlinken das in den Shownotes. Lohnt sich auf jeden Fall. Genau, das Goldene Brett hat auch eine sehr hübsche Internetseite, wo man alles sich gut angucken kann. Im ersten Jahr übrigens der Preisträger, Herr Straubinger, der den Film über die Lichtnahrung, ja, und man das Licht gemacht hat, über den wir ja auch eine Folge gemacht haben. Auch da ein würdiger Preisträger im vergangenen Jahr. Die Laudatio von Mario Sixtus ist im Übrigen unfassbar gut. Also die hat er auch als Transkription bei sich auf dem Blog stehen. Die werden wir auch in den Shownotes verlinken. Das ist also auch literarisch ein ganz wundervoller Text geworden. Vor allen Dingen auch nicht verweigern möchte, sind die Kriterien, nach denen bemessen wird. Nämlich der Grad der Abwegigkeit, die Kritikresistenz, das kommerzielle Interesse, der Aktionsradius, Pseudowissenschaft, das Gefahrenpotenzial und die Bandbreite Wirkungsspektrum. Also das sind schon sehr hübsche Kategorien und da kommen wir jetzt gleich zum nächsten Teil unserer News, nämlich es wird seit diesem Jahr auch ein Lebenswerkpreis verliehen, genau, der sich danach richtet. Mit der Definition ausgezeichnet wird eine Person, die sich nach Meinung der Jury jahrzehntelang mit besonders beeindruckender Resistenz gegen wissenschaftliche Fakten einen Namen gemacht hat. Und das ist in diesem Jahr, ihr dürft es jetzt sagen. Oder wollen wir es einspielen? Ja. Ich muss kurz noch kommentieren, um was es geht. Also der Preisträger war tatsächlich Erich von Däniken, der für sein Lebenswerk den Preis bekommen hat. Und was wir jetzt in dieser Sendung tatsächlich weltexklusiv, das muss man auch so mal sagen, bekommen haben, ist ein Interviewausschnitt eines Interviews mit Erich von Däniken, das der Sebastian Bartuschek geführt hat, der in der Lage war, Erich von Däniken zu treffen. Er hat ihn dann direkt angesprochen auf diesen Preis für sein Lebenswerk und auf das Verhältnis von Erich von Däniken und der, ja sagen wir mal, etablierten Wissenschaft. Und wir hören jetzt gleich eben diesen Ausschnitt aus dem Interview. Und ich kann jetzt schon mal verweisen, dass Sebastian wird das wahrscheinlich jetzt schon im Forum, im Chat verlinkt haben, dass das komplette Interview im Chat von Sebastian zu finden ist, auf sebastianbartuschek.de. Und da kann man sich den Rest durchlesen, aber jetzt mal weltexklusiv das Audiodokument. Der Ton ist ein bisschen schwierig, weil die im Hintergrund den Vortrag von Herrn Däniken aufgebaut haben in der Halle. Jetzt ist der Link drin, genau. Genau, jetzt ist der Link auch drin. Und Rainer, fahr ab! Behold! Muss ich sagen, ich habe fast alle Ihre Bücher tatsächlich auch gelesen. Was mich aber dann schon nachdenklich macht, die Präastronautik ist ja so als wissenschaftliche Disziplin bis heute nicht angekommen. Sprich, also man nimmt es in akademischen Kreisen bis heute eigentlich nicht ernst, was sie da machen. Trifft sie das? Ficht sie das an? Überhaupt nicht. Das sollte die akademischen Kreise treffen, nicht mich. Denn wenn die einfach zu beschränkt sind, um endlich zu begreifen, was vor Jahrtausenden los war, ist das der ihr Problem. Ich laufe tatsächlich keinem Akademiker nach. Wenn die mal der Meinung sind, irgendwo sollten wir zusätzlich etwas denken und aufnehmen in unserem Denkmodell, ist es großartig. Aber mir ist es prinzipiell wurscht, ob die mich akzeptieren oder nicht. Sind Sie enttäuscht von dem, wie Wissenschaft funktioniert? Nein. Die Wissenschaftler, der einzelne Person, das ist meistens ein brillanter Mann. Der ist auch integer und meistens hat er auch Humor und Verstand. Und er ist ein Fachmann in seinem Fachbereich. Und jeder Wissenschaftler weiß aus seinem Fachbereich 10.000 Mal mehr als er. Der Witz ist nur das ganze System. Jeder Mann, zum Beispiel ein Ägyptologe, weiß alles über Ägyptologie. Er kennt doch die Schuhnummer des Pharaos. Aber er weiß kaum etwas über das Hochland von Indien oder das Hochland von Peru. Es ist eine Frage der Interdisziplinarität. Und die fehlt in unserem ganzen System. Die Fachleute sind auch zu elegant und ich würde sagen fast zu scheu, und dem anderen Fachmann ins Gehege zu kommen und mit ihm reinzureden. Man scheut das. Und so bleibt jeder in seiner Splendid Isolation. Es liegt eher am System, nicht an den Fachleuten. Die sind eigentlich alle großartig. Vielleicht nochmal zurück zu Ihrem Lebenswerk. Die Gesellschaft für kritisches Denken, das ist ja so der GWUP-Ableger in Österreich, hat Sie mit dem zweifelhaften Titel des goldenen Bretts vom Kopf fürs Lebenswerk geehrt. Haben Sie das überhaupt mitbekommen? Was löst sowas in Ihnen aus? Also ein Schweizer Journalist hat mich angerufen und wir haben beide herzlich gelacht. Ja. Er hat gesagt, das ist eine zweifelhafte Ehre, die du da kriegst. Und ich habe gesagt, du erstens, ich nehme es mit Humor. Und zweitens, ganz klammheimlich freue ich mich sogar darüber. Weil die schneiden sich in den eigenen Schuh. Ja. Die merken ihre Arroganz nicht, dass auf längere Zeit gesehen, das muss jetzt meinetwegen 5 oder 10 Jahre gehen, die Geschichte
das Denken sich sowieso ändert und dass sie auf der falschen Seite liegen und nicht. Was ist jetzt passiert? Ist Ende. Es ist Ende. Also. Ich habe es ein bisschen kurz gemacht. Okay. Also sie sind auf der falschen Seite. Sie auf der falschen Seite. Sie liegen auf der falschen Seite, erst im Recht. Ja. Genau. Und dann geht das Interview weiter. Wer mehr davon lesen möchte, von dem Interview, wird, finde ich, wird aber bei Sebastian, finde ich, den Link werden wir reinschmeißen in die Shownotes. Das ist übrigens keine schlechte Audioqualität, sondern es ist die Sphäre. Die auf der sie schweben, ne? Ja. Welche Dimension war das jetzt? Genau. Also großartiges Interview mit Sebastian, eine sehr schöne Geschichte, im Transkript wahrscheinlich auch deutlich besser zu rezipieren. Und wir können an der Stelle vielleicht auch mal ganz kurz pluggen, dass da gibt's noch jemanden, der mich auf Twitter angepingt hat mit einer Information, ich darf nicht sagen den Namen jetzt richtig, der Al-Rawa war das. Er wird wissen, dass ich ihn meine. Wir werden für das Jahr 2013 einen Themenbogen auch wieder haben. Wir werden uns im Jahr 2013 immer mal wieder bei Huxilla mit dem Thema Präastronautik beschäftigen. Das hat uns jetzt so ein bisschen angefixt, weil das ist eine ganz spannende Geschichte. Diese ganze Geschichte der Inka- und Maya-Tempel und das Geheimnis der ägyptischen Pyramiden. Genau, dass Menschen nicht in der Lage waren, diese Bauwerke zu dieser Zeit in so der Form. Waren. Und wir werden also immer wieder mal ein paar Folgen dazu machen und werden Antworten liefern. Entschuldigung, ich habe hier gerade Der checkt. Freut sich gerade sehr. Dreht gerade durch, ja. Weil sehr schön der Kommentar von Savoris im Hintergrund: packen die Aliens zusammen, die haben keine Lust mehr mit dir, nicht zusammen gesehen zu werden. Das ist aber auch wieder so ein schöner Fall von selektiver Wahrnehmung, finde ich, Erich von Däniken. Also ich habe in der Tat komplett kein Buch jemals von ihm irgendwie gelesen, aber kenne natürlich irgendwie so die Gestalt und kenne so seine Grundthesen. Und habe jetzt in der Vorbereitung auf die Sendung zum ersten Mal dann wieder ein bisschen rumrecherchiert, wer ist das eigentlich und was hat er eigentlich so gemacht. Der hat ja in der Tat zum Beispiel nie studiert. Das macht ja nichts. Nee, sicherlich macht das nichts. Aber es ist sehr hilfreich, jetzt mal zu wissen als Kontext. Ja. Das heißt also, wenn er jetzt also schwadroniert, dass die Wissenschaftler an sich ja ganz integer sind, aber das Wissenschaftssystem an sich ja halt verdorben und so weiter, dann kann er das als Außenstehender natürlich tun. Ja, aber er war halt selber überhaupt nie irgendwie in einem wissenschaftlichen Kontext, sondern stattdessen hat er also eine Ausbildung als Hotelfachlehrer da gemacht und war da Lehrling und irgendwann dann Geschäftsführer von Hotels. Mhm. Ja. Das ist ja das, wie eigentlich seine Vita sich so entwickelt hat. Ich meine, in seinem Duktus ist ja ein Studium oder verleitet ja nur zur Fachidiotie und schränkt den Blick ein und dann sieht man eben die Wahrheit nicht mehr. Ja, vor allen Dingen wird einem von der Universität natürlich nur das Wissen geliefert, was so allgemein irgendwie der Konsens ist und nicht die wirklich wahre Wahrheit, TM. Ja, also das nächste Interessante, der war ja auch im Knast mal 3 Jahre, bevor ich geboren war, ne? 1970 bis 73, glaube ich, ist er 3 Jahre lang ins Gefängnis gewandert. Wegen Urkundenfälschung und ähnlichen Geschichten. Das war vor seiner ESO-Zeit, aber in Gefängnissen kommen den Leuten dann ja immer die wüstesten Ideen und danach kamen dann die Bücher. Also ich glaube, Erich von Däniken würde natürlich nie stehen lassen, dass er ESO ist, ne? Sondern er hat ja nur einfach das eigene Weltbild mit seiner Wissenschaft. Also er ist ja kein Esoteriker, er behauptet ja einfach nur, dass unsere Gesellschaft und wir als Rasse so nicht von alleine entstanden sind. Das ist ja nun mal seine grundsätzliche These. Ganz spannend ist tatsächlich, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, ohne dass ich es jetzt an dieser Stelle schon beginnen möchte, Präastronautik, so die Banken, aber also ein interessanter Ort für alle Präastronautik-Fans ist Pumapunku, also eine Stadt, die auf gar keinen Fall von Menschen hätte gebaut werden können. Und der Beweis dafür ist, dass Aliens auf der Erde das bearbeitet haben. Mhm. Erich von Däniken wird nicht müde zu betonen, dass es dort einen Granitblock gibt, der 600 Tonnen wiegt und niemand in der Lage ist, einen Granitblock von 600 Tonnen zu bewegen. Außer mit Transporterstrahlen halt. Genau. Das Problem ist einfach, dass dieser Granitblock einfach nur 130 Tonnen wiegt. Und das ist ein Gewicht, was immer noch viel ist, was aber durchaus durch bestimmte Techniken zu bewegen ist. Also insofern, wir werden uns da sehr intensiv 2013 immer mal wieder mit dem Thema befassen, denn das klingt alles gut, man muss das aber gegenkommentieren, was in den Romanen behauptet wird und dann verliert es ganz viel von dem Besonderen, was hat. Aber ich finde das Thema total spannend. Das ist total interessant. Ich glaube ehrlich gesagt, also auch außer Ralf hat jeder schon mal ein Däniken-Buch in der Hand gehabt oder gelesen. Und ich habe auch eins, also ich als Jugendlicher hat mich ja dieses Thema auch mit Ägypter und Pyramiden total fasziniert. Ich habe dazu auch ein Däniken-Buch zu Hause stehen. Das fand ich, also meine Mutter war immer im Club Bertelsmann und da gab es das halt. Ja. was auch immer das jetzt über die Zusammenhänge aussagt. Und
Ich kann mein Französisch nicht so gut, aber es gibt ja diesen schönen Ort, an dem wir jetzt alle demnächst pilgern werden. Bucarach oder Bucarach. Auf jeden Fall, wo dieses Raumschiff stehen soll, was uns alle pünktlich vom 21.12. noch irgendwo in die Welt hinaus schiffen kann. Okay. Die wissen nichts davon, die sind jetzt schon verloren. Wir sind nicht eingeweiht. Ja, nein. Wo muss ich hin? Wo muss ich genau? Also, was man aber auch im Interview, ich durfte ja das Audio-File in kompletter Länge hören. Also, der Mann ist natürlich mit allen Wassern gewaschen, ist rhetorisch ein Genie, so lange im Geschäft und so ein Vollprofi, dass du ohne dich intensivst über Wochen, Tage und Monate vorzubereiten, ihm überhaupt nichts entgegenzusetzen hast, weil der wie so eine Riesenlawine ist, der mit Fakten um die Ohren haut, der war überall vor Ort. Ja, er kann immer sagen, ich bin ja da gewesen, hab mir das angeguckt. Also du hast es da sehr, sehr schwer, dich zu gegen ihn zu positionieren. Aus dem Chat, entschuldige, dass ich dich unterbreche, kam gerade noch der Hinweis, dass Herr von Däniken natürlich das Recht hat, den Wissenschaftsbetrieb zu kritisieren, wie jeder andere von uns auch. Ja, das ist richtig. Das ist klar. Was er natürlich macht und was man dann schon zumindest sich mal kritisch anschauen sollte, ist, dass er eine andere Wahrheit verkündet. Ne? Also er sagt in seinen Büchern ja durchaus, ich biete euch eine Alternative zu dem, was an der Universität gelehrt wird. Und das, was ich hier recherchiert habe, das hat Hand und Fuß und die wollen euch da nur auf eine falsche Fährte locken und dann wird es natürlich irgendwie gefährlich. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass das ganz spannend ist und das ist natürlich da mir fällt das irgendwie so, er tappt sozusagen natürlich in das rein, was wir alle haben möchten. Also irgendwie ist das würde ja was Besonderes bedeuten, wenn es die Alien gibt und die Aliens sind ja tatsächlich auch für mich immer wieder so diese Heilsbotschaft, irgendwann kehren sie zurück, die Götter kehren zurück. Die Menschheit wird sich vereinen. Und die Menschheit wird sich vereinen alle und die Probleme Konflikte werden gelöst vergessen. Und alle Probleme und die Natur wird wieder gesund werden. Und schön. Was da natürlich hintersteckt, das ist eine christliche Heilslehre letztendlich, die da auch vermittelt wird. Also der Däniken-Gläubige glaubt an die Aliens, die landen. Und der gläubige Christ glaubt irgendwann, dass irgendwann natürlich Jesus Christus wiederkommt. Und dann wird wieder alles gut. Und das sind genau die gleichen Muster, die da stattfinden. Und der eine sagt, das sind Aliens, die machen es durch Technologie. Und die anderen sagen, es ist Gottes Sohn, der die Welt wieder in Einklang bringen wird. Es ist aber exakt dasselbe, was dahinter steckt. Und ich bin der Auffassung, ich kann das nicht belegen, dass beides nie eintreten wird. Ja. Ein Punkt, der mich auch schon seit wirklich langer Zeit umtreibt in dem Kontext, ist jetzt ein bisschen individualpsychologisch mal betrachtet. Was sind das eigentlich für Menschen? Also sprich, die erste Frage quasi, glaubt eigentlich Erik? Ich schalte mich morgen früh wieder ein. Also glaubt Erik von Däniken eigentlich selber an seine Theorien? Das wäre quasi Frage A. Und Frage B, auch irgendwie so im Journalismus rein. Also ja, so wieder dieses Beispiel HiFi-Szene, wo es ja wirklich ganz, ganz viele Magazine gibt, die dann die Sachen testen. Wir müssen die Sendung machen. Und dann also die feinsten Unterschiede Woche für Woche um Woche dann irgendwo raushören, wo also jeder Naturwissenschaftler sagt, nein, es gibt da keinen Unterschied. Also lügen die bewusst oder machen sie das irgendwie, weil sie in dem Moment das wirklich so empfinden? Habt ihr da irgendwie eine Meinung oder gibt es da Studien eigentlich zu, was unsere Autosuggestion, Selbstsuggestion angeht oder ähnliches? Also du würdest ja, wenn du eine Studie machen wolltest, die Leute knallhart fragen müssen, warum verkauft ihr jetzt irgendwie hier das gezwirbelte Rohr, das Wasser verwirbelt? Oder glaubt ihr daran, dass das wirklich irgendwie das Wasser lustiger macht und das Wasser dann bessere Qualität hat? Oder macht ihr das nur, um Geld zu verdienen? Da würde natürlich niemand hergehen und sagen, ich mache das nur, weil ich Geld verdienen will. Das ist aber trotzdem eine Frage, die ich mir auch immer wieder stelle, weil ich das auch so schlecht nachvollziehen kann, was diese Leute da umtreibt. Ob das nur der Wunsch ist, irgendwie ein einfaches Weltbild zu haben, oder stehen da wirklich nur knallharte wirtschaftliche Interessen dahinter? Und ich glaube, die Antwort ist auch einfach nicht so, dass man das alles über einen Kamm scheren kann. Da müsstest du dir wirklich jede Person im Einzelnen angucken. Und ich weiß auch gar nicht, wenn man das mal weiterspinnen würde, was wäre denn schlimmer? Mhm. Ne, also ist eine Person, die glaubt, dass der Mond aus Käse ist, jetzt schlimmer als eine, die das behauptet, weil sie daraus Geld irgendwie machen kann. Ich könnte mit Ersterem irgendwie besser umgehen, muss ich gestehen. Also weiß ich nicht, ja, keine Ahnung. Weil das Zweite geht halt immer in so einen Bereich von Bösartigkeit halt, ne? Und Heimtücke und Betrug und... Ich glaube, es gibt beides. Also ich würde zum Beispiel glauben, dass Erich von Däniken tatsächlich an das glaubt, was er vertritt. Ich glaube, der ist der festen Auffassung, dass Aliens
früher auf der Welt waren und wieder zurückkehren werden, dass die Aliens uns auf unseren Entwicklungsweg gesetzt haben. Insofern ist er irrgläubig, aber nicht arglistig. Umgedreht glaube ich aber durchaus, dass es gerade auch im Bereich der Paramedizin und der Gerätetechnologie, die es da ja auch gibt, durchaus auch arglistige Menschen gibt, die genau wissen, dass es Schwachsinn ist, aber dass sie damit gut Geld verdienen können. Die Beurteilung, wer welche Schiene vertritt, halte ich für extrem schwierig und kann ich hier nicht beantworten. Das sind alles gefühlte Wahrnehmungen. Also ich glaube schon, dass Erich von Däniken nicht mehr darauf angewiesen ist oder nicht damit Geld verdienen will, sondern ich glaube, der glaubt das tatsächlich. Und hat sich ein Weltbild gebaut. Er ist genauso gläubig an diese Thematik wie jemand, der im religiösen Glauben, welcher Art auch immer, verfangen ist. Und auch dem wird man seinen religiösen Glauben, wenn er denn tief verwurzelt ist, wahrscheinlich nicht ausreden können. Okay, dann werden wir überziehen gehen zum nächsten Block. Ja, gerne. Die Zeitzicke ist zufrieden. Oh, jetzt wird's aber auch spannend. Da brauchen wir mindestens nochmal zwei. Okay, jetzt hat jeder einmal den Jingle reingeschrieben. Ich zweimal. Ich sogar zweimal. Ich begrüße das sehr. Einmal mit Profis. Vor allen Dingen mit WLAN-Profis. Mindestens 2 Stunden für, wollte ich sagen. So. Wir sind jetzt noch bei einer kurzen persönlichen Ebene. Also wir haben dazu auch schon einiges gehört von euch. Auch, dass ihr momentan noch unterm Radar schwimmt zum Beispiel, hat ihr vorhin gesagt. Ja. Was mich wundert nebenbei. Und es liegt vielleicht auch ein bisschen an der Podcast, die ja noch sehr verkapselt ist, sage ich mal, noch nicht nach irgendwie außen aufgebrochen. Aber das ist schon was uns auch interessiert, wie ihr da angegangen werdet oder ob ihr schon zumindest vereinzelt dann auch so wahrnehmt, dass ihr Leute habt, die gegen euch polemisieren, die ihr auch öfter mal irgendwie in Kommentaren wieder trefft und die eben euch dann auch schon getroffen haben als solche, die eben mit euren Meinungen und eurer Aufklärung überhaupt nicht einverstanden sind. Erstaunlich wenig. Ja. Zum Glück eventuell, aber vielleicht zeigt das auch eben wirklich nur, dass wir von dieser Seite, also von den Leuten, die sich da normalerweise angegangen fühlen müssten, nicht wahrgenommen werden, weil die kritischen Kommentare und erst recht die böswilligen sich wirklich noch in sehr erträglichen Grenzen bewegen, was natürlich auch von Thema zu Thema unterschiedlich ist. Ich sage das immer wieder gern, wenn die Frage kommt, das Thema, was bisher aus meiner Erfahrung am meisten polarisiert hat, war die Verschwörungstheorie zum 11. September. Okay. Das war wirklich eine Sache, wo ich zwischendurch so einen ganz leichten Anflug von Furcht hatte, weil wir da wirklich man kann schon fast sagen, so einen kleinen Shitstorm irgendwie über uns ergehen lassen mussten. Der aber auch deutlich nach der ursprünglichen Publikation der Folge gekommen ist. Also es kam dann irgendwann, kochte das plötzlich hoch. Das Zweite, was wir beobachten, was immer wieder dazu führt, dass es doch zu längeren Diskussionen kommt, ist, wenn wir Themen beleuchten, die in einem religiösen Kontext stehen. Mhm. Also nehmen wir mal das Turiner Grabbuch, jetzt auch die aktuelle Folge zum Exorzismus. Da ist es dann so, dass die Leute da nicht mehr trennen können. Also sie sagen dann, ihr macht mir meinen Glauben madig. Ja. Was wir ja gar nicht tun. Mhm. Ich würde niemals jemanden kritisieren dafür, dass er glaubt. Ich kann immer meine Einstellung zum religiösen Glauben sagen. Ich würde aber niemals jemanden meine Einstellung aufzwingen wollen. Sondern wir sagen immer einfach nur, das Turiner Grabbuch ist einfach nicht 2000 Jahre alt und kann nicht das Buch sein, in das ein möglicher Jesus Christus eingewickelt worden ist. Das wird aber sofort als Kritik an der Gesamtreligion empfunden. Mhm. Genauso wie das Thema Exorzismus, wo also auch jemand sagte, der uns da kritisiert, ich will das jetzt auch nicht gar nicht ausführen, das löst offensichtlich starke Emotionen aus. Und da wird auch dann nicht mehr sauber getrennt. 9/11 finde ich jetzt fast spannender, so aus Internetsicht, weil das ja in der Tat eine Debatte ist, die internettheoretisch enorm spektakulär in alle Richtungen eigentlich verlaufen ist. Ja. Also begonnen mit diesem Windings-Hoax, wo angeblich die Flugnummer dann ja im Windings-Font von Windows gesetzt, dann diese zwei Towers und Crash und Flugzeug und jüdisches
also Judenstern irgendwie abgebildet hat, wo dann bis heute die wenigsten Leute wissen, dass es diese Flugnummer einfach nicht gegeben hat, sondern jemand hat einfach nur die Flugnummer gefälscht, sodass es quasi auf Windings dann irgendwie gemappt wurde. Ja. Dann gab es dieses wirklich legendäre YouTube-Video, von dem es auch zwei oder drei Versionen gab. Wie hieß das nochmal? Wo er da so genau nachgerechnet wurde, warum es niemals durch Flugzeuge hätte, das zusammenbrechen können und so weiter. Ja, extrem aufwendig gemacht. Also, es gibt aber extrem aufwendige Videos, die genau das, wieder widerlegt haben. Ja, das war also ein wirklich im Internet abgebildeter Boxkampf in unendlich vielen Runden eigentlich. Ja, ja. Ist ja aber nicht vorbei. Aber was habt ihr da jetzt abbekommen? Das würde mich dann jetzt also einigermaßen konkret, also da hätte ich jetzt nicht vermutet, dass das eine Sache ist, wo es dann also in eure Richtung schwappt. Wir haben ja relativ dezidiert in der Sendung damals dargelegt, warum die Türme sehr wohl einstürzen konnten, dass es eben nicht die Amerikaner gewesen sind, die das Ganze inszeniert haben. Wir haben uns da relativ weit aus dem Fenster gelehnt, wir haben das aber auch alles, denke ich, unterfüttert, was wir behauptet haben. Aber scheinbar ist die sogenannte Truther-Bewegung in dieser Richtung wirklich so unterwegs, dass die das doch relativ schnell mitbekommen haben, finde ich, was wir da gemacht haben. Und dann uns mit YouTube-Videos, mit Links, mit allen möglichen Dingen bombardiert haben, die nun wirklich irgendwie das Gegenteil belegen sollen. Also es war eben ein klassischer Troll, der sich da auch verfangen hat, der dann also immer sagte, beweis mir mal, dass Pentagon ein Flugzeug eingeschlagen ist, weil da sind ja gar keine Trümmerteile gewesen. Dann hast du ihm halt Fotos gepostet. Ich habe das an der Stelle mal durchexerziert, damit das mal greifbar ist. Das war so eine Forumsdiskussion. Ich wollte das einmal durch. Ist das noch im Forum zu finden? Dann wird das noch gerne hat verlinken. So, dann die Tatsache, dass das Flugzeug, was dann in den Boden gestürzt ist, das muss ein Marschflugkörper gewesen sein, weil ein Flugzeug kann sich ja nicht auflösen. Es gibt keine Trümmerteile. Also er hat also jedes Mal, wenn eine Sache offensichtlich wissenschaftlich unterfüttert und untermauert ihm erklärt worden ist, sich den nächsten Aspekt genommen. Beamt er sich zum nächsten und hat das dann wieder hinterfragt. Und es war dann irgendwann auch so, dass auf unserer Homepage selber, gibt's ja inzwischen auch eine Kommentarfunktion, auch da Videos verlinkt wurden. Und da gab es dann auch ein, zwei Situationen, Kommentare, die du mich nicht mehr im Detail fragen darfst, was da drin stand, die ich dann einfach nicht mehr freigeschaltet habe. Weil da jemand falsche Wahrheiten über meine Homepage verbreiten wollte. Ich habe dann als Kommentar oder als E-Mail dann bekommen, dass ich so schlimm sei wie die katholische Kirche, Bild-Zeitung, Spiegel Online und Stasi, glaube ich, gerechnet zusammen, weil ich jetzt diesen Kommentar nicht veröffentlicht würde. Und das würde ja zeigen, wie wir mit der Meinungsfreiheit umgehen würden, dass ich das nicht freischalte. Und ich habe mir dann per E-Mail, also eben nicht mehr öffentlich geantwortet, dass er seine Meinung überall äußern darf, wo er das will, aber ich kann in meiner Internetseite darüber entscheiden, was ich veröffentliche oder nicht. Ich würde ja nicht verhindern, dass er das woanders schreiben kann. Man muss halt nur für sich, dann muss er sich halt eine Internetseite mieten und da darf er dann alle seine Wahrheiten reinschreiben. Das gestattet ihm die Meinungsfreiheit in Deutschland. Meinungsfreiheit in Deutschland bedeutet nicht, dass ich ihm auf meiner privaten Homepage ein Forum geben muss. Ja, wobei private Homepage ist jetzt die Hoaxilla-Seite. Ja, genau. Und nicht genau. Die Hoaxmaster.de. Naja, also die Hoaxilla-Seite, ja, aber trotzdem meine da gab es ein, zwei Begegnungen, das waren auch unterschiedliche Trolle, die ich gerade beschrieben habe. Also einmal dieser Foren-Troll und einmal dann der Troll auf der Homepage. Das war relativ heftig und da wurde der Ton auch sehr schnell sehr scharf. Bei den religiösen Dingen, die ich angesprochen habe, ist es nicht so, dass der Ton so scharf ist, sondern dass da so, man spürt da so eine Betroffenheit. Ja. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass da Leute tatsächlich persönlich angegangen sind, weil sie an sich uns mögen, das, was wir tun mögen. Aber und dann das Thema hättet ihr nun wirklich nicht machen müssen. Und dann an den Punkt kommen, wo sie merken, wo unsere Denkart aber letztlich in letzter Konsequenz hinführt und diesen letzten Schritt nicht mehr mit uns gehen wollen und sich dann aber von uns angegriffen fühlen, weil wir ihren Glauben in ihrer Wahrnehmung angehen, was mir dann in dem Fall auch leid tut. Aber das ist natürlich so. Also ich kann dann an der Stelle auch nicht stoppen. Reagiert dann die Foren-Community darauf? Oder sind das dann Dialoge, die dann also von der Kommunikation ja 1:1 zwischen euch und einzelnen Nutzern liegen? Oder greift der Rest der Internet-Community ein? Also der Foren-Troll ist tatsächlich, da hat es dann auch Kommentare aus dem Forum gegeben. Ja. Wobei ich, was ich dann da bedauerlich finde, ist, wenn der Ton zu schnell zu harsch wird. Also mir ist es dann in dem Fall tatsächlich lieber, ich kann da relativ gut differenzieren und kann da relativ entspannt bleiben und mit Fakten reagieren. Also bei solchen Leuten, die dich angehen, ist sehr schnell eine sehr aggressive
Stimmung zu spüren. Du wirst beschimpft, du wirst mit starken Worten angegangen. Und ich habe da eben gelernt, da sehr entspannt drauf zu reagieren und dann sehr sachlich dann wieder darauf zu reagieren und eben nicht in so eine emotionale Lage zu kommen. Mhm. Bei so einem Forum, wo dann halt auch Leute drin sind, die Huxilla gut finden, die das, was Alex und ich gut nehmen, die nehmen dann diesen persönlichen Angriff auf uns dann persönlich und reagieren dann im Zweifelsfall auch wieder auf einer persönlichen Ebene. Und da gab es so ein bisschen Sperrfeuer, was mir dann gar nicht so recht war, wo ich dann Leute auch über das Forum kontaktiert habe und gesagt habe, halte ich da mal jetzt raus, du musst jetzt hier nicht den Kampf für mich mitkämpfen. Nicht die Trolle füttern. Genau, und fütter jetzt nicht den Troll, denn wenn du jetzt aggressiv reagierst, wird er auch aggressiver werden. Ja. Lest ihr Kommentare auf Plattformen, wo ihr keine Kontrolle habt? Also im Sinne von, ihr könnt nicht moderieren oder ihr könnt nicht auch darauf antworten zum Beispiel iTunes? Ja, lesen wir, klar, natürlich. Klar, doch. Ja. Also wir sind da so die verschiedenen Reaktionen auf euch? Von bis. Also, bei iTunes, da gibt es durchaus auch mal wieder so ein paar kritische Kommentare, aber ich würde sagen, die Mehrzahl ist positiv. Ich finde es immer ganz witzig, negative Kommentare bei iTunes nutze ich tatsächlich, und das ist, jetzt verrate ich vielleicht ein Geheimnis, ich nutze die für Marketingzwecke. Ja. Also wir haben primär positive Kommentare. Es gibt dann aber auch ein, zwei, die dann sagen, hey, das hat doch mit Skeptizismus nichts zu tun. Einfach Wikipedia vorlesen, das ist doch der größte Scheiß der Welt. Genau, den nenne ich mich auch. Wo ich dann sehr gerne das dann benutze, um das über die Social-Media-Kanäle zu schicken und zu sagen, lesen wir wirklich nur Wikipedia vor, dann findest du sofort fünf Leute, die natürlich dann wieder was Positives kommentieren. Sowas macht ihr also. Ja, und das treibt das dann, ist dieses aggressive Nach-Vorne-Marketing, Claudia, was wir so gar nicht können. Na, und das ist... Aber du liest das schon. Nach vorne Marketing würde ich nicht sagen, dass wir es nicht können. Wir können andere Sachen noch nicht. Da reden wir dann nachher nochmal. Das ist der geheime 3-Block, den ich mir hier aufgeschrieben habe. Verstehe. Heavens. Aber klar lesen wir das. Also ich bin da tatsächlich auch deutlich trolliger, als man das glauben mag. Also ich google auch gerne mal Huxilla. Also wer hat was über uns geblockt und wer schreibt was? Und das beobachte ich schon sehr, sehr genau. Also ich habe mir das abgewöhnt, ganz intensiv getroffen zu sein, aber ein Stück weit ärgert es mich natürlich dann schon. Ja, wobei wir auch wirklich ja nochmal sagen müssen, so die persönliche Ebene, die einen dann vielleicht auch wirklich unmittelbarer treffen würde, die ist doch wirklich sehr selten vertreten. Ja. Aber da kommen wir jetzt in der Tat langsam zu den heißen Themen. bekommt Alexa bei euch mehr Kritik ab als Alex? Weiß ich nicht. Oder andere Art von Kritik? Oder ist das alles unter dem Deckmantel Huxilla gleich verteilt? Weil bei uns, bei den Wikigeeks, ist es nicht gleich verteilt. Ja. Das kann man, glaube ich, sagen. Das heißt, dass wir schwimmen noch sehr, sehr viel weiter unter dem Wahrnehmungsradar als ihr. Das ist, ne, wir hatten ja eben gesagt, so Faktor 1 zu 10 ist, glaube ich, nicht so komplett unrealistisch. Aber wenn irgendetwas kommt, dann richtet es sich bei uns primär gegen Claudia. Was ja auch an mir liegen kann, das möchte ich ja nicht in Abrede stellen. Das muss ja nicht an meiner Weiblichkeit liegen, sondern ja, aber also, schwer zu sagen. Also weibliche Podcasting-Protagonistinnen ist, glaube ich, ohnehin so ein Thema. Ich fände es eigentlich ganz gut, ihr baut das sowieso, glaube ich, gerade irgendwo auf in diversen Tweets, dass wir in die Shownotes mal reinhängen, welche Podcasts es eigentlich gibt mit weiblicher Beteiligung. Das finde ich mal gut, wenn man da mal eine konzise Liste hatte. Das nehme ich einiges, was ich auch selber gar nicht kannte. Ich erinnere mich auf jeden Fall halt sehr gut. Noch gar nicht so lange her haben wir mit dem Max Winde von Wir müssen reden darüber diskutiert, und er meinte, es gäbe eben diese eine Folge von Mobile Max, was normalerweise eine sehr testosterongeschwängerte, schwitzende, stinkende Herrenrunde ist. Und es gab also eine epische Folge, wo also ein weiblicher Mac-Experte mit dabei war, und dann entfaltete sich also in den Blog-Kommentaren zu dieser Folge wirklich ganz, ganz heftig die Kritik, was denn da die Frau solle, und die sollen sie mal schnell wieder weg, und die hätte da nichts zu suchen in diesem Tech-Podcast. Ne? Okay. Und also so extrem ist es bei uns jetzt also bei Weitem nicht. Aber es ist schon, sagen wir mal, im Ansatz auffällig. Und von daher wäre jetzt also die wirklich interessante Frage, ob das bei euch auch so ist. Also ich will jetzt da nicht irgendetwas daraus ableiten, weil ich da einfach auch zu wenig, um es so zu formulieren, Datenmaterial habe. Aber ich weiß, dass ich ein, zwei oder vielleicht auch dreimal kritisiert worden bin, weil ich zu zynisch wäre, irgendwie die Sachen, die Themen lächerlich machen würde, oder zu harsch wäre, zu dogmatisch oder so. Also solche Sachen sind ein paar Mal gekommen, nicht so oft.
Ja, keine Ahnung. Mehr kann ich eigentlich nicht dazu sagen. Sehr, sehr schön fand ich einen Kommentar, der sagt, du hättest überhaupt keine Ahnung. Und das war gerade eine Folge, die eher so in den kulturellen Kontext passte. Ja, stimmt. Also quasi in die Kernkompetenz von Alexa, wo dann ein Kommentar kommt, sie hätte da ja gar keine Ahnung von und würde irgendwas runterbeten. Mhm. Was halt weißt du noch, welcher das war? Ich weiß es. Keine Ahnung. Ja, aber okay. Neben der Spur. Mhm. Das genügt gerade ganz wunderbare Chat-Kommentare. Claudia immer am Nörgeln. Hat zwar immer recht, aber muss ja nicht sein. Und Skeptiker 7 wird jetzt mal richtig geflauscht. Der schreibt nämlich gerade, also ich höre die Wikigeeks nur wegen Claudia. Also tatsächlich glaube ich, das Skeptoskop, ja, da sagt der Stack Evil. Da ist natürlich das, da gab es einen Troll, der fand es sehr vermessen, dass es eine Skeptoskop-Folge mit Alexa gab. Okay. Ja, die haben ja gelesen mit eher noch diese Sebastian Bartoschek-Geschichte, ne? Ja, dich in dem Fall interviewt hat und lass mich kurz, dann wird euch nicht wieder die Selbstdarstellung vorgeworfen. Sie nörgelt übrigens nicht nur, sie mischt sich auch ständig in die Sendung ein. Aggressives nach vorne Marketing nennt man das. Ich wollte dir jetzt nur dieses quasi das neue Getrolle übernehmen, weil der Vorwurf an der Stelle war ja nämlich die Selbstbeweihräucherung, die ihr nicht macht, tatsächlich. Ja. Sondern die ihr da Sebastian Bartoschek machen lasst und dann über diesen Weg. Als willigen Diener. Ne, genau, der war ja nur bezahlt. Er war nicht mehr Herr seiner Sinne. Ja. Das ist alles mit dieser. Entschuldige, dass wir da waren, zu tun. Egal. Ja. Nein, aber es war ja genau, glaube ich, dieser Vorwurf. Ne? Und der ging ja aber auch gar nicht gegen dich an der Stelle, sondern der ging ja eher gegen eure Gesamtpräsentation und an der Stelle eben. Ja, wobei dann ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe den Kommentar bis heute nicht hundertprozentig verstanden. Ja, er hat ja dann letztlich. Richtig, wir würden uns bereichern. Genau, hier wird gerade der betreffende Kommentar. Mal, ja. Die Selbstbeweihräucherung ist eine unkomplizierte Prozedur, derer Hoaxmaster und Hoaxmistress gerne zustimmen, wenn diese von Sebastian verstreckt wird. Dann noch so tief seid ihr gesunken. Pfui. Ich habe das auch nicht verstanden, was der eigentlich meinte. Er hatte noch gesagt, wir würden uns bereichern. Ich glaube, da hat jemand konzeptionell nicht verstanden, dass das Skeptoskop, obwohl es der Podcast ist, der in die GWOP hinein heute ein vollkommen unabhängiges Produkt ist und ich halt keinen müden Cent dafür sehe von irgendwem. Also das war schon auch mächtig getrollt. Ich habe aber tatsächlich an der Stelle eine ganz andere These. Ich glaube tatsächlich, dass Hoaxilla durch den Umstand, dass ich eine Partnerin dabei habe, die sowohl sich mit Wissenschaftskommunikation als mit Wissenschaft, aber auch mit Kulturwissenschaft eben auskennen. Also genau die Wissenschaft, Bereiche, aber auch Kulturwissenschaft, das ist schön. Harte Naturwissenschaft, ja, okay. Entschuldige. Ja, nee. Aber du hast alles gut. Nein, du hast recht. Ich habe mich schlecht ausgedrückt. Können wir das schneiden? Okay, auf keinen Fall. Auskennt. Ich glaube tatsächlich, das macht Hoaxilla für viele Frauen zugänglicher. Ich glaube, wenn ich diese Sendung alleine machen würde, mit dem gleichen Inhalt, hätten wir eine andere Durchdringung in der Hörerschaft. Wir kennen auch viele Hörerinnen, wir sind ja oft auf Hörertreffen auch, die das auch berichten, dass sie das angenehm finden, dass eine Frau podcastet und dass sie also da eher darauf reflektieren und in Alexa eine Identifikationsfigur finden. Und das finde ich eher einen spannenden Zugang. Ich glaube tatsächlich, auch Männer, die darauf schimpfen, hören gerne eine angenehme Frauenstimme. Also das ist wäre ja Blödsinn, wenn es nicht so wäre. Und insofern heimlich hören sie dann sowieso alle Folgen von Black Sweet Stories. Yeah. So ist das nämlich. Das ist genauso meine Vermutung, die ich so habe. Also eher so in die Richtung. Aber was mich auch verwundert, und das ist ja auch tatsächlich ein Fakt, insofern bin ich da bei dir, Ralf, ist ja, wenn man so ein bisschen beobachtet, was so mit Rebecca Watson in den Vereinigten Staaten passiert, die ja als eine der bekannteren Skeptikerinnen und auch Frauenrechtlerinnen da in dem Bereich unterwegs ist, wenn du dir da die Kommentare teilweise anschaust, die Frau bekommt. Schmähungen, Morddrohungen, Androhungen von Vergewaltigung, dich muss man eigentlich nur mal ordentlich durchknallen, dann wirst du schon sehen, wo es lang geht. Also auch in dieser Diktion tatsächlich wird ihr das an den Kopf geworfen. Da bin ich schon sehr darüber überrascht. Und vor allen Dingen, wenn man dann guckt, worauf sich diese Kommentare bezieht, wenn man dann mal den Podcast hört oder so. Also in welcher Art und Weise da mit einer unfassbaren Aggressivität da reagiert wird. Das verwundert mich dann schon sehr, sehr, sehr. Und da denke ich immer, hoffentlich passiert das bei uns nicht. Also, ja. Ja, weil ich weiß echt nicht, wie ich damit umgehen würde, wenn mir das irgendwie
Keine Aber der Feind kommt ja nicht nur von außen, sondern auch von innen. Damit wehren wir uns jetzt auch so langsam. Der Feind in meinem Bett oder was? Genau, dem letzten Abschnitt dieses Themas. Wir hatten in der nicht aufgezeichneten Pre-Show schon ein bisschen in die Richtung mal das ein oder andere angedütscht. Wie geht's euch denn eigentlich so als podcastendes Pärchen? Weil wir haben da so unsere Erfahrungen, nicht wahr, Claudia? Uns geht's doch total gut, Alexa, oder? Mir geht's total Jawohl, super. Jawohl, Hoaxmaster, es geht uns total allen gut. Ja, super. Okay, darf ich jetzt was sagen? Mört, so nicht. Ich glaube, wir sind jetzt wenn ich so auf die Uhr gucke. Wir sind von der Zeit her jetzt, glaube ich, auch am Ende reif. Ich glaube, wir sollen jetzt mal rausgehen. Ja, also grundsätzlich hat das wie alles irgendwie Vor- und Nachteile. Also um mal vielleicht irgendwie mit einem Vorteil anzufangen und dann auf die Nachteile zu kommen. Und dann hinterher nochmal einen Vorteil zu nehmen. Der Hoaxmaster lockert gerade übrigens den Griff um ihre Gurgel etwas. Wow, hast du das Donnerwetter, nicht schlecht. hat gerade seine Handgelenke nochmal etwas knacken lassen. Ich finde es vor dem Hintergrund, dass man einfach viel leichter zusammenarbeiten kann, total praktisch, weil so banale Dinge wie irgendwie Redaktionskonferenzen, wenn wir sie denn mal haben, irgendwie einfach super schnell und einfach zu bewerkstelligen sind. Man kann sich einfach jederzeit und immer irgendwie absprechen und Wir wohnen auch wirklich zusammen. Wir sind nicht nur verheiratet, wir wohnen. Ja, genau. Wir reden auch noch miteinander. Ja, mitunter. Nicht nur über Twitter. Nee, also das ist ganz praktisch. Was natürlich manchmal echt auch zu Schwierigkeiten führen kann, ist, wenn man dann wenn man sich dann mal irgendwie in die Wolle kriegt bei gewissen Themen, weil unterschiedlicher Meinung kann man ja durchaus mal sein oder so, dann ist man natürlich ganz, ganz schnell auf einer persönlichen Ebene. Ne? Also da ist dann natürlich kaum Trennung zwischen Podcast und Privatleben, weil sowieso alles zusammenfließt und dann streitet man sich natürlich auch auf einer persönlichen Ebene. Aber hattet ihr schon mal den Satz, nee, das erzähle ich dir jetzt nicht, das besprechen wir lieber nachher im Podcast untereinander? Nein, aber dazu... Oh, das ist bei mir auch eine dramaturgische Nein, das hatten wir bei uns im letzten Podcast in der Tat. Claudia wirft mir vor, dass wir in unserer Beziehung nicht mehr miteinander reden, weil ich alle einigermaßen relevanten Themen für den Podcast aufheben möchte und es dann da live und spontan Die genaue Formulierung war, haben wir eine Beziehung oder haben wir einen Podcast? Oh. Ja. Weil Ralf nämlich, wir wollten... An dieser Stelle wird es spannend. wir haben das schon tatsächlich in der letzten Folge verarbeitet, weil Ralf tatsächlich häufiger jetzt mittlerweile damit ankommt. Auch egal, was es ist und sei es irgendwie eine Intro-Geschichte über die anarchistischen Nachbarn. Dass er mir die gar nicht mehr erzählt, sondern sagt, warte mal ab, ich erzähle das im Podcast. Was dramaturgisch Sinn macht, weil dann können die Leute halt spontan und live darauf reagieren. Und das macht nicht alles so einen geskripteten Eindruck. Ja. Ne? Ich habe ja den Eindruck, dass bei euch alles geskriptet ist. Echt? In der Tat. Wow, von A bis Z. Schön. Tatsächlich, ja. Ja, schon. Da ist nichts geskriptet. Mission accomplished, würde ich sagen, wenn das den Eindruck macht. Wir sind sowas von unkoordiniert, das gibt's überhaupt gar nicht. Das ist grauenvoll. Also tatsächlich ist es so, dass wir natürlich vorbereitet sind. Wir haben unsere Quellen studiert, wir stimmen uns kurz vorher ab, wir machen so einen kurzen dramaturgischen Bogen. Wir steigen da ein, wir gehen darüber, wir gehen dahin und der Rest ist dann go with the flow. Und da ist eigentlich relativ wenig geskriptet. Ja. Es gibt Situationen, wo wir merken, dass in der Sendung das auseinanderläuft. Dann wird die Aufnahme kurz gestoppt, wir norden uns wieder ein und machen dann weiter. Mhm. Das sind also Schnitte, die aber nicht spürbar sind in der Regel, hoffe ich, weil wir dann wieder sehr gut ansetzen können. Wobei das nicht in jeder Folge und wenn dann so einmal oder so. Einmal, wenn wir jetzt ein Thema der Woche haben, was eine halbe Stunde dauert und es gibt sowas, dann gibt es das in der Mitte mal irgendwann, wo wir dann sagen, Moment mal, lass uns erst das noch machen, bevor wir dahin gehen. Ansonsten ist das schon so authentisch, wie es vielleicht wirkt. Also das ist nicht geskriptet und auf Authentizität geskriptet, sondern es ist genauso authentisch, wie wir sind in der Sendung. Also was manchmal passiert, und da kommt es dann immer drauf an, was das für ein Thema ist, dass einer so ein bisschen die Führung übernimmt und der andere dann sich so ein bisschen drauf einstellt, wo es so lang geht und dann halt einfach mitmacht irgendwie aus dem Wissen, was er sich da angelernt hat. Aber weiter geht das Skripten eigentlich nie. Also es gibt halt Themen, die liegen dir eher, dann machst du ein bisschen mehr. Haha, hier wird gerade diabolisch im Chat eingeworfen, dann könnt ihr auch mal live senden, wenn das denn alles so ist. Ja, also
Ist halt die Frage, ne? Die Frage ist auch, was hilft es? Eben, ja. Ich wollte gerade sagen, also ich weiß halt nicht, ob unser Format sich dafür anbietet. Was ich nämlich eigentlich gerade an diesem Real Life so toll finde, ist, dass wir das dann einfach hören, was wir schon fertig haben und dann auch mit den Leuten chatten können. Also die Interaktion ist halt deutlich besser. Das finde ich eigentlich viel, viel schöner, als wenn wir dann irgendwie, weil also Hoaxilla wäre zum Beispiel ein Sendeformat, wo ich nie, es fällt mir jetzt schon schwer, irgendwie den Chat im Auge behalten könnte und die Sendung machen könnte. Mhm. Unmöglich. Das ist einfach extrem stressig. Geht gar nicht. Also kann ich auch nicht, gebe ich offen zu. Weil wir müssen uns natürlich da auch auf tatsächlich das, aber das liegt vielleicht auch daran, dass wir nun, wie lange sind wir denn zusammen? 14 Jahre, 15 Jahre schon ein Paar sind, sehr aufeinander eingeschossen sind. Mhm. Und wir können sehr schnell, wenn wir können mit wenigen Worten tatsächlich die Sendung vorstrukturieren. Und dann verfolgen wir aber, da wir sozusagen die Quellenlage, die wir nutzen wollen, beide kennen, können wir sehr schnell, dadurch, dass wir dem anderen zuhören, wissen, wo der sich gerade befindet und entscheiden dann auch sehr spontan, wann wer wo einspringt oder meist genügt ein Blick. Also wenn dann spreche ich was an und merke, jetzt verrenne ich mich, jetzt komme ich in die Kulturwissenschaften rein, wo ich doch wieder weniger Ahnung habe. Dann gibt es einen verzweifelten Blick an Alexa und diese Blicke. Greift dann den Ball wieder auf. Und umgedreht, wenn es an irgendwelche psychologischen Aspekte geht, dass dann Alexa dann sagt, naja, vielleicht sollte man da nochmal die psychologischen Aspekte, dann weiß ich, okay, jetzt musst du wieder einspringen. Mhm. Das funktioniert eigentlich ganz gut, aber wir streiten uns trotzdem manchmal. Tatsächlich ist aber, das liegt aber auch tatsächlich daran, dass wir den Pod... Ich winke an der Stelle einfach mal dem Flo zu, der gerade im Bett alleine liegt. Oh. Und der leider nicht mehr mit uns reden kann, weil... Den mussten wir cutten aufgrund technischer Probleme, aber immerhin, der Stream läuft jetzt. Also nächstes Mal Mumble. Da mussten wir eine harte Entscheidung treffen. Das nächste Mal muss er einfach mit nach Hamburg kommen. Ja, genau. Das wäre der bessere Weg gewesen, in der Tat. Der Podcast selber war ja für uns, oder hat ja für uns auch eine hohe persönliche Bedeutung, weil der Podcast, also Hoaxilla, war für uns so ein Life-Turning-Event, sozusagen, der ganz viele in unserem Leben auf ganz vielen Ebenen verändert hat. Und insofern so ein Kind, das zum einen die Funktion natürlich hat, unsere Weltanschauung, unser Sendungsbewusstsein, also das, was wir für wichtig empfinden, mit möglichst vielen Leuten teilen zu können, aber umgedreht halt auch ganz, ganz viel für uns selber bewegt hat. Und ich meine, es hat zumindest zum Beispiel jetzt dazu geführt, dass wir hier gerade mit euch zusammensitzen, was ich halt extrem nett finde. Und wir haben halt in den 2,5 Jahren, die wir jetzt Hoaxilla machen, so unfassbar viele nette Kontakte, nette Menschen kennengelernt. Das hätten wir nicht getan, wenn wir diesen Podcast nicht gemacht hätten. Und insofern ist das immer so etwas, wo wir sagen, deshalb ist Hoaxilla halt ganz, ganz wichtig für uns. Der Chat ist heute ziemlich gut, muss man sagen. Der schmeißt gerade rein, bei NSFW wären sie längst bei Versöhnungssex angekommen. spielt aber ein bisschen mir in die Karten, weil eine in der Tat, finde ich, spannende Frage, würde ich gerne nochmal reinhauen wollen, abseits des Versöhnungssexes, der natürlich auch noch Thema sein kann, das möchte ich gar nicht abwürgen. Ich schon. Ich habe aber so den Eindruck, den braucht ihr eher als wir, deswegen da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Ja, wir thematisieren, aber das war in der Tat so eine Geschichte, wir reden ja häufig auch über Alltagsgeschichten, ne? Weil ihr hattet ja auch vorhin in dem Elevator-Pitch sozusagen, den wir nicht so nennen dürfen, auch gesagt, dass... Das habe ich gesagt, dass wir das nicht so nennen dürfen. Ja genau, du hast gesagt, dass wir das nicht nennen dürfen. Ich wollte es deswegen aber nochmal so nennen, weiß aber nicht. Auch betonen, dass du das gesagt hast. Ich finde das auch total doof. Und das ist aber in der Tat so, dass wir ja das, was wir quasi jeden Tag erleben und leben, einfach dann auch in der Sendung transportieren wollen. Natürlich hat das dann auch viel mit Alltag zu tun. Ne? Und deswegen transportieren wir halt auch Alltagsleben in der Sendung, während ihr ja genau diese Ebene ausblendet, was ja nicht heißt, dass ihr euch da nicht vorher oder hinterher auch streitet. Also sei da nochmal gesagt. Und wir streiten uns dann halt manchmal auch on-air. Das versuchen wir zu vermeiden. Was ich an der Stelle übrigens das versuchen wir auch zu vermeiden. Aber es gelingt uns besser. Maybe. Was ich aber noch anfügen möchte, was so ein bisschen so gelegentlich zumindest zu so einem kleinen Problem führt, ist, das habt ihr nicht so, wie wir das haben. Wir haben ja so ein bisschen so ein Hoaxilla als Gesamtkunstwerk auch, verstehen wir das. Und haben zum Teil Fotos publiziert. Alexa hatte in letzter Zeit ein paar Fotoshootings. Das führt manchmal dazu, dass auf Social-Media-Kanälen der ein oder andere so gewisse Dinge auch missversteht. Also das muss man auch nochmal sagen,
dass es da so den einen oder anderen Verehrer dann gibt. Also das ist dann eher ja, Alexas das Problem als meins. Das hat mit dem Podcast zu tun. Irgendwie. Naja, nee, aber es liegt natürlich daran an dem, genau. was wir die Leute sehen lassen. Ja, ich küre jetzt offiziell Jörg Zotot als besten Chatter des Abends. Nein, don't cheat the troll. Wundervoll. Holgi und Tim hatten also Versöhnungsex. Bilder im Kopf. Wunderbar. Nein, aber eine wirklich ernste Frage würde ich an auch das Thema noch dranhängen. Auch viel Spaß an alle Nachhörer, die natürlich nur nach 22 Uhr zuschalten dürfen, auch beim zeitsouveränen Nachhören. Ja, shit happens. mit den Bildern im Kopf. Guten Morgen bei der Gelegenheit. Wir sind jetzt jenseits der 0-Uhr-Grenze angekommen. Wirklich eine ernst gemeinte Frage. Habt ihr den Eindruck, dass in euren vielen, vielen, vielen Folgen irgendwann mal die Situation aufgetaucht ist, wo ihr aufgrund eurer Beziehung so Rücksicht aufeinander genommen habt, dass das Thema quasi nicht 100% in der persönlichen Perspektive behandelt wurde? Nein. Also ist es klar, was ich meine? Mhm. Also, nee. Ja, dass wir es zurückgenommen haben. Wo ihr inhaltlich quasi eigentlich dann doch mal einfach uneins wart innerhalb eines Themas und das aufgrund des, man will es nicht öffentlich machen und so weiter, dann irgendwie... Nein. Ich warte ganz auch klar, immer noch auf eine Geschichte. Was für eine Geschichte? Wo uns das passiert ist, oder? Nee, ich warte konkret auf eine Geschichte, bei der ich stänkern kann. Was? Die hat was mit vielen Menschenleben zu tun. Was? Guck mal, du weißt sie gar nicht mal, so kann sie gar nicht so wichtig gewesen sein. Also um die Frage von Ralf da zunächst mal ausführlich zu beantworten, nein, gibt es nicht. Ja. Und jetzt schauen wir mal hier so dieser Interaktion von Ralf und Claudia zu. Ich versuche gerade das Wort Dihydrogenmonoxid. Ach Gott, das habe ich in der Tat jetzt... verdammte Axt. Hätte ich jetzt was fast geskippt. Ja, ich dachte schon, du hast es wegen mir getan. okay, jetzt verstehe ich den Spin. Bitteschön. Okay, gut, also Meta, war Meta. War ganz schön gut, ne? Ja, super. Meta-Meta-Meta-Meta-Ebene. Bei dem Part, was sind eigentlich so typische Internet-Hoaxes, die ja so im Internet vor allen Dingen ihre Wirkungsmacht entfaltet haben, hatte ich im Vorfeld was sehr, sehr Schönes rausgekramt, wie ich finde, sehr, sehr Schönes, nämlich diesen DHMO-Hoax von dieser Substanz, die uns also alle täglich bedroht und also schreckliche Dinge tut und in Atomkraftwerken eingesetzt wird und jährlich sterben zehntausende Menschen davon. Und das ist also ein Hoax, die nicht verboten ist. Die nicht verboten. Wirklich alle Staaten der Welt setzen sie systematisch ein. Das ist also sie ein kämpfen einziger, sogar für seine Verbreitung. Sie kämpfen teilweise für die Verbreitung. Also wir reden von Dihydrogenmonoxid, um das auch mal ganz kurz. Eine der gefährlichsten Substanzen der Welt. Und niemand tut was dagegen. Ja. Das hatten wir in der Tat im Vorfeld diskutiert, ob wir die Geschichte groß reinbringen. Und da meinte Claudia, das sei kein Hoax. Also sprich, wir hatten einen Dissens über die Definition von ob es ein Hoax ist oder nicht, weil es ist eigentlich eine Art, ich würde mal sagen, pädagogischer Hoax oder satirischer Hoax. Genau, so wie die Bielefeld-Verschwörung. So, so in etwa, ganz genau, also auf so einer Meta-Meta-Meta-Ebene. Und übrigens hat, das möchte ich an der Stelle sagen, Sebastian Erich von Däniken in Bielefeld getroffen. Nein, ja, das kann gar nicht sein. Naja, weiß, dann ist ja wohl jetzt mal alles klar. Wahrscheinlich am 23. eines Monats. Nein, die dachten nur, die wären in Bielefeld. Deswegen war der Klang auch so schlecht, weil das ja aus einer parallelen Universalebene. Also ich kann mal ganz kurz sagen, in der Tat, bevor du zur Auflösung kommst, ich sag, dieses Mal sag ich immer in der Tat. Dafür würdest du übrigens angepöbelt. Ich hasse auch Sprachmanierismen, von daher danke, wer auch immer. Aber sie neigen sich körperlich noch einander zu. Ich kann euch beruhigen, liebe Hörer. Ihr seht das nicht. Wir haben uns eigentlich auch total lieb. So eine innige Vertrautheit ist da noch zu spüren. Mag man gar nicht so viel immer, aber nein, es gibt jetzt bin ich gerade raus. Mein Ansatz war da ein bisschen, dass es eben kein Hoax ist, weil es ja eigentlich der totalen Wahrheit entspricht. Also sprich, jetzt wird ja nicht gelogen. Das Einzige, also was halt irreführend ist, ist der Name. Ja. Weil es ist halt von H2O, sprich Wasser, die Rede. Ne? Jetzt ist die Auflösung, wer sie schon gehört hat. Das ist quasi jetzt die Auflösung halt der Geschichte. Ja, würde ich zustimmen. Also ich halte das auch nicht genuin für einen Hoax. Eben genau aus dem... Wir müssen gerade versuchen, verbal die Jubelpose von Claudia zu... Und ich sage das nicht, weil ich da meine Fellow-Podcasterin unterstützen will. Nein, das ist in der Tat eher eine Satire als alles andere. Es gibt übrigens auch Satire auf moderne Sagen. Also wo das einfach so ein bisschen nachgezeichnet
gezeichnet wird und dann irgendwie. Also ich hatte es so als, als mehrstufige Parodie dann irgendwie eingeordnet, weil es sowohl den Hoax an sich parodiert, als auch die Leute, die darauf anspringen, als auch Medien, die sich darauf stürzen, als auch die Mechanismen, die dahinter stecken. Wunderbar. Und das fand ich halt sehr lustig, weil, also ich würde zu Ralf zustimmen, der dann eben gesagt hat, es gibt einfach Mechanismen, die dahinter stehen, auch von der Verbreitung her, von dem ja, wie soll man sagen, so Panikgrad vielleicht auch, der sich dann ausbreitet, die einfach in einem Hoax sehr ähnlich sind und oder beziehungsweise sich eben dann dieser Mechanismen bedienen einfach. Und insofern gebe ich dir ja vollkommen recht. Ich finde halt nur diese Bezeichnung irre. Ja, aber Claudias These jetzt gerade eben war ja, dass er auf, weil darüber haben wir uns in der Tat gestritten gestern, ob das nur ein Hoax ist oder nicht. Ruhig. Weil ich finde die Story einfach total super. Ich finde es eine der besten Internetgeschichten irgendwie sehr so, die geil, man finden kann. Auch. Warum hatten wir das eigentlich noch nicht in der Sendung? Die Seite ist auch geil gemacht halt einfach. Mhm. Und man kann das also wunderbar seiner Mutter zeigen und mal gucken, was so passiert, so ungefähr. Ja, es ist so eine Mitmachgeschichte auch. Und Claudia hat sich dann irgendwelchen Formalien aufgehangen und ihre Arbeitsthese war jetzt also, dass auf Rücksicht unserer Beziehung ich dieses Thema jetzt heute darum ausgeklammert hätte. Entschuldigung, dass ich dir irgendwie so viel Fingerspitzengefühl zugetraut hatte. Ja, das ist in der Tat immer total irrig. Das hast du in der Tat gesagt. Okay, dann würde ich sagen, die Zeit ist unser, ja... Unser persönlicher Troll sagt gerade, wir sollten nochmal bitte Hoax definieren. Das habe ich Ralf dann gestern auch gesagt. Heavens, dafür sind wir hier nicht der richtige Podcast. So, aber um jetzt auch mal so langsam zu einem Ende zu kommen. Wir haben ja noch den zweiten Überraschungspart. Claudia, bist du startklar? Ich wollte jetzt noch den Hoax definieren. Darf ich einfach was wünschen mir? Ja, los, komm. Nee, ich dachte jetzt, ich bekomme wieder die Fee. Wollte ganz kurz nochmal aus der Wikipedia dann zitieren an dieser Stelle, weil was anderes möchte ich jetzt auf die Stelle schnell nicht mehr suchen. Als Hoax wird heute meist eine Falschmeldung bezeichnet, die in Büchern, Zeitschriften oder Zeitungen per E-Mail, Instant Messenger oder auf anderen Wegen, zum Beispiel SMS, MMS oder sozialen Netzwerke verbreitet, von vielen für wahr gehalten und daher an Freunde, Kollegen, Verwandte und andere Personen weitergeleitet wird. Und was mich halt vor allen Dingen da umgetrieben hat, war die Falschmeldung, weil wie gesagt, es ist halt keine Falschmeldung. Und angeführt wird hier eben übrigens auch die Wingdings-Geschichte dann mit 9/11. Das ist ganz interessant. So, und jetzt, also weil genau diese Definition habe ich tatsächlich gestern auch eingeführt. Don't feed the trolls bei der Gelegenheit. Darüber wird noch zu reden sein. Daran glauben wir nicht. Ich habe einen anderen Ansatz. Ich habe den Ansatz des aktiven Umarmens von Trollen. Genau, nachzuhören in unserer letzten Niederkuscheln. Folge. Macht sie da ständig immer wieder voll umarmen? Ich würde mir ja Sorgen machen, Ralf. Oh, es kommt ein Jingle. Wir müssen jetzt ruhig sein. So, Achtung. So, ich dachte, ich soll nicht reinreden. Es läuft doch schon. Du hast gesagt, ich soll nicht reinreden. So. Oh Gott, der mich im Willst du nochmal, willst du schneiden? Nein, alles super, los. Ich klebte noch schnell die Flügel wieder an, sie sind runtergefallen. Lieber Hoaxmaster, liebe Hoaxmistress, ich gewähre euch nun noch einen zweiten Wunsch. Ich hab's geahnt. Hier, und jetzt könnt ihr bestimmen, welcher Hoax soll sofort wahr werden. Wo habt ihr bei der Recherche den stechendsten Schmerz, die größte Enttäuschung empfunden? Ach, schade, wenn es doch nur wahr gewesen wäre. Nun saget mir also, welche beiden Hoaxes sollen auf immer wahr werden? Oh... Da hat sich jemand was bei gedacht. Oh. Das ist der Moment, in dem der Tontechniker den Knopf Talent einschaltet. Lass mich mal gerade gucken, was für Folgen wir schon sind. Ich gucke auch gerade nach. Zeig mal. Guck lieber selber, das ist so klein hier. Nee, ich will mitgucken. Ich kriege übrigens... Ah, okay. Schwierig. Ganz schwierig. Warte mal, haben wir doch Bigfoot gemacht? Ja, ne? Wir haben Bigfoot gemacht. Bigfoot finde ich toll. Das finde ich total schön irgendwie. Ich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn mal irgendwie so ein Vieh entdeckt werden würde. Also das tut auch den würde ich total totflauschen irgendwie. Ich würde mir wahrscheinlich einen persönlichen Bigfoot irgendwo halten oder so. Also wahlweise analog auch irgendwie Nessie oder ähnliches. Ja, genau. Also genau, irgendwie aber so ein mythisches Vieh, was plötzlich so auftaucht und da ist es ja geil. Wirklich. Ja, ja.
Ja. Ja, okay. Also Werwölfe, not so much. Aber glitzernde Werwölfe. Ja, das ist schön. Besonders gepflegt im Fell. Ja. Ich glaube tatsächlich, das hat ja, in dem Fall, wir sind uns ja darüber einig, dass wir nicht nur unbedingt Hoaxes nehmen müssen. Das haben wir jetzt ja eben gerade episch zu Ende diskutiert. Ich fände es tatsächlich sehr, sehr spannend, wenn es Aliens gäbe. Intelligentes Leben im Weltall finde ich super. So, wenn man danach was kriegen würde. Und wenn wir da im Kontakt stehen würden, finde ich super. Hätte ich Bock drauf. Wir würden aber auch schon so ein paar kleine unintelligente Aliens im Sonnensystem geben. Also quasi die Urzeitkrebse aus die Urzeitkrebse auf Mars. Auf Europa. Oh, das Europa. Das finde ich schon spannend. Das finde ich super. Ja. Claudia, du? Oh mein Gott, ich muss nicht, dass ich jetzt auch was sagen soll. Sie war nicht vorbereitet. Ich kann aber auch zuerst. Also da bin ich in der Tat ganz beim Hoaxmaster. Also ich finde auch Aliens ist echt so, ja, the place to space is the place for me to be. Genau. Das finde ich also mit Abstand irgendwie am coolsten. Jetzt gar nicht unter diesem romantischen Punkt, dann wird die Erde vereint und dann wird alles gut hier, sondern ich würde da einfach gerne irgendwie durch die Gegend fliegen. Und das einfach nur als kurze Replik auf eure Psycho, wie auch immer, Cast-Folge. Psycho Talk, genau, danke. Wo ihr ja auch die Frage gestellt habt, welchen Platz im Star Trek-Universum würdet ihr am liebsten oder wenn überhaupt einnehmen? Und ich war total enttäuscht und wahnsinnig frustriert, dass ihr alle irgendwelche langweiligen Locations auf der Erde genannt habt. Das will doch keiner. Man will doch da rumfliegen und andere. Ja, aber da wärst du ja beim Militär. Ja, ist doch scheißegal. Also, nicht in diesem Ton, junger Mann. Nicht in diesem Ton. Das Militär in Star Trek ist doch überhaupt nicht vergleichbar mit irgendwie so dem Militär, was man jetzt irgendwie in West Point oder sowas hat. Also, das Star Trek-Militär, das könnte doch genauso gut irgendwie eine NGO sein, ja, mit irgendwie einem militärischen Arm irgendwie dran gehängt. Also, das fand ich kein überzeugendes Argument. Das einzige, wo das Militär mal militärisch rüberkommt, ist bei Deep Space Nine in dieser Folge, wo sie Angst haben, dass das Dominion irgendwie die Erde infiltriert hat. Also, ne? Ich wäre halt wahrscheinlich zu doof, um auf so einem Raumschiff fliegen zu dürfen. Da muss ich da auch mal eine Realität und so als Kanzler Ach, und so, das klappt schon alles. Naja, ich spüre ja nicht die Emotionen. Nee, also in der Tat finde ich irgendwie so Space, das ist die Frage halt, ne? Ist halt wirklich die Frage, ob Aliens ein Hoax sind. Who knows? Ja, sag ich ja. Wir sind ja ein bisschen davon losgekommen, Hoax. Also es gibt ja keinen Nachweis im Moment für ein intelligentes Leben. Das gibt's meiner Ansicht nach ja auch, aber ich halte es halt für höchst zweifelhaft, mit denen in Kontakt zu treten. Was oder zeitgleich. Ich bedauere dich. Und Claudia sucht immer noch einen Hoax im Internet. Ich suche nicht einen Hoax im Internet, sondern ich habe gerade tatsächlich mal eure Folgen jetzt nochmal komplett durchgeguckt und mir überlegt, was ich da ja von denen jetzt am spannendsten fände. Ich habe, glaube ich, aber einen ganz anderen Ansatz, sondern kann man mich jetzt wahrscheinlich sehr verangreifen, aber ich würde mir eigentlich wünschen, dass sowas wie Homöopathie wahr wäre. Also, dass man sich durch relativ einfache Methoden, ohne dass man irgendwie groß Chemie dann nehmen müsste, also quasi auf die Selbstheilungskräfte des Körpers wirklich für viele Fälle verlassen könnte. Das wäre cool. Das würde ich mir einfach wünschen dann. Also gar nicht, also nicht im Sinne von wirklich Homöopathie müsste wahr sein, sondern eben, dass eben vielleicht die Konzepte dahinter stehen, Autosuggestionen und das hab ich ja Selbstheilungskräfte einfach. Mehrfach schon gesagt, also den Placebo-Effekt aktiv ansteuern zu können. Genau. Das wäre, glaube ich, die größte Erfindung, die wir als Menschheit haben können. Wobei das ja fast sowas wie ein Paradoxon ist, ne? Weil du in dem Augenblick, wo du es aktiv ansteuerst, genau den Effekt. Also die Selbstheilungskräfte des Körpers immer dezidiert da, wo es geht, aktivieren. Stärker aktivieren. Ja. Das fände ich, glaube ich, eine schöne Sache. Weil also ich komme da auch noch aus einer persönlichen Ecke, weil ich mal selber sehr krank war einfach und dann auch so am chemischen Tropf quasi hing und sowas möchte man eigentlich nicht durchmachen und erleben und von daher finde ich das einfach eine schöne Sache, einfach wenn man genau sowas auch wirklich nicht müsste. Boah, jetzt habt ihr alle sowas Anspruchsvolles genommen und ich habe so einen Eulen. Und du hast Bigfoot. So ist es. Ja, aber eigentlich würde ich mir wünschen, dass es den Mann im Mond gibt. Jetzt müssten wir ja eigentlich, da können wir jetzt wieder auf die GEMA ranten. Da müssten wir jetzt eigentlich das schöne Lied von Gus Bacchus, der Mann im Mond, einspielen. Ja. Ne? Wir waren tatsächlich mal hier in Hamburg im Planetarium zu so einer Rockshow, war das, Pink Floyd. Nee, es war nicht Pink Floyd. Ja, es war diese auch Pink Floyd, aber auch, Da wurde dann auch Gus Bacchus in einer sehr schönen Version gespielt. Das war echt cool. Also es kann dann auch nur euch empfehlen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann schaut euch das mal an.
Wir haben ja normalerweise am Ende auch noch unsere kleine Rubrik, die kleine Lokalecke. Meistens bezogen auf Göttingen, aber da wir ja heute schon aus dem kleinen Göttingen, dem Verschlafenen, in die Weltstadt Hamburg gereist sind, dachten wir natürlich, das kann jetzt nicht so sein, dass wir nochmal Göttingen nehmen. Deswegen übergeben wir das Ganze heute an den Alexander und an die Hamburger Liga sozusagen. Ja, und da gibt es was Wunderschönes zu erwähnen. Nämlich am Dienstag, dem 13. November, also das wird jetzt relativ knapp, was die Publikation der Folge angeht, aber gibt es Skeptics in the Pub, da waren wir ja auch schon mal und haben einen Vortrag gehalten. Und am 13. November, jetzt am Dienstag, wird der André Sebastiani, der ja auch einen Artikel dazu geschrieben hat, etwas zu Waldorfschulen bei Skeptics in the Pub erzählen. Und das ist insofern ganz spannend, weil André Lehrer selber ist und das sehr genau beurteilen kann, was es mit Waldorfpädagogik auf sich hat. Das wird sehr informativ und großartig. Bestimmt. Das sollte man nicht verpassen. Genau. Und da könnte sogar sein, dass eine Folge von Huxilla da rausfällt. Sehr schön. Genau. Da freuen wir uns ziemlich drauf dann, weil wir können wahrscheinlich in Hamburg wieder nicht dabei sein. Ja. So, hat denn der Chat noch irgendwas, was wir ihm beantworten möchten? Ein paar Sekunden habt ihr noch. Ah, will keiner was. Ha, ha, ha. Da sind sie auf einmal alle still. Verzögerung nicht eingeplant, ne? Genau. Gleich macht's ding, 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 ding. Die sind jetzt alle eingeschlafen. Ja, ich glaube, der Chat will nichts mehr. Ja, okay. Wann hören wir jetzt auf, oder? Ja, ich glaube, wir sind unter 4 Stunden. Wir, wir sind tatsächlich noch unter 4 Stunden, ja. Wir haben die dramatische Grenze von 4 Stunden immer noch nicht geklappt. Aber wir waren verdammt dicht dran. Die magische Grenze. Was wir heute machen, wenn die Mikros aus sind? Was machen wir denn gleich? Pizza. Genau, wir haben noch eine Pizza in Planung. Und Alexa und ich haben noch das große Partytum sozusagen in Planung. Hatten wir mal kurzfristig drüber nachgedacht. Und bringen die Männer vorher ins Bett. Das wäre jetzt eigentlich genau die Zeit irgendwie. Wir haben auch noch ganz viel Alkohol hier. Wir können eigentlich uns hier unter den Tisch trinken. An dem werden wir uns auch noch vergreifen. Ja, die Frauen wurden nämlich tatsächlich, ich prangere das an, hart. Die Frauen wurden vor uns ein Bier holen geschickt. Ja, ja. Während sich die so Männer Chat um die Technik gekümmert haben. So Chat haben. Und jetzt du. Die große Gender-Folge bei WikiGeeks steht in der Tat auch noch an. Der Illuminatus hat jetzt gerade über Twitter gejagt, dass er euch doch vielleicht mal anhört. Der fand euch bisher nämlich langweilig. Na. Und jetzt fand er euch doch sympathisch. Ach, herrje. Ja, wenn es denn hilft. Gut. Dann wir gehen jetzt gleich off the air, wenn ihr jetzt nichts mehr habt. Nee, eigentlich nicht. Also wir stoppen jetzt gleich die offizielle Aufnahme und gehen quasi aus dem offiziellen Part raus. Und dann kann ich ja Illuminatus auch mal folgen, weil genau, dem habe ich bisher nicht gefolgt, welchen langweilig fand. Achso, hier fragt noch jemand. Evil Bitch. Hier fragt noch jemand im Chat, ob eine erneute Wiki-Hoax-Folge angedacht ist. Ja, also als Narrativ ist ja, das gab's nur einmal, das kommt nie wieder, immer sehr stark. Aber das heißt ja nicht, dass wenn man wieder genügend Dinge beisammen hat und zusammensammelt, sich da nicht wieder was ergeben mag. Oh, eine gute Nachtgeschichte, so spontan fragt ja auch einer. Oh, also spontan irgendwas Gutes. Reicht uns was rein, wir lesen es in verteilten Rollen noch vor. Also ist es nicht. Wir machen also zwei machen parallel Pizza und die Männer machen Pizza und Alexander und ich lesen noch eine gute Nachtgeschichte vor. Wir können ja ein bisschen Dessert in verteilten Rollen. Ja. Das ist so schön. Der Blick von Claudia war jetzt gerade gut. Wir gehen dann in die Muff so lange. Gut, dann machen wir, würde ich sagen, hier mal dicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. www.wikigeeks.de